Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde. Ihr seid hergerufen worden, weil ihr fantastische Podcasts produziert. Die Podcast-Welt steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Jeder Podcast ist diesem Schicksal ausgeliefert. Auf Gedeih und Verderb. Hole das Mikrofon heraus, Reinhard. Dann ist es also wahr. Der Radiofluch. Das Mikrofon der Macht, das Verhängnis der Menschen. In einem Traum sah ich den östlichen Himmel sich verfinstern. Doch dann stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme rief: Das Ende steht bevor. Der Radiofluch ist gefunden. Der Radiofluch. Nikolas! Ajnas Durbatuluk. Ajnas Gimpatul. Ajnas Thrakatuluk. Akpurzumiji Grimpatul. Niemals zuvor hat jemand gewagt, Wörter in jener Sprache in einem Podcast auszusprechen. Dennoch bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Hoaxmaster, denn die schwarze Sprache des Radios wird vielleicht bald in allen Winkeln der Podcasts vernommen werden. Das Mikrofon ist durch und durch böse. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher des Rundfunks. Warum sollten wir es nicht einsetzen? Du kannst es nicht einsetzen. Niemand kann das. Denn das eine Mikrofon gehorcht nur den Öffentlich-Rechtlichen allein. Sie sind es, die es beherrschen. Ein Hoaxmaster versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Hoaxmaster. Das ist Alexander, Produzent des skeptischen Podcasts. Du bist ihm zu Treue verpflichtet. Der Hoaxmaster hat recht. Wir dürfen ihn nicht einsetzen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Das Mikrofon muss vernichtet werden. Worauf warten wir dann noch? Das Mikrofon kann nicht zerstört werden, Reinhard, Sohn des methodisch inkorrekten Podcasts. Jedenfalls von keiner Kraft, die wir hier besitzen. In den Feuern der GEZ-finanzierten Produktionen erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief in die Sendeanstalten hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Wir müssen das gemeinsam tun. Man kann nicht einfach in ein Radiostudio spazieren. Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals. Und der große Rundfunkrat ist stets wachsam. Nichts weiter als karges Ödland. Übersät mit Morningshows, Top-Ten-Hits und Werbung. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn. Habt ihr nicht gehört, was der Hoaxmaster gesagt hat? Das Mikrofon muss vernichtet werden. Und ihr haltet euch wohl für denjenigen, der das tun soll? Und wenn es uns misslingt, was dann? Was geschieht, wenn das Radio sich zurücknimmt, was ihm gehört? Eher will ich sterben, als dass ich das Mikrofon in den Händen eines skeptischen Podcasts sehe. Gebt einem wissenschaftlichen Podcast das Mikrofon. Das Mikrofon ist zu gefährlich. Niemand traut einem skeptischen Podcast. Also, begreift ihr denn nicht? Walter. Während wir uns streiten, nimmt die Macht des Rundfunks weiter zu. Keiner wird ihr entrinnen. Wir werden alle vernichtet. Eure Server werden niedergebrannt. Wir machen ein Crossover. Eure Podcasts werden sterben. Methodisch inkorrekt hat schon immer gezeigt, dass es stark ist. Wir machen ein Crossover. If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of slaves on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Hoaxilla, mag ich schon fast gar nicht zu sagen, sondern einer der beiden jungen Männer, die hier mit am Tisch sitzen, hat einen sehr schönen Titel für den Datentransfer ins Leben gerufen, nämlich Meth
Zilla. Oh. Das fand ich eigentlich ganz schön. Nämlich, wir sitzen hier. Das und Schlimme ist, wir sind Meth. Das ist wirklich tragisch. Ihr hört weitere Stimmen und ich stelle mal gerade ganz kurz vor, wer hier jetzt mit am Tisch sitzt bei dieser ganz besonderen Silvester-Crossover-Special-Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg mit, sage ich gleich. Aber zunächst mal begrüßen wir erstmal Alexa, meine wunderbare Ehefrau. Ja, auch in diesem Jahr, auch zum Jahreswechsel immer noch. Quasi über die Jahre hinweg. Ja, genau. Ach, wie schön. Wenn ihr das so macht, wie wir euch das nachher erklären. Und mit am Tisch bei uns sitzen die beiden, ja, großartigsten deutschen Physiker, die ich persönlich kenne. Du kennst sonst keine, oder? Mich schlagen jetzt alle anderen Physiker. Warum ich das so sage, erkläre ich nachher. Nämlich bei uns sind die Herren von Methodisch Inkorrekt, die sich jetzt am besten selber mal vorstellen. Wer seid ihr? Mein Name ist Nicolas Wörl. Ich bin Physiker, wie gerade schon gesagt wurde. Und ja, ich bin einer der zwei Leute, die Methodisch Inkorrekt verbrechen. Ich wäre aber nichts ohne meinen kongenialen Partner. Rainer. Das mache ich nur für die Mikrofone. Ja. Das weiß ich doch. Ja, ich bin Reinhard. Ich bin die zweite schlimme Hälfte von Methodisch Inkorrekt. Ich bin auch Physiker und knechte als Doktorand beim Herrn Wörl. Und wir sind natürlich extrem begeistert, hier bei euch sein zu dürfen, weil akustisch kennen wir dieses Zuhause ja quasi schon, aber wir sind halt mitten in der Zentrale quasi, in der Hoaxilla-Zentrale. Und das für mich hätte mir vor einem Jahr mal jemand erzählt, dass ich meine Stimme in einer Hoaxilla-Folge höre. Ich habe gesagt, ja. Oh Gott, ich bin nur ein Hoax. Ja. Also wir können mal ganz kurz aufklären für die jeweils anderen Hörer, die vielleicht die Podcasts nicht kennen. Alexa und ich, wir sind ein Ehepaar. Ich heiße Alexander bei der Gelegenheit. Und ja, das mag jetzt für alle, die es nicht bisher gehört haben, ganz witzig sein. Wir heißen tatsächlich Alexa und Alexander. Das hat sich so ergeben. Ne? Ja, das war schon immer so. Wir haben nicht deswegen geheiratet. Ihr hattet nicht ein Tattoo schon auf dem Arm, wo genau, Alexa schon... eigentlich gecastet. Das schränkt die Partnersuche so unfassbar ein. Und es war nicht der Arm, das ist viel schlimmer. Und wir machen etwas, was sich der skeptische Podcast aus Hamburg nennt. Und da beschäftigen wir uns mit all dem, was popkulturell von Interesse ist. Genau, moderne Sagen, so à la Rolf Wilhelm Bredenich, die Spinne in der Juckerpalme. Aber auch so Verschwörungstheorien wie alles rund um den 11. September oder die Frage, waren die Amerikaner jemals auf dem Mond oder ist das alles nur Spinnerei und wurde im Studio gedreht? Solche Themen haben wir in unseren Podcasts und vielerlei mehr. Und wir machen das seit mittlerweile, seit 4 Jahren? 4,5 Jahren sogar. 4,5 Jahren. Und es gibt von uns schon mal 176 Folgen, ja, die aber nicht ganz so lang sind wie eure Episoden. Nee. Ja. Und vielleicht steht Masterstadtklasse bei uns. Hatte die wirklich eine Folge über die Juckerpalme und den Spinnen da drin? Nee, die kommen ja immer als Stories der Woche, diese ganzen kleinen Geschichten. Ja. Also Herr Bredenich ist irgendwie omnipräsent bei uns, immer mal wieder. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie eine Folge, die ich verpasst hätte, wo ihr wirklich eine ganze Folge über diese Juckerpalmen-Geschichte, die man immer mal wieder hört. Man könnte mal tatsächlich irgendwie was nur über moderne Sagen machen, aber... Das kann man sich mal überlegen für 2015. Wir müssen ja noch ein paar Folgen produzieren. Genau. Es hat übrigens mal eine Spinnensichtung tatsächlich gegeben in einer Bananenkiste. Ich meine sogar in einem Supermarkt im Ruhrgebiet. Ja. Der Supermarkt ist auch geschlossen worden, man hat aber nichts gefunden. Also insofern ist die Frage, ob... Sichtungen gibt es viele, es gibt auch Panther-Sichtungen. Ja, aber das war tatsächlich das, was dieser Spinne aus der Juckerpalme wohl am dichtesten kommt, denn die Geschichte ist eigentlich so nie passiert und diese Geschichte im Supermarkt ist zumindest passiert. Dann teaser ich jetzt noch eine Geschichte an, die ich zum späteren Zeitpunkt dieser Sendung noch abfeuern werde, über Monsterspinnen im Ruhrgebiet. Mit denen verbindet euch nämlich in gewisser Weise etwas. War ein Titel in der Bild-Zeitung, fällt mir jetzt gerade spontan ein, und da wissen wir ja schon, das wird journalistisch sehr fundiert gewesen sein. Monsterspinnen im Ruhrgebiet, sage ich euch gleich noch dazu. Dann stellt ihr euch doch mal unseren Hörern ganz kurz vor und erklärt mal, warum zwei Physiker Podcasting machen und warum... Weil es gegen alle Erwartungen geht. Normalerweise würde man genau so reagieren und würde sagen, das funktioniert nicht. Das ist eine Form von Hilferuf. Wir wollen soziale Interaktion. Wir wollen mit Menschen reden. Wie sind wir dazu gekommen? Also die Sache ist so,
als Physiker ist Teil deines Berufes natürlich auch irgendwie ein bisschen im Bild zu bleiben, was andere Forscher tun, also Paper lesen, wissenschaftliche Artikel lesen. Und wir haben uns schon immer ein bisschen darüber ausgetauscht. Also das, was im Science-Magazin steht oder im Nature-Magazin, darüber muss man einigermaßen Bescheid wissen. Und das sind aber keine Zeitung, die du am Kiosk kaufst, ne? Ja, ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie dich hinsetzt und das Science Magazine durchblätterst und weil da das macht man nicht, das geht auch nicht. Das ist so, also für wissenschaftliche Publikationen kann man übrigens diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ist das so der Olymp? Da willst du hin. Also wenn du mal eine Forschung gemacht hast, die in Nature oder Science veröffentlicht wurde, dann hast du es geschafft eigentlich. Dann wirst du sehr oft zitiert und dann hast du deine Reputation enorm nach oben geschraubt. Aber wie du schon sagst, das sind keine Zeitschriften wie jetzt die Spektrum der Wissenschaft, die jetzt versucht irgendwie populärwissenschaftlich die Forschung darzustellen, sondern das ist Hardcore, sagen wir mal. Da sind die Forschung, die gemacht wird, wird da für andere Forscher veröffentlicht und gezeigt. Wir haben uns darüber immer unterhalten und das ist halt so bei Forschung, wenn das nicht dein eigenes Feld ist, dann verstehst du das eh nur noch so randständig. Wir haben zwar alle mal irgendwie die Physik gelernt und deswegen können wir uns über physikalische Paper unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir noch viel von der Quantenphysik verstehen würden, sagen wir mal. Wir können versuchen, die uns zu erklären. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und die Sachen, die in der Naturwissenschaft gemacht werden, in der Forschung gemacht werden, die sind extrem spannend. Das sind extrem spannende Geschichten. Da passieren weltbewegende Dinge, die werden nur schlecht kommuniziert. Und unsere Idee war eben, so wie wir uns versucht haben zu erklären, was jetzt gerade das neue Paper zu bedeuten hat oder welche Konsequenz daraus kommt, haben wir gedacht, okay, das können wir eigentlich auch in Mikrofon sprechen und es für Nicht-Naturwissenschaftler verständlich machen. Gerade wenn man dann ein Thema nimmt, wovon man selber irgendwie so fast gar keine Ahnung hat, wird's erst richtig unterhaltsam. Weil man dann halt anfängt, darüber halt nachzudenken oder zu diskutieren, worum es überhaupt gehen könnte. Und teilweise sind die Sachen so abgehoben, dass man nach einer Viertelstunde erst merkt, dass man eigentlich nichts verstanden hat. Und im Dialog dann doch noch irgendwie so halbwegs zumindest dahinter kommt, was da gemeint ist und vor allem, was daraus folgen kann. Weil das, was wir jetzt in den Papern lesen, was jetzt gerade in den Grundlagenforschung so abgeht, interessant ist, das revolutioniert wahrscheinlich so in 10, 20 Jahren mal die Welt. Und das so grob sich vorzustellen allein, finde ich super interessant. Das ist super spannend. Das ist ja das, was wir auch immer so gerne mit unserem populärwissenschaftlichen kleinen Projekt da irgendwie versuchen, einfach zu zeigen, wie wichtig Grundlagenforschung ist und dass das, was da passiert, eben auch wirklich alle betrifft und auch den Alltag betrifft. Und also was uns daran auch unglaublich wichtig ist, wie gerade schon gesagt, wir haben selbst von vielem keine Ahnung mehr. Viele Leute sagen immer, oh, Physiker, und sagen das so ehrenvoll. Dabei wissen wir von einem kleinen Teil der Physik ein bisschen was, was halt unser Forschungsgebiet ist, wozu wir ein bisschen was erzählen können. Wenn es aber so das große Ganze ist, da können wir auch noch ein bisschen was zu sagen, aber wenn es dann speziell auf irgendein Thema geht, wie zum Beispiel irgendwas in der Quantenmechanik oder so, dann stehen wir da genauso ratlos vor wie jeder andere auch, abgesehen davon, dass wir ein bisschen mehr Background haben. Aber das ist nicht schlimm, weil das, was eigentlich interessant ist, die Phänomene, die interessant sind, die dann vielleicht auch technisch mal nutzbar sind, die kann man auch einfach erklären. Also man muss nicht immer die Mathekeule aus der Schublade holen, um irgendjemanden um die Ohren hauen, um dem zu erklären, was Quantenmechanik oder sonst irgendwas ist. Man kann da auch mit gesundem Menschenverstand einfach mal rangehen und versuchen, sich irgendwelche Alltagsbeispiele dazu zu überlegen. Weiß nicht, irgendwas mit Smarties und Lego erklären. Das geht meistens wunderbar. Übrigens glaube ich, weil du es gerade angesprochen hast, Alexa, ich glaube, wo wir herkommen, also unsere Podcasts, euer Podcast genauso wie unser, die kommen eigentlich aus der gleichen Richtung. Ne? Wir versuchen halt, also ich glaube, ein guter Naturwissenschaftler ist auch immer skeptisch und der muss halt sein, die Dinge, die er gefunden hat, in Frage stellen. Können die anders interpretiert werden? Warum glaube ich jetzt, dass die Welt so funktioniert auf Basis dieses Experiments? Warum glaube ich nicht, dass die Nazis auf der Rückseite des Mondes sind? Ja, viele Dinge lassen sich halt schnell erklären, wenn man übernatürliche Kräfte in Erwägung zieht. Und deswegen, glaube ich, sind unsere Podcasts gar nicht so unterschiedlich. Wir betrachten halt unsere Felder, eure Themen, wir unsere Themen,
auch mit einer gewissen Skepsis. Wir machen uns ja auch über manche Studien lustig. Ich finde, eine Studie mit 8 Leuten ist durchaus repräsentativ. Also von daher, glaube ich, machen wir ähnliche Dinge eigentlich. Ich fand ganz spannend, was Reinhard gesagt hat, nämlich die Tatsache, dass als Physiker allein das Feld der Physik schon so kompliziert ist, dass man es nicht mehr überblicken kann. Und das ist ja das, was bei vielen Leuten zu einem gewissen Misstrauen, was Wissenschaft angeht, führt. Denn ihr seid Physiker und ihr sagt, wir selber durchblicken gar nicht mehr das gesamte Gebiet, weil das zu groß ist, zu speziell ist. Und es gibt ja noch andere Naturwissenschaften, es gibt andere Forschungsgebiete und da habt ihr dann genauso viel Ahnung davon, wie ich als Psychologe oder Alexa als Kulturwissenschaftlerin, wenn da nicht gewisse Grundprinzipien der Physik noch drunter liegen. Das Bedauerliche ist, dass viele Leute nicht sagen, das ist total spannend, das ist total gut, dass die Wissenschaft so tief inzwischen forscht, sondern sich abwenden und sagen, das ist so kompliziert, das versteht eh keiner mehr. Ich wende mich den einfachen Lösungen zu. Und da bist du genau bei den esoterischen oder abergläubischen oder magischen Erklärungen, wie Dinge funktionieren. Und genauso funktioniert eigentlich die Welt nicht. Und eigentlich gibt es Menschen wie euch, die quasi den ganzen Tag daran arbeiten, die Welt besser zu erklären mit den Mitteln, die wir haben. Oder euch. Aber nebenbei, das ist auch sehr gut zu verstehen. Ne? Also, dass Leute sich abwenden. Ja. Wenn du nicht mehr die Sprache der Leute sprichst, dann hast du da eigentlich auch nicht besser verdient, dass die Leute sich von dir abwenden. Du musst, wenn du eine Botschaft hast, wenn du eine Geschichte erzählen willst, dann musst du natürlich zusehen, dass du die Sprache sprichst, die dann bei deinem Empfänger auch ankommt. Deswegen. Darf ich da mal kurz was einwerfen? Gerne, ja. Mein Bruder ist ja Theologe, was sehr lustig ist. Es gab mal vor einiger Zeit die Idee, die Bibel, die ja kein Mensch mehr versteht, weil die so komisch geschrieben ist, neu übersetzt in der Sprache der Jugend als sogenannte Volksbibel ins Netz zu stellen. Beziehungsweise die Leute konnten alle dran mitarbeiten, diese Bibel halt nochmal in Alltagssprache ordentlich hinzuschreiben. Darüber hat mein Bruder, glaube ich, seine Examensarbeit auch geschrieben. Und meine Familie ist eine sehr katholische, also auch meine Mutti und so. Und zu Weihnachten wird immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen unterm Tannenbaum und so. Und mein Bruder hat seit ungefähr 2 Jahren tierischen Spaß daran, die jedes Mal aus dieser Volksbibel vorzulesen. Deine armen Eltern. Es ist zum Schreien komisch, dass dann Jesus, der in einer Kfz-Werkstatt geboren wird. Ja, das ist unglaublich schlimm. Das wollte ich nur mal. Also, es ist nicht immer gut, wenn man so die Sprache des Volkes spricht. Ich muss gerade dran denken, wir hatten ja schon Herr der Ringe irgendwie, als ich eine neue Übersetzung von Herr der Ringe mal irgendwann aufgeschlagen habe und Samuel S. Gamgee Frodo immer Boss nennt. Und da hat sich wirklich in mir alles gesträubt. Das war nicht zu lesen, das geht nicht. Deswegen lesen wir es nur auf Englisch jetzt inzwischen, ne? Das macht es dann ein bisschen einfacher. Ja, noch eine Version weiter und der heißt Babo. Oh, der Reinhard bringt hier die Sprache der Jugend rein. Da sind wir wieder bei der Sprache. Ja. Also ihr stellt in eurem Podcast, um das noch ganz kurz zusammenzufassen, neben den unfassbar lustigen Intros, bei der wir jetzt endlich mal mitmachen durften, ein weiterer Traum meinerseits geht in Erfüllung. Ich durfte Bestandteil eines methodisch inkorrekt Intros sein. Ja. Stellt ihr in der Regel vier Studien immer euch vor, gegenseitig, und macht gelegentlich auch sogar Experimente. Nicht nur gelegentlich. Immer. Also genau, das ist das Konzept. Das Einzige, was wirklich nicht so richtig ins Konzept passt, ist dieses Intro. Das machen wir aus egoistischen Gründen. Ja. Dadurch, dass wir jetzt plötzlich ein paar tausend Leute erreichen, können wir diesen Quatsch halt vor Publikum machen. Das machen wir also wirklich aus egoistischen Gründen. Das hat keinen großen Nutzwert. Wobei, sind gut. Okay, danke. Nehme ich so hin. Da gibt's unterschiedliche Meinungen. Ab und zu arbeiten wir da auch die Welt der Wissenschaften drin ein. Ne? Also unser Verhältnis zueinander. Also da ich ja so in gewisser Weise auch der Mentor bin, wird das halt so ein bisschen veralbert drin. Aber eigentlich hat das nicht wirklich einen großen Nutzwert, sagen wir mal, für die Sendung. Alles andere ist dann aber relativ stark durchgeplant. Also wir haben jeweils immer 4 wissenschaftliche Paper, die wir relativ ausführlich besprechen und uns erklären. Das ist die Idee. Also Reinhard weiß nicht, wovon ich sprechen werde.
Und ich habe meine Mission quasi erst dann erreicht, wenn Reinhard verstanden hat, worum es geht in diesem Paper. Andersrum natürlich genauso. Andersrum genauso. Und wir haben in der Mitte der Sendung eigentlich auch immer ein Experiment. Da war halt die Idee, kleine, schöne Experimente zu machen, die jeder nachempfinden kann, auch nachmachen kann, womit man dann auf Partys angeben kann. Genau, häufig in der Kategorie klugscheißer Partywissen. Ja, genau. Wo wir dann halt auch erklären, was hinter dem Experiment steht und wie es dazu kommt. Also, genau. Und immer ein bisschen Musik haben wir auch immer dabei, die wir halt in den Tiefen des Internets finden, von unglaublich schrecklich bis nicht ganz so schlimm. Auch immer irgendwelche Wissenschaftssongs, wo Leute, ich glaube das bekannteste so in der Richtung ist dieser LHC-Rap oder so, wo sich mal ein paar Leute vom Large Hadron Collider hingesetzt haben und so einen Rap gemacht haben über ihre Arbeit, und davon gibt's mittlerweile reichlich im Netz und da streuen wir auch. Wobei ich persönlich ja diese Mars-Sonden-Geschichte in einer eurer letzten Episoden einfach mit das Großeis finde. Ein junger Mann, der sich bitterlich darüber beschwert, dass die Bilder vom Mars in schwarz-weiß sind und sein Handy eine bessere Kamera hat und daraus ein Lied gemacht hat, was er wunderbar vorträgt. Und noch viel schöner ist er, dass er den Nachfolgesong zwei Tage später realisiert er, dass die Bilder doch nicht so schlecht sind, wenn der Staub erstmal von der Linse weg ist und singt dann nochmal und entschuldigt sich bei der NASA. Ja, das der gute Herr wäre ein großer Kandidat für Deutschland sucht den Superstar oder so. Da würde der weit kommen wahrscheinlich. Und diese Paper, und das ist uns wichtig, also zwei Dinge sind uns da wichtig. Wir versuchen halt die Forschung so weit runterzubrechen, bis wir sie glauben verstanden zu haben, also zumindest vom Konzept her. Also warum wurde das gemacht, wofür ist das gut und wie wurde es gemacht, welche Experimente wurden da gemacht, also so ansatzweise, also wir zumindest verstehen, warum die gemacht wurden. Und natürlich, das haben wir gerade schon angesprochen, in einer Sprache, die man verstehen kann. Also nicht in irgendeiner Expertensprache, sondern so, dass man das verstehen kann. Weil du das gerade angesprochen hast, da hat Richard Feynman mal was Schönes gesagt. Der hat halt gesagt, Feynman war halt auch so ein theoretischer Physiker, der hat diese abgedrehten auch Quantenmechanik mitentwickelt. Und der hat halt gesagt, wenn er eine neue Theorie aufgestellt hat, geht er zu seiner Mutter, glaube ich, damals und hat ihr diese Theorie erklärt. Die hat natürlich erstmal nichts verstanden und er hat weiter auf sie eingeredet, bis sie gesagt hat, Richard, ich verstehe nicht, wovon du sprichst, aber es klingt vernünftig. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also Menschen auch ohne naturwissenschaftlicher Vorbildung können im Grunde genommen so weit kommen bei diesen Artikeln, bei diesen Papern, dazu sagen, okay, das klingt vernünftig, dass die Jungs das machen. Das klingt vernünftig, dass wir zum Mars fliegen sollten. Die Mondlandung hat irgendwie Sinn gemacht. Und das sollte schon unser Anspruch sein, weil also Reinhard und ich, wir werden halt von Steuergeldern finanziert. Das heißt, wir haben eigentlich schon die Verpflichtung, auch den Leuten zu sagen, was machen wir eigentlich mit eurem Geld und warum ist das gut für euch? Und das versuchen wir so ein Stück weit zurückzugeben. Und ganz wichtig an der Stelle auch, es ist bei weitem nicht nur Physik, was wir machen, weil das, weiß ich nicht, es gibt so viele spannende Gebiete und wir versuchen immer so ein Querfeld ein von Medizin, Psychologie, Bio, alles. Wie gesagt, und je weniger Ahnung wir davon haben, desto interessanter wird's eigentlich. Was ich bei euch auch ganz großartig finde, das habt ihr jetzt auch schon häufiger gemacht, ist, dass ihr die Nobelpreise vorstellt und da sehr intensiv aufarbeitet, warum da jemand einen Nobelpreis gewonnen hat. Und das ist per se schon interessant, aber um ein Beispiel zu geben, auch für diejenigen, die sich damit noch nicht befasst haben, warum das spannend ist, man kriegt dann so eine kurze Zeile mit, dass ein Forscherteam den Nobelpreis für die Erfindung einer blauen LED gewonnen hat. Mhm. Und da habe ich dann auch so gedacht, erstmal so, so eine Lampe basteln irgendwie. Und nachdem dann ihr das sozusagen mal aufgearbeitet habt, wie kompliziert das ist, stabiles blaues Licht zu bekommen und die Implikationen, die aus dieser blauen LED rauskommen, nämlich, dass man dann damit einen stabilen blauen Laser hat, der eine andere Wellenlänge hat und damit kann man eine Blu-ray nehmen, jetzt, die wir ja alle kennen, und da passt viel mehr Material auf die gleiche Fläche drauf, weil das Licht, das abtastet, eben eine andere Wellenlänge hat. Dann merkt man irgendwann, wie cool eigentlich so eine blaue LED ist, aber wie lange es auch dauert, bis so eine ursprüngliche kleine Erfindung irgendwann mal Nutzen für alle hat. Und das finde ich ganz großartig bei diesen Nobelpreisfolgen, die er macht, dass er das da auch nochmal aufarbeitet und für die Menschen, die sich eben nicht lange damit befasst haben, mal deutlich macht, warum das schon auch Sinn macht, warum da jemand einen Nobelpreis verdient. Man muss dazu auch sagen, wir haben ja momentan auch noch, da wir an der Uni angestellt sind und an der Uni arbeiten, den großen Luxus, dass wir an fast alle Paper im Original rankommen.
halt, wo so ein, der Durchschnittsbürger leider nicht überall reinkommt. Also Sachen, die Open Access sind, wir markieren das in unserem Blog auch immer, ob was Open Access ist oder nicht, die kann man sich durchlesen, aber bei vielen Sachen hat so der Normalbürger, der jetzt nicht gerade irgendwie an der Uni arbeitet oder einem Forschungsinstitut, leider gar nicht die Möglichkeit, sich diese Studien im Original durchzulesen, weil man halt kein Zugriffsrecht drauf hat. Was aber eigentlich Quatsch ist, weil ja eigentlich Forschung immer durch Steuergelder, ja, also durch den jeden Einzelnen finanziert wird. Das ist extrem traurig. Also wir haben auch bei diversen Journals kein Abo sozusagen, beziehungsweise unsere Uni leistet sich das nicht, weil es sauteuer ist. Wir sind dann auch drauf angewiesen, dass man halt Leute kennt, die an anderen Unis arbeiten, wo man mal kurz anrufen kann oder mal eine E-Mail schreiben kann, so, hier hast du mal, kannst du mir mal das Paper besorgen? Wissenschaftliches Publizieren ist ein Desaster. Ne? Es gibt Journals, die sind alt eingesessen, die gibt es seit 100, 200 Jahren, weil sie halt ja irgendwann zu irgendeiner Zeit damit angefangen haben. Was machen die eigentlich? Wir schreiben die Inhalte als Wissenschaftler. Wir geben die an diese Journals. Die können die ja nicht beurteilen wissenschaftlich, weil da sitzen ja irgendwelche Redakteure oder Lektoren. Die geben diese Artikel wieder zu Wissenschaftlern, die Peer reviewen, also sich durchlesen und sagen, ja, ist das vernünftig, ist nicht vernünftig. Dann wird es dann gedruckt von den Leuten und verkauft wieder an die Wissenschaftler. Also wir müssen ja diese Abos bezahlen. Ja, ja. Das heißt, die bringen eigentlich keine Leistung und das ist ein Desaster. Also da können wir jetzt lange drüber diskutieren. Die formatieren das nicht mal. Nee, genau. Also wir müssen auch noch die Artikel ins richtige Format bringen oder die Doktoranden. Ja. Und das ist wirklich ein Desaster, ein historisches Desaster, aber da komme ich jetzt nur schlecht drauf. Aber ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du gerade über diese Nobelpreise gesprochen hast. Das ist nämlich auch ein Desaster, weil wenn du dir anguckst, Nobelpreis ist Rock'n'Roll, ne? Also höher kannst du als Wissenschaftler nicht kommen. Das ist vergleichbar mit dem Oscar für Schauspieler. Das ist vergleichbar mit Olympiasieg für einen Sportler. Höher geht's nicht. Aber wird das gefeiert von der Gesellschaft? Also genau wie du sagst, ne? Wer weiß denn jetzt wirklich ernsthaft, wer den Nobelpreis für Chemie in diesem Jahr bekommen hat? Das war ein Deutscher, ne? Unter anderem Deutscher. Ja. Das müsste doch eigentlich, man müsste doch so weit kriegen und so weit runterbrechen, dass die Leute sagen, wir sind jetzt, juhu, wir sind Papst geworden, feiern alle. Aber juhu, wir haben einen Nobelpreis gewonnen. Da kann man doch auch mal so ein bisschen so drüber berichten, dass die Leute das verstehen und da auch ein bisschen stolz drauf sind. Ja. Also es liegt sicherlich zum einen daran, dass Wissenschaft immer noch bei allen Bemühungen über Wissenschafts- oder zur Wissenschaftskommunikation noch immer einen ziemlich schlechten Leumund hat. Und leider ist das auch wiederum zum Teil begründet darin, dass das eben bisher noch eine ganz elitäre Veranstaltung war. Also ich habe das selber erlebt an der Uni, so das Thema Wissenschaftskommunikation, ja gut, ich bin jetzt einige Jahre schon raus aus dem Betrieb, aber früher hieß es halt wirklich nur, wenn Fachkollegen einen Artikel verstehen und sonst niemand, dann ist es gut. Ah. Ne? Also hier Wissenschaftskommunikation und tatsächlich mal irgendwie auch ein bisschen aus dem Elfenbeinturm raus oder so, war nicht. Ist immer noch so, ist zum Teil sicher immer noch so, aber da muss man eben genau ansetzen und das macht ihr ja zum Beispiel mit Bravour. Also ist immer noch genauso, du wirst, also wenn du Wissenschaftskommunikation machst, dann bist du natürlich auch einer gewissen Skepsis ausgesetzt. Also es gibt halt Leute, die finden das nicht so doll, genau wie du sagst. Naja, also man unterhält sich halt unter anderem mit seinen Kollegen darüber, aber darüber hinaus muss das keiner verstehen. Verwässert so ist doch alles nur dann, ne? So. Ich muss sagen, einen Satz noch, dann kannst du auf Konferenzen siehst du das ganz stark. Ja. Ne? Die Hälfte der Leute will auch gar nicht vom Publikum verstanden werden, sondern die wollen halt zeigen, was sie für geile Typen sind, also was die besser können als andere. Am besten wirst du nicht verstanden, weil dann musst du ja so was Tolles und Kompliziertes machen, dass du nicht zu verstehen bist. Und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz und so sollte Wissenschaft nicht sein, weil Wissenschaft sollte immer Austausch sein, sollte immer Kommunikation sein, die dann in der Gemeinschaft dazu führt, dass wir Fortschritt haben. Ja. Ich habe tatsächlich bei dem einen oder anderen Science Slam Leute kennengelernt, die da auf der Bühne gestanden haben, beziehungsweise den Leuten, die sie nachher irgendwie für Zeitungen oder sonst was interviewt haben, halt gesagt haben,
lassen Sie das mal weg. Mein Prof soll das am besten nicht erfahren, dass ich hier auf der Bühne stehe und irgendwas versuche, unterhaltsam zu erklären oder so, weil die das halt nicht wollen. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob denen das, ja, peinlich ist das falsche Wort. Das ist, das gehört sich nicht. Macht sich sozusagen. Nicht gut. Genau, ne? Macht sich nicht gut. Das ist halt, wie Lukas gerade auch schon sagte, auf Konferenzen hat man das auch häufig, dass da Leute tatsächlich stolz drauf sind, ihre Hörerschaft auf der zweiten Folie abgehängt zu haben. Und das finde ich ein Unding, also finde ich grausam sowas. Das ist übrigens auch noch, ihr beide seid Science Slammer auch, also das kennen unsere Huxilla-Hörer ja auch schon, weil wir verschiedentlich über Science Slams berichtet haben. Und der Reinhard, den ihr gerade zuletzt gehört habt, war bis vor ganz kurzer Zeit sogar der amtierende deutsche Meister im Science Slam. Das darf man an der Stelle ja auch nochmal erwähnen. Schnee von gestern. Ja. Jetzt damals. Als noch irgendwas. Ist natürlich sicherlich auch eine Geschichte. Ich glaube, wir haben Science Slams gemacht, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, du vor allem. Also du hast. Ich bin da ja nur zugekommen durch Zufall, weil ich mit Nikolas immer mitgegangen bin, weil dann immer so eine Stunde vor dem eigentlichen Slam da warst und das für die Leute hinter der Bühne Freibier gab. Da bin ich halt immer mitgekommen und irgendwann hat mich einer der Veranstalter gefragt: So, hier willst du nicht immer? Und so bin ich dann dazu gekommen. Aber generell kann man sagen, das, was wir in dem Podcast machen, ist so ein bisschen so wie ein Science Slam auch, hat uns auch mal jemand, glaube ich, in die Bewertung bei iTunes geschrieben, ist wie ein Science Slam zum Mitnehmen, halt versuchen unterhaltsam was Schweres zu erklären, weil man das meiste tatsächlich wirklich leicht erklären kann. Und also es geht dann vielleicht nicht so tief, wie der ein oder andere gerne möchte. Bis zu einem gewissen Grad. Ne? Genau, bis zu einem gewissen Grad. Aber eben bis zu dem Grad, wo du sagen kannst, ist vernünftig oder ist nicht vernünftig. Ja, genau. Und wenn man da wenn man nur ein Kind gewonnen hat, der dann sagt, ja geil, finde ich interessant, ich lese mal was dazu. Das ist bei uns ja auch der Punkt. Also wir können nicht in einer halben Stunde oder 40 Minuten irgendwie ein Thema komplett bis zum letzten irgendwie ausschöpfen. Meistens ist es dann so, dass wir hoffentlich eine Anregung geben für die Leute, die das spannend finden, sich damit weiter zu beschäftigen. Das hatte ich bei euch sehr häufig, dass ich von Themen gehört habe, die mir vorher gar nicht bewusst waren oder die ich gar nicht kannte. Wir ja auch. Und dann nochmal was dazu gelesen habe oder ein bisschen nachgeguckt habe. Ja, so ist es nebenbei auch bei diesen Nobelpreisfolgen, ist es auch so. Vor Methodisch Inkorrekt habe ich mich nicht so sehr mit dem Nobelpreis aus Medizin beispielsweise beschäftigt. Jetzt machen wir das und für mich ist das ein Gewinn, also da auch mal zu sehen, was in anderen Feldern Ich finde das immer toll, wenn ich irgendwo in der Bahn sitze oder so und sehe irgendjemand, der irgendwie Spiegel liest oder sonst irgend so ein Blatt und da dann die Wissenschaftsseite aufgeschlagen hat und ich die Themen sehe, die alle dran sind und ich zu jedem Thema was weiß, weil wir das irgendwie in dem Podcast hatten, ich dazu was gelesen habe oder du mir was dazu erklärt hast oder so, das macht Spaß. Mhm. Also ist schön. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich am Anfang ein bisschen stinkig war, als ich dann Methodisch Inkorrekt wahrgenommen habe im Netz, weil ich habe gedacht, scheiße. Jetzt machen das echte Wissenschaftler. Und das ist dann das Ende von Huxilla. Genau. Weil da kommt, also das wisst ihr übrigens nicht, das habe ich euch noch nie erzählt. Da war ich ein bisschen angenervt und habe gedacht, fuck, das machen das richtige Wissenschaftler und nicht so ein anmaßender Psychologe, der glaubt, er kann alles. Da kannst du ja nur gegen abstinken. Aber ihr macht das so gut, habe ich gedacht, komm. Das Schlimmste daran ist, ohne euch würdet uns wahrscheinlich gar nicht geben, weil wir nämlich relativ früh angefangen haben, Huxilla zu hören und da halt gesehen haben, wie sowas gemacht werden kann und dann halt gedacht haben, das können wir in unserem Bereich, denn ich sehe da schon noch eine deutliche thematische Abgrenzung. Abgrenzung würde ich gar nicht so sehr sagen, aber das ist halt irgendwie ein Übergang der Themen. Wir sind halt schon klar bei Naturwissenschaften. Ja, also, dank mir kommen ja doch immer eher so kulturelle. Ja, und ich kann ja eh nichts, ich kann ja nur reden. Aber dann kannst du gut. Phrasendrescher. Also beispielsweise dank euch habe ich Herrn Doktor, also die Reden von Herrn Dr. Stoll kennengelernt. Das zweifelhafte Ehre. Und das hat uns tatsächlich, als wir in Berlin mal auf der DPG-Tagung uns ein Hotelzimmer geteilt haben, einen kompletten Abend amüsiert. Wir haben uns nämlich alles, was wir davon bei YouTube gefunden haben, angeguckt und wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen. Das ging echt nicht mehr. Ja, dann haben wir, glaube ich, euch als Methodisch Inkorrekt jetzt, glaube ich, ausführlichst vorgestellt. Ich wollte jetzt schon diesen goldenen Bogen zu euch schlagen, weil ich ja gesagt habe, wir haben euch oder durch euch haben wir das Podcasten überhaupt kennengelernt. Eigentlich müsstet ihr ja für unsere Hörer, also ich glaube nicht, dass es von uns Hörer gibt, nicht. Die euch nicht kennen, aber vielleicht man ist mal überrascht. Ich nicht sagen.
ob ihr uns noch etwas über euch erzählen könnt. Also ja, wir machen ja gleich weiter in der Sendung und können dann so ein Segment unseres ursprünglichen Podcasts, weil wir haben ein Sendekonzept. Ich bin ein großer zumindest Freund. Zumindest ein ganz grobes, ja. Ja, ich bin ein großer Freund von Konzepten und Inhalten in Podcasts. Und wir haben damals gesagt, jede Folge sollte identisch sein bei das uns. Hast und du das gesagt? Habe ich das gesagt? Ja, ich habe das in meiner Anmaßung habe ich das mal behauptet. Und deswegen sind alle 176 Folgen von Huxilla gleich strukturiert, so wie ihr das auch macht. Das hat sowas Heimeliges. Ich finde das ja auch sehr schön. Bei euch auch. Also das wir kriegen da auch viel positive Rückmeldungen. Ihr vermutlich auch, oder? Dass eine Struktur da ist, zumindest. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, da versage ich komplett. Du bist ja eher strukturfrei. Ja, dass dieser Podcast eine Struktur ist komplett Nikolas verdammt. Ich kann da nicht. Ich habe das ja auch gemobst. Ich habe das ja vom Skeptics Guide to the Universe gemobst, weil die ja auch so Sendungssegmente hatten. Und wir haben immer neben dem Grüßungsteil, den wir jetzt ja auch gerade hatten, immer eine Story der Woche. Das ist eine Geschichte, die Alexa erzählt. Genau. Das kann so eine komische moderne Sage sein. Muss es aber nicht. Das können auch irgendwie mal so Meldungen sein, die man irgendwo mitkriegt, liest oder was auch immer. Und die Frage ist immer, ist das Ganze wahr oder ist das alles nur ein Hoax oder Schwindel, wie auch immer? Und das wird am Ende der Sendung nach dem Thema der Woche aufgelöst. Genau, wir haben nicht den Luxus, den ihr habt, vier Themen aufzubereiten, sondern wir machen immer nur ein Thema. Wir sind ja auch ein bisschen kürzer als ihr, haben also monothematisch immer ein Thema, was wir dann bearbeiten. Dann gibt's die Auflösung der Story, du hast es gerade schon gesagt, und dann Geplänkel. Fasern wir mal aus, je nachdem wie mitteilsam ich bin. Und da kommen ja auch viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, ah ne, hier dieses Gelaber da immer am Ende. Ja, und diese Selbstbeweihräucherung, immer hier Bücher und Treffen und so, wollen wir nicht. Genau. Das war ja früher am Anfang der Sendung und seit Folge 100 haben wir das alles ans Ende gepackt. Ja. Was aber auch so im Nachhinein, also ich habe ja nie damit gerechnet, also die Leute, die das dann irgendwann angemerkt haben, das war dann so um Folge 80 rum, ich habe ja im Leben nicht gedacht, dass ich mal 80 Folgen von diesem Kram mache, der drei Jahre später noch im Netz verfügbar ist. Also insofern kam mir nie der Gedanke, dass ein langer Vorteil irgendwann langweilig werden könnte, weil die Ereignisse einfach drei Jahre zurückliegen. Und jetzt haben wir es am Ende und dann kann man einfach drüber spulen oder abbrechen. Ja. Das habe ich so natürlich noch nie gesehen. Die Folgen. Ja, aber bei uns ist das ja so chronologisch, wie läuft's gerade im Institut, das miterleben, wie wir scheitern. Ja, das ist ja was, das hat der das an den Fingernägeln kauen. Der Antrag von Nikolas durch. Habe ich morgen noch einen Job? Habe ich morgen noch einen Job? Lass die bloß einen Job haben, sonst hört der Podcast auf. Aber ich finde eigentlich immer, dass so ein bisschen die Person im Hintergrund auch eine gewichtige Komponente in so einem Podcast sind. Also ich finde eigentlich, ich höre lieber Podcasts von Leuten, wo ich den Eindruck habe, dass ich die Leute kenne. Also gut, ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, ich kenne euch vor zwei Jahren schon, obwohl ich euch nicht kannte, weil ich euch halt einmal die Woche gehört habe. Ich finde es nicht unwesentlich wichtig für den Erfolg eines Podcasts. Da musst du aber auch bereit für sein, ne? Also du musst bereit sein und für dich eine klare Grenze haben, wie viel von deinem Privatleben teilst du mit der Öffentlichkeit und wie viel nicht. Ist euch das, also seid ihr bereit grundsätzlich? Ein bisschen? Bisschen, klar. Also ich meine, bestimmte Dinge sicher irgendwie. Die Frage ist immer, was guckst du mich so an? Ich lausche dir gespannt. Was da kommen mag. Also, gewisse Dinge sicherlich. Also, was so Termine angeht und was so gerade im Groben stattfindet, das teilt man gerne. Aber so die Hintergründe und so, das ganze Privatleben, das behalten wir doch eher für uns. Also, ich versuche, wie das ja jeder im Social Media Bereich macht, wenn man mal ehrlich ist, ein gewisses Bild zu projizieren, was die Leute auch spannend finden, und wir tragen, glaube ich, so ein bisschen das. Nee, aber verstellen tun wir uns nicht. Wir verstellen uns nicht, wenn sondern wir streiten uns. Genau. Was fällt mir eigentlich die ganze Zeit ins Wort? Siehst du? Also wir versuchen schon so ein bisschen dieses Rockstar-Image des Podcastings irgendwie so ein bisschen vorherzutragen, deswegen auch die Sonnenbrillen und die schwarzen Sachen und so, aber natürlich tragen wir in der Regel auch schwarz. Man kann das aber alles so ein bisschen stilisieren, und wie du schon sagst, also die Personality derjenigen, die das machen, ist schon auch wichtig. Ich finde das auch wichtig, und wenn ich da was habe, was verlässlich ist und meinen Erwartungen entspricht, dann schalte ich auch lieber ein. Und das ist ja auch schön bei euch beiden, also Alex und ich sind dadurch schon unterschiedlich, dass wir Mann und Frau sind. Das möchte ich dir jetzt nicht erschrocken gucken, Reinhard.
Extra im Bad stehen lassen. aber das ist bei euch beiden, ihr seid ja auch sehr unterschiedliche Charaktere. Und davon lebt ja auch eine Sendung, dass man also über das Inhaltliche hinaus so ein gewisses Abarbeiten der Persönlichkeiten einander wahrnimmt. Und das macht es eben nochmal mehr. Also wenn das Nachrichtensprecher wären, man könnte diese Sendung auch in einer Nachrichtenstimme machen und heute berichten wir aus Hamburg. Dann hast du Deutschlandfunk im Idealfall, aber das ist einfach nicht so interessant. Das war übrigens ganz spannend, wenn ich mal kurz abschweifen darf. Wir hatten mal einmal in einer Sendung zum Thema Thalassologie, was das ist, das sollte man nachlesen, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Das wäre meine nächste Frage. Ja, hatten wir einen ausgebildeten Sprecher, mit dem wir ein Interview gemacht haben. Und also wir fanden die Stimme einfach göttlich, wirklich. Also wir haben gedacht, irgendwie Wahnsinn, dem kann man stundenlang zuhören. Und da haben hinterher Leute gesagt, das wäre denen zu steril gewesen, Wahnsinn, zu langweilig. Ja. Da hatten wir übrigens große Sorge am Anfang, dass wir... Wir sprechen ja so ein bisschen noch ruhrpöttisch, sagen wir mal. So, Also mir persönlich fällt das überhaupt nicht auf, aber es wurde mir schon angetragen, auch bei halt bei diversen Veranstaltungen so, ja, aus dem Pott kommst, das hört man aber noch. So. Dass man hört es unfassbar deutlich bei euch beiden. Also wenn ihr der Ansicht seid, ihr würdet reines Hochdeutsch sprechen, dann muss ich euch da leider enttäuschen. Heute auch? Heute auch? Ja, also du hast gerade gesagt, mir fällt das... Ja, natürlich. Okay. Also ich mach das ja gerne. Also ich komme ja so aus dem Ostwestfälischen, habe in Münster gewohnt, habe eine Zeit in Dortmund gearbeitet. Ich falle da immer rein. Also ich bin sowieso jemand, wenn ich 3 Wochen in Nordfriesland bin, dann fange ich an Friesisch zu reden. Aber so das mit dat und so, das kann also ich auch. Bei uns in Niedersachsen sagt man zum Beispiel, also da klingt Kirche wie Küche. So. Ah, ja. Küche. Aber das mache ich, glaube ich, nicht. Kirche. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Nee, aber das macht ja Persönlichkeit aus. Also allein das Glück auf. Also normalerweise sagst du ja immer. Ja, Glück auf, genau. Immer eine lustige Umschreibung. Wir haben uns gar nicht mit lustigen Umschreibungen vorgestellt. Ne? Nee. Wir haben uns, ja, deswegen bin ich auch so unruhig, weil wir unser Konzept verlassen haben. Jetzt, vor Stunden. Wir sollten jetzt vielleicht einfach, der Nikolas scrollt immer verzweifelt auf seinem iPad hier durch dieses Konzept, was er geschrieben hat. Was vollkommen abwirbelt. Ich finde, wir sind da voll drin. Ja, wir werden einfach so weitermachen. Wir perfekt, haben nur ein bisschen auch nur ein Gag. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Das möchte ich noch mal sagen. Kinder, wir haben noch keine Zeit. Alexa, mach mal eine Story. Okay. Das ist natürlich für mich jetzt ein besonderer Moment, dass eine Story der Woche kommt, weil normalerweise habe ich euch immer auf dem Kopfhörer und sitze im Auto oder wo auch immer und will gleich kommentieren und will sagen, stimmt nicht. In meinem Kopf ist jetzt auch dieser Jingle. Genau, den muss man sich jetzt denken. So, oder wir können ihn auch einspielen. Können wir machen. Genau, und ihr wisst gar nicht, was kommt. Das könnte jetzt ganz jetzt seht ihr das erstmal, dass ich mir über die Fußnägel schneide, während Alexa. Nein, du gehst doch mal raus. Ach komm. Ja, bist du mal fertig, bist du mit deiner Aufzeichnung. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir begeben uns in der Story der Woche in das Jahr 1955 und in die USA. Und das war eine durchaus spannende Zeit auf vielen Ebenen. Der Kalte Krieg deutete sich mehr als an. Und auch so waren die Zeiten natürlich noch durch das Erlebnis des Zweiten Weltkrieges geprägt. Und in diesem Jahr 1955 hält ein General in West Point, also vor den Kadetten einer unglaublich ehrwürdigen und alteingesessenen Militärakademie, eine Rede und stellt fest innerhalb dieser Rede, dass der nächste Krieg, in dem die USA und natürlich die ganze Welt dann dementsprechend beteiligt sein würden, ein interplanetarer sein würde. Schön. Und dass sich die Nationen der Erde gefälligst darauf vorbereiten müssen und so natürlich auch die Kadetten von West Point, einen solchen Krieg auszufechten und sich auch entsprechend zu rüsten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, hat das tatsächlich stattgefunden oder nicht? Oh, schön. Ja, schön. Ich habe ja das. Oh, Entschuldigung. Das passt sehr schön, nachdem ihr jetzt eure Arbeitsprobe quasi abgeliefert habt. Wir haben ja gleich auch noch ein wissenschaftliches Thema mitgebracht, genau. Und das passt eben unglaublich gut. Das ist also reiner Zufall natürlich. Also, das haben wir natürlich überhaupt gar nicht geplant. Ah, okay. Sehr schön, ja. Dazu passt übrigens, ich bin im Moment im absoluten Apollo-Fieber. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich gekommen, dass ich da so... Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das das Space Shuttle war, irgendwie, was du mal aus Lego gebaut hast. Was heißt denn Apollo? Apollo-Mission? Die Apollo-Mission. Ja. Oh, ja, ich bin ja gerade irgendwie völlig geflasht gerade von den Apollo-Missionen. Guck mir irgendwelche alten Dokus gerade an. Und 55, ich meine, da war ja Werner von Braun schon drüben mit der Operation Paperclip. Und hat ja die großen Space-Stories ja verbreitet. Mhm.
Naja, und auch in der Popkultur und so weiter, da ging das natürlich alles fröhlich weiter. Mitte der 50er Jahre hat man ja echt genau nochmal drauf. Wobei, ehrlich gesagt, also ich jetzt bin ich natürlich schon dabei, eine Tendenz abzugeben, was deine Story der Woche betrifft. Was mich wundern würde, also 55, wenn man dann so auf die letzten 50 Jahre zurückblickt, sieht man zwei Weltkriege. Mhm. 55 war man noch nicht so richtig im Weltall. Auch wenn man Ambitionen hatte, aber dann ist es natürlich schon wirklich, also erstens sehr optimistisch in die Zukunft zu gucken und zu sagen, es wird so, kein Weltkrieg mehr kommen. Kalter Krieg, wie du gleich gerade auch schon sagtest. Ja. Man sollte meinen, man konzentriert sich erstmal auf die Erde. Auf die eigenen Kriege. Die man, ja, wer weiß. Auf die man sich auch vorbereitet. Auf der anderen Seite war das Thema natürlich total präsent. Also ich meine, Roswell und die ganze Geschichte war 47. Insofern war das natürlich auf dem Schirm. Der UFO-Glaube. Der UFO-Glaube, die ganzen UFO-Sichtungen, die ganzen merkwürdigen. Wenn man sich aus der Zeit auch mal die ganzen geilen Sachen anguckt, die so technisch mit Radioaktivität dann auch alle so angefangen haben. So, weiß ich nicht, vom Auto, von der Küchenmaschine, die irgendwie mit Brennstäben angetrieben wurde. Das ist ja immer gerade nach den Weltkriegen oder während der Weltkriege, das ist ja auch immer ein unheimlicher Innovationsmotor. Da hat man ja auch diese ungeheure Technikgläubigkeit gehabt, was alles möglich ist. Ich meine, gerade in diesem Sog ist dann ja auch die Mondlandung, wie du schon sagtest, Werner von Braun, der hat ja gleich weitergeforscht. Was er da militärisch gemacht hat, hat er dann halt weitergemacht und die Amerikaner zum Mond gebracht. Ja. Wenn man denn daran glauben mag. Ja, jetzt erklärt aber mir doch mal, ihr beide, warum seid ihr überhaupt in Hamburg und warum haben wir überhaupt die Gelegenheit, hier im Huxeler HQ gemeinsam diese Sendung aufzunehmen? Um euch zu treffen. Aber wir haben natürlich auch ein Alibi gefunden. Sehr gute Antwort. Wir sind tatsächlich in Hamburg, weil wir zum ersten Mal in unserem Leben zum Kongress wollten. Wir wollten zum 31C3. Unter anderem, weil wir einen Vortrag halten quasi, also über die Forschung, die wir gemeinsam machen. Gut, einer muss sprechen, also halte ich den. Ja. Also du redest, also Nikolas redet über die Forschung von Reinhard. Genau, ja, genau. Nein, also ich habe in gewisser Weise so einen Ehrenkodex, wenn ich zu irgendeiner Konferenz fahre oder zu einem Kongress, dann schlage ich zumindest auch einen Vortrag vor und der wurde angenommen, also rede ich über Quantencomputer. Wir haben Material, mit dem wir arbeiten. Diamanten sind als Material, der Kristalldiamant ist sehr interessant für Quantencomputer und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Und da halte ich einen Vortrag. Deswegen sind wir ursprünglich in Hamburg. Ich bin nur zum Spaß hier. Genau, der Spaß ist dann, wir nehmen noch eine methodisch inkorrekt Folge auf, und zwar vor Publikum auf dem Kongress. Das ist für uns ein ganz interessantes Experiment, weil wir mal ausprobieren wollen, ob das funktioniert vor Publikum. Das war so ein bisschen Hobby. Also muss man, also neben dem Podcast haben wir früher schon relativ viel so Vorlesungen für Kinder gemacht und so. Und wir stehen immer noch unglaublich gerne, also ich stehe auf jeden Fall immer noch unglaublich gerne auf einer Bühne und jag irgendwas in die Luft und der Nikolas denke ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich muss gerade nur noch eine Geschichte erzählen. Ich war, als ich noch jünger war, da hatte ich eine Band und wir sind haben halt verzweifelt versucht, die Band gibt's immer noch, die ist aber immer noch so unerfolgreich wie damals. Wir haben halt verzweifelt versucht, Konzerte zu spielen und in irgendwelchen Clubs aufzutreten. Das Lustige ist, dass ich jetzt halt 20 Jahre später in den gleichen Clubs Science Slams mache und jetzt ist die Bude voll. Das heißt, mit meinem Rock'n'Roll war ich nie wirklich so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber die Wissenschaft zieht so viele Leute in diese in diese Clubs, in diese Spelunken. Und das ist echt irre. Das ist schön, also und deswegen machen wir sowas auch ganz gerne, dass wir auf Bühnen stehen und jetzt auf dem Kongress machen wir halt eine methodisch inkorrekt Folge. Aber die ist ein bisschen an die Live-Situation angepasst. Etwas weniger Paper, wo wir einfach nur reden und erklären und dafür mehr Experimente, die wir dann wiederum aber auch erklären. Also ja, wir schauen mal, ob das funktioniert. Das wird toll. Und eine Intro gibt's auch. Intro gibt's auch, aber vor Publikum und ich habe da echt Angst vor. Heute war schon sehr ungewöhnlich mit euch, weil das ist irgendwie so, das ist so unser privates Ding, hatte ich immer so das Gefühl. Und jetzt bei euch ist schon so die Latte ein Stück weiter gelegt und dann vor Publikum wird wirklich extrem. Ja, morgen werden Hunderte zuschauen. Tausende. Ja, Tausende, genau. Das wird schlimm, ja. Naja, genau. Das wird toll. Deswegen sind wir in Hamburg. Ja. Und dann haben wir gesagt, da machen wir doch gleich
gemeinsam eine Sendung, wobei wir jetzt natürlich verraten haben, dass die Sendung nicht... Stimmt, oh ja. Ganze Konzept im Arsch. Weil eigentlich ist die Idee, dass ihr diese Sendung Silvester hören könnt und quasi mit Methodisch Inkorrekt und uns von Huxler ins neue Jahr feiern könnt. Stimmt, ja. Das war die ursprüngliche Idee. Für eine sehr lange Party. Für eine sehr lange Party. Also die Sendung wird kein Ende haben. Und wir werden über die Social Media Kanäle hoffentlich vorher dann mitteilen, wann man die Folge am besten startet, damit man gemeinsam mit uns auf das neue Jahr anstoßen kann. Das ist total abgefahren. Schade, dass ich das jetzt ruiniert habe. Das hätten wir alles machen können. Ja. Aber wir können auch nicht lügen. Wir können natürlich auch nicht lügen. Also von daher mussten wir jetzt dieses Konzept auffliegen lassen. Genau, die Wissenschaft ist ja ehrlich. Aber dennoch, da es eine Silvestersendung ist, bietet es sich natürlich in gewisser Weise an, einen Jahresrückblick zu machen. Das ist zumindest das, was ich immer gerne mache. Ja. Silvester, ich bin nicht ein Freund der ganz großen Partys und Besäufnisse, sondern ich gehe in mich. Ich mache das immer, wenn ich total besoffen bin. Ja. Aber das, wir können das auch jetzt machen. Ist das vorteilhaft für so einen Rückblick? Oder also ich glaube, es gibt Menschentypen, die fallen dann in eine große Depression und sagen, war man alles sieht scheiße. Dinge ein bisschen anders. Ne? So, man kommt immer aufs Jahr an, auf das du zurückblickst. Also entweder wirst du größenwahnsinnig oder. Ach, ich bin immer ergriffen. Ich bin von mir selber ergriffen. Okay, dann. Okay, dann erzähl mir doch mal, warum das letzte Jahr so ergreifend für euch als Menschen, aber vor allem natürlich als im Blick auf Huxilla war. Weil wir Methodisch Inkorrekt kennengelernt haben. Ja. Gut, vielen Dank für diese Sendung. Mehr geht nicht. Das ja, aber das ist wie jedes Jahr für uns, glaube ich, immer die Begegnung mit Menschen ist immer das Besondere. Und Leute zu finden, die verwandte Geister sind, das ist immer sehr, 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 sehr toll. Und die Aussage tatsächlich, kann ich an der Stelle mal sagen, das hast du mir mal irgendwann getextet, dass wir euch inspiriert hätten ein Stück weit. Das ist auch schon, mehr geht kaum noch. Ja. Also wenn Leute was Tolles machen, weil sie sagen, du hast auch mal irgendwas gemacht, was ich toll fand. Und dass es auch Menschen sind, die man vorher schon bewundert hat. Ja. Ist das natürlich. Dann ist das schon mal toll. Ja. Das geht uns beim Podcasten auch so. Du kriegst ab und zu mal von jungen Leuten so eine Rückmeldung. Naturwissenschaften klingt spannend. Ich mache jetzt doch das Abi hatten wir mal und einmal schrieb auch einer, dass er, ich weiß nicht, Elektrotechnik jetzt studiert und so. Und man hatte so das Gefühl, das hängt oder uns wurde das Gefühl vermittelt, es hängt mit dem Podcast zusammen. Und das ist natürlich schon eine Nummer. Die entschädigt für viel Arbeit, aber auch für negative Kritik, wenn man das denn mal kriegt. Denn wenn man irgendwie einem irgendwie so einen Weg gewiesen hat, ob es dann funktioniert für den oder nicht, ist ja mal eine ganz andere Geschichte. Aber für uns ist halt die Naturwissenschaft wirklich ein ganz wundervoller Job, ein wundervoller Beruf. Und wenn man da auf den Weg irgendwie noch Leute inspirieren kann dazu, das finde ich ganz toll. Ich fand das toll, als uns Leute sowas geschrieben haben wie, ja, ihr, weiß nicht, versüßt mir den Weg zur Arbeit oder so, oder es ist halt sonst unglaublich langweilig mit der Bahn zu fahren. Und ein Kommentar, den uns mal jemand geschickt hat, beziehungsweise eine Mail, der gesagt hat, ja, ich bin ungern unter Menschen, aber mit euren Stimmen im Ohr halte ich das dann doch aus, auf lange Dienstreisen zu gehen, was ich sonst nicht schaffen würde oder so. Das ist dann halt echt schon toll. Ja, also, weil man persönlich Menschen bewegt irgendwie. Ja. Und also ich habe ja dich kürzlich hier in Hamburg getroffen, Reinhard, auf dem Science Slam. Da habe ich mir Reinhard auf dem Science Slam angeguckt. Und was ich total toll fand, war ja die Tatsache, dass mich hat da keine Sau erkannt, also von abgesehen von den Hamburger Skeptikern, die ich eh kenne. Und das war dann ganz amüsant zu sehen, aber wie dich dann natürlich, weil du auf der Bühne auch vorgestellt worden bist und in der letzten Folie in dem Podcast hast, wie sich dann so um Reinhard so zwei, drei Leute dann auch sammelten und dann ihn auf dem Podcast ansprachen. Ja, das war schon sehr lustig. Das ist schon, finde ich, immer großartig. Ja, ist doch toll, oder? Also wenn man da Menschen bewegt, die dann wirklich kommen und sagen, Mensch, und ich höre da jede Folge und finde das total super. Ja, also das, und deswegen, also ich habe da gerade so ein bisschen drüber gebügelt, scherzhaft, aber ich mache das durchaus, dass ich immer auf das Jahr zurückblicke, weil unser Leben, ich schaue meine wunderbare Ehefrau an, inzwischen einfach so termingetrieben ist und so eng getaktet ist durch die ganzen Projekte, die wir haben, dass uns manchmal die Zeit fehlt, darüber zu sinnieren, was so alles Tolles passiert ist. Mhm. Und dann gerade so diese Jahresendpause gibt einem die Gelegenheit, dann auch mal zurückzublicken und nicht aus dem Auge zu verlieren, wie viel tolle Sachen dabei sind. Also ein Beispiel, und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir
dass wir berühmt werden wollen oder andere Dinge. Aber eine Sache, die toll ist, ist die Möglichkeit, jetzt ein kleines Internet-TV-Magazin machen zu können und sich da wieder auszuprobieren. Und es gibt so, gab in der Vergangenheit Abende, wir haben jetzt 10 Folgen sind ausgestrahlt, 2 Folgen sind im Moment auf Halde produziert für nächstes Jahr. Da gab es Momente, wo wir abends um 12:30 nachts an dem Tag, wo wir ins Studio gehen mussten, einfach noch da saßen und noch Beiträge geschnitten haben. Man muss auch dazu sagen, dass der Arbeitsaufwand ungleich höher ist. Mhm. Also wir haben ja nie irgendwie ein Skript irgendwie für die Podcast-Folgen. Wir haben natürlich das Thema, jeder hat so seine Sachen gelesen und dann setzen wir uns da hin und reden irgendwie drauf los. Das kannst du natürlich da nicht machen. Also allein sowas wie Beiträge suchen und die schneiden und sich wirklich eine Moderation überlegen, die man dann auch stringent durchhält am besten. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht gewohnt ist, das ist echt krass. Könnt ihr mir mal in aller Kürze sagen, wie so eine Sendung entsteht? Also ihr seid die Väter und Mütter der Sendungsidee vermutlich, also ja, das Thema. Immer. Genau. Schreibt ihr Skripte, ja, diese genau. Einspieler? Machen wir eigentlich alles im Prinzip selber. Was wir hinterher nicht mehr machen müssen, ist das Schneiden und Produzieren. Das findet da vor Ort statt, im Studio. Aber ansonsten so die Skripterarbeitung und alles drumherum, die Recherche, das ist hier. Also das Ding ist eigentlich, im Idealfall ist die Sendung live on tape. Ja. Das heißt, dass da gar nicht viel geschnitten wird, sondern alles, was es an Einspielern, an Einblendungen, an Grafiken, an anderen Dingen gibt, haben wir vorgearbeitet. Es gibt ein Skript, wo genau drin steht, an welcher Stelle die Regie was einzuspielen hat. Und typischerweise schaffen wir das auch, eine Sendung dann als One-Take durchzunehmen. Inzwischen. Mhm. Aber das Problem dabei ist natürlich, dass du jeden Einspieler vorher auch dann geschnitten haben musst, die Bilder haben musst, musst die Quellen reinbasteln. Und das führt manchmal dazu, dass man wirklich, also typischerweise zeichnen wir da immer 2 Sendungen am Samstag auf, weil das einfach effizienter ist. Einmal im Monat, dass wir mitunter an dem Freitag vorher bis 1-2 Uhr nachts eben noch die letzten Sachen schneiden. Und da kommt so ein bisschen Verzweiflung auf und man verflucht das eigentlich und vergisst eigentlich, wie geil das eigentlich ist, dass man das machen darf. Also das ist völlig verrückt und das ist so eine der Sachen, wo wir dann am Ende des Jahres mal innehalten und sagen, wir haben eine eigene Fernsehsendung. Und die auch noch erfolgreich, ne? Wenn ich da so ein bisschen, wir hatten uns kurz unterhalten über die Zahlen. Ich weiß nicht, wenn ihr, hattet ihr Erwartungen an den Erfolg überhaupt oder wie gar das über funktioniert? Also das Schöne war an der Stelle, dass der Holger Kreimeier von Massengeschmack, also von dem Portal, wo wir laufen, an uns herangetreten ist, hat gesagt, wollt ihr das machen, könnt ihr euch das vorstellen? Wir machen das erstmal ein halbes Jahr und hat dann eine Summe X genannt, die wir pro Folge bekommen, unabhängig davon, ob wir viele oder wenige Abonnenten haben. Aber er fand das Konzept so spannend, hat gesagt, das ist was ganz Eigenes. Das hat eigentlich keiner in der Form. Und das könnte ich mir gut bei uns vorstellen im Portal. Und insofern hatten wir überhaupt keinen Erwartungsdruck. Mhm. Der Gegenwind, den wir bekommen haben, hat uns dann doch auch überrascht. Der was? Gegenwind? Der Gegenwind. Also aus der Community. Dass da viele Leute gesagt haben, warum sollte ich das jetzt abonnieren, wenn ich doch 170 Folgen des Podcasts habe? Das kam also mehr als einmal so als Kritik. Warum soll ich euch jetzt da Geld geben? Aber die Kritik bezog sich immer auf dieses Finanzierungsmodell. Also dass ihr. Das ist kostenpflichtig letztendlich. Ja, das und das ist eigentlich viele in der Podcast-Szene als redundant betrachten. So nach dem Motto, es gibt auch schon einen Podcast, warum jetzt auch noch irgendwie Fernsehsendung? Ja. Braucht kein Mensch. Na, seid ihr gestartet mit einer Vision, die also klar, für euch klar definiert hat, dass das ergänzend ist zum Podcast? Oder Nee, eigentlich eher, es war Experimentierfreude. Es war eigentlich so die Lust drauf, mal ein anderes Medium auszuprobieren. Und eher die Gewissheit, neuen Leuten uns zugänglich zu machen, weil die Leute, die Internet, TV oder auch YouTube als Medium nutzen, das war mir relativ klar, dass das überhaupt nicht die Zielgruppe von Menschen ist, die wir erreichen mit dem Podcast, weil das ist was anderes an vielen Stellen. Und genauso war das auch. Also Huxilla TV hat, glaube ich, also wir haben ein paar, sagen wir mal, liebgewonnene Hardcore-Fans, die uns so toll finden, dass sie dann das auch gleich abonniert haben, wobei wir ja sehr dankbar sind. Die melden das dann auch zurück und die kritisieren dann auch nicht öffentlich in langen Mails, die sehr, sehr konstruktiv sind. Das gibt's natürlich auch und das ist dann auch schön, weil das, ich sag mal, sind so Wegbegleiter von uns, die das alles mitverfolgen.
Aber umgedreht war es viel mehr, sondern es gab ganz viele E-Mails von Leuten, die plötzlich gesagt haben, oh, ich habe euch hier bei Massengeschmack gesehen, dann bin ich mal auf eure Seite gegangen und jetzt bin ich folgen, das ist ja super geil, was ihr macht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also Menschen, die sich wissenschaftlich kritisch mit der Welt auseinandersetzen. Naja, das ist total spannend. Und das war, wenn überhaupt, die Erwartung, die wir hatten. Aber wie Alexa schon sagt, eigentlich haben wir gedacht, cool, wir haben überhaupt kein Risiko und können jetzt auch noch Video ausprobieren. Und da gibt es Leute, die machen Kamera, da gibt es Leute, die machen Regie, da gibt es Leute, die machen den Schnitt. Und wir müssen einfach den Inhalt liefern. Und das war sicherlich eine der allerersten Fragen, die ich gestellt habe. Und die wurde mir auch befriedigend beantwortet. Wir sind inhaltlich völlig frei. Mhm. Also es ist schon so natürlich, dass wir mit unserem Studiochef abstimmen, dass er sagt, Mensch, was haltet ihr von dem Thema? Mhm. Könnt ihr euch das vorstellen? Das fände ich spannend. Da stimmt man sich schon ab. Aber wenn wir an der Stelle sagen, nee, das eignet sich nicht für Huxilla, dann ist das auch gut. Also da gibt's keinen, der mir reinredet. Und das war mir oder ist mir nach wie vor das Allerwichtigste, dass wir inhaltlich völlig frei sind. Dass man gewisse Einschränkungen hat, ist völlig klar. Ich würde natürlich am liebsten selber Computeranimationen produzieren, würde ein Kamerateam nehmen, euch mal besuchen, kommen, angucken, wie man künstlich Diamanten herstellt und so. Das wäre natürlich super toll, aber das gibt das Budget halt nicht her. Das geht halt nicht. Aber insofern sind wir da sehr, 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 sehr mit zufrieden. Das Studio ist zufrieden. Wir haben viele neue, tolle Leute darüber wieder kennengelernt. Mhm. Das ganze Studioteam, das sind super nette Leute, ganz kreative Menschen. Und also das war für uns einfach ein Benefit, aber es ist halt einfach auch wieder saumäßig viel mehr Arbeit, als wir vorher hatten, denn jetzt typischerweise produzieren wir 4 Audiofolgen und 2 Videofolgen im Monat. Das sind halt einfach 2 Videofolgen, die deutlich aufwendiger sind, mehr als vorher. Und dann verrennt man sich manchmal in Arbeit, ist genervt und verliert so das die Freude über das, was passiert. Wobei das vermutlich auch am Anfang wieder so ist. Ich meine, Hoaxilla als Podcast hat sich ja in gewisser Weise eingeschliffen wahrscheinlich bei euch. Wir machen ja auch die Produktion unserer Folgen ist auch geringer vom Aufwand. Am Anfang überplanst du viele Dinge halt auch und vieles verselbstständigt sich ja auch. Ich denke, die Arbeitsabläufe werden sich auch da wieder ein bisschen einschleifen, vermutlich, oder könnte ich mir vorstellen. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, und das glaube ich gerade rausgehört zu haben, liegt da auch ein bisschen der Reiz, nochmal so diesen sicheren Hafen, was ihr könnt und seit 100x Folgen abliefert, nochmal zu verlassen und dann wirklich was völlig Neues nochmal zu wagen und auch nochmal was, auch wenn ihr sagt, ihr hattet kein Risiko, was den Inhalt oder den Erfolg betrifft, persönlich investiert man ja dann doch nochmal. Man hält ja sein Gesicht hin und sagt, okay, das ist ja so die persönliche Ehre, dann will ich auch was Gutes abliefern. Also so eine Niederlage, die steckt man ja nicht so leicht weg. Nee, und wobei die erste Folge ja absolut grausam ist. Also wenn es an mir geht, die würde ich ja vom Netz nehmen. Ja. Aber das war klar, weil die einfach schlecht ist. Ja, warum? Weil ich nicht weiß, wo ich hingucke, weil wir völlig steif da auf so einem Sofa rumlungern. Das Bühnenbild ist scheiße. Es sieht einfach absolut wir waren inhaltlich nicht gut. Aus. Wir konnten mit dem Medium nicht umgehen. Aber irgendwie ist das auch witzig, wenn man sich hinterher steigert. Ja, ich muss auch sagen, also ich glaube auch, dass die Leute, die sich das angucken, das gut finden, wenn man sieht, dass sich sowas mit der Zeit entwickelt und halt größer oder anders wird. Weil ich denke, dass 90% der Leute, die ihr über dieses Hoaxilla TV erreicht, mit dem Begriff Podcast nichts anfangen können. Also tatsächlich, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, dass das andere Leute sind. Mhm. Weil dieses Forum Massengeschmack, beziehungsweise das ist ja irgendwann auch mal entstanden aus Fernsehkritik TV, das kannte ich vor Podcasts. Ja. Also ich fand das faszinierend, als ich gesehen habe, dass ihr da also auch eine eigene Sendung macht, weil ich habe Fernsehkritik TV vor, ich glaube, Jahren mal durch meinen Bruder kennengelernt, der mir das mal gezeigt hat. Und das kannte ich auch vor Podcasts eigentlich. Also ich denke, das ist eine andere Zielgruppe. Und das ist dann auch schön, wenn man, wie gesagt, sieht, wie sich sowas entwickelt, weil bei Fernsehkritik TV war das auch so, dass er das am Anfang ja irgendwie vor einem roten Vorhang so ganz, ganz klein gemacht hat und mittlerweile da sein eigenes kleines Studio zusammengebastelt hat. Das finde ich auch nett. Ich gucke das nicht mehr so häufig, wie ich es früher gemacht habe, weil ich mittlerweile Podcasts kennengelernt habe und das halt unterwegs auch konsumiere und weniger eigentlich vor einem Monitor sitze. Aber ich finde es halt gut, wenn man so verschiedene Verbreitungsrichtungen sich einfach mal anguckt. Das wird ja auch immer verkannt. Toll. Wir machen, also natürlich ist Alexa selbstständig inzwischen als Autorin und Journalistin und wir müssen halt einfach gucken, dass wir die Miete gezahlt kriegen und so, aber
was die Leute immer vergessen, und das schmerzt mich immer so ein bisschen dabei, ist, dass wir eigentlich eine Message haben, genau wie ihr. Wir wollen Wissenschaft fördern, wir wollen Wissenschaftskommunikation fördern, wir wollen zeigen, wie spannende Dinge sein können, wenn man genau hinguckt, wenn man sich mit Quellen beschäftigt. Und da ist Huxilla TV ein weiterer Kanal, um neue Menschen zu erreichen. Podcasting war das ideale Portal, um überhaupt erstmal sich selber auch auszuprobieren und zu gucken, kann man das überhaupt? Kann man regelmäßig Inhalte erarbeiten? Und die darstellen. Jetzt gibt es Huxilla TV und wir haben ja auch jetzt mit den Hoax-Files, mit unserem ersten eigenen Huxilla-Buch sozusagen genau auch wieder diesen Weg beschritten. Das ist nochmal ein anderes Medium. Mhm. Und das macht Spaß, wenn man den Podcast kennt, dann mag man das Buch vielleicht auch gerne lesen, aber man kann halt auch das Buch einfach lesen, ohne Podcast zu hören und ohne Huxilla TV zu gucken. Ja. Also das sind immer ganz unterschiedliche Zielgruppen, weil ich einfach Menschen erreichen möchte und dafür begeistern möchte, wie toll es sein kann, sich mit spannenden, gruseligen, verrückten, wie auch immer gearteten Themen auseinanderzusetzen, aber dann kritisch sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und da ist mir jedes Medium und jeder Kanal recht und gibt mir mehr Kanäle und ich versuche sie zu nutzen. Das ist so ein bisschen wie wir gerade am Anfang schon besprochen haben mit der Wissenschaftskommunikation, wenn diese Arroganz aus dem Elfenbeinturm sagt, ja, ihr könnt euch da jetzt nicht so locker über die Wissenschaft mit Science Slams sprechen oder so locker. Also aus der gleichen Argumentation könnte sie ja sagen, ihr seid doch Podcaster, warum macht ihr auf einmal jetzt noch ein Buch oder warum wollt ihr euch da selbst vermarkten? Man verbaut halt Möglichkeiten für die Botschaft, ne? Wenn man sich da aus irgendwelchen, warum auch die wo auch die Gründe herkommen sollten, wenn man sich die verbaut. Ja. Also find ich sehr schade. Ja, und man stärkt eigentlich, das ist auch immer noch ein Stück weit mein Gedanke, man stärkt das Medium Podcast eigentlich dadurch. Weil in letzter Konsequenz jeder, der da auf irgendeinem anderen Kanal auf uns aufmerksam wird, lernt dann auch den Podcast kennen, und das sind vielleicht auch wieder Leute, die das Medium gar nicht kennen. Ja. Und dann erwähnen wir andere Podcasts oder wir haben Querreferenzen, also jetzt dann gibt's mit euch diesen Crossover, und dann entdecken die plötzlich eine ganz neue mediale Welt, die sie vielleicht nicht kennen. Also insofern ist das gar nicht, dass man das Podcasting verwässert, sondern man öffnet es Leuten gegenüber, die das nicht kennen. Und ich habe in zwei Bürobetrieben gearbeitet mit jeweils inzwischen über 300 Mitarbeitern. Da kennt kaum jemand das Konzept eines Podcastes. Mhm. So, und das sind Menschen aller Altersgruppen, das sind auch 18-jährige Auszubildende, die auch das Konzept Podcasting nicht kennen, weil die einfach aus einem anderen Hintergrund kommen, weil das keine IT-Menschen sind, weil das keine Menschen sind, die im Netz leben. Und das zeigt mir einfach, dass Podcasting toll ist, aber man erreicht bei weitem nicht die gesamte Gesellschaft. Und man muss versuchen, die irgendwie ranzuführen, und dazu gehört es aber auch, andere Medien zu nutzen. Ist meine. Und du nimmst ja dem Podcast nichts weg. Ne? Nee. Dadurch hat er noch irgendwas anderes. Also dadurch, dass ihr jetzt ein Buch schreibt, klar, könnte ich verstehen, wenn Hardcore-Fans sagen, okay, aber nicht, dass dann Folgen ausfallen, weil ihr andere Projekte habt. Aber da achtet ihr ja extrem drauf, dass ihr eure ja, wir versuchen es. Mir ist aufgefallen, dass schon mal eine Sendung ausgefallen ist, aber im Rahmen der Möglichkeiten bleibt ja Huxilla, der Podcast, kostenfrei, und er kommt weiterhin regelmäßig, wo ich keinen Zweifel habe, dass das Leuten wichtig ist. Man muss dazu ja auch immer noch sagen, also ich finde, niemand sollte an der Stelle vergessen, dass wir das alle als Hobby machen. Ja. Dass wir machen das, weil wir Spaß daran haben, weil wir, wie gesagt, wie du gerade auch gesagt hast, eine Message haben, die wir verbreiten möchten. Wir machen das nicht in erster Linie, weil wir damit reich werden wollen oder so. Das kannst du eh nicht. Wenn mir jemand Geld schenken will, gerne. Aber es ist halt immer noch ein Hobby. Und wenn ich halt in meinem Leben irgendwas hab, was an der Stelle dann mal für 2-3 Wochen wichtiger ist, ist das halt wichtiger, ne? Ich finde, das müssen Leute dann auch verstehen. Natürlich versucht man, also wir versuchen das ja auch immer, unsere Podcasts alle 2 Wochen rauszubringen und legen da auch sehr, sehr großen Wert drauf, dass das halt so bleibt und so weiter. Aber weiß nicht, wenn Leute an irgendeiner Stelle anfangen zu meckern, kann man mit gutem Recht sagen, ja, dann mach du doch was. Genau. Mach doch was. Also wenn du denkst, da könnte man noch was besser machen oder anders machen, dann mach. Ich unterstütze dich gerne. Ich find's toll. Je mehr Leute das machen, desto besser. Ja, also den Einsatz muss ich unbedingt noch sagen, weil der Podcast als Format hat dringend nötig, verbreitet zu werden, genau. weil es ein tolles Format ist, aber noch viel zu wenig Leute anspricht. Wir haben Hörer, die uns, also eine höhere Anzahl, die uns
überrascht. Wir wären, wenn du uns halt vor anderthalb Jahren, als wir gestartet sind, gesagt hättest, wären wir froh gewesen. Aber ich bin mir sicher, du kannst hinten noch eine Null dranhängen. Also da sind locker zehnfache draußen, die das Thema interessieren würde. Ja, und ich werde nicht aufhören, bevor ich die erreicht habe, weil dieses enorme Potenzial ist da und ich will diese Leute erreichen. Ja. Also ich will einfach diese Themen verbreiten. Ich weiß noch, wie wir gefeiert haben, als wir das erste Mal 100 Hörer hatten. Also als wir gesehen haben, okay, unsere neue Folge wurde am ersten Tag 100 Mal runtergeladen, als wir dann gemerkt haben, so, das sind mehr Leute, als wir kennen, die Podcasts hören. Das sind Leute, die uns nicht persönlich kennen, die sich das anhören. Wahnsinn! Aber wie Nikolas schon sagte, bei allen Hörern, die man hat, ich glaube auch, dass da, also es ist immer noch, jetzt kommt das böse Wort in dieser Szene, Nische. Ja, wirklich, das ist einfach so. Er hat Jehova gesagt. Er hat Nische gesagt. Es ist halt so, ne? Also ich meine. Aber ist halt kein Makel, Nische als Makel, sondern es ist cool. Du findest für jeden Scheiß findest du einen Podcast, egal was dich interessiert. Wenn dich zum Beispiel, ich habe mal nach einem Podcast über Radfahren gesucht, weil ich viel im Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs war. Und da habe ich einen Podcast gefunden, der hatte zwar nur insgesamt, ich glaube, 5 Folgen oder so und war dann nach vorbei, aber jede Folge ging knapp 2 Stunden und da hat ein Typ quasi Audiotagebuch von seiner Fahrradtour durch Schottland gemacht. Und ich fand das großartig. Ja. Man findet wirklich für jeden kleinen Mist findet man irgendeinen Podcast, irgendwas Interessantes und dann natürlich auch größere Formate, die regelmäßig erscheinen und sich mit irgendwas beschäftigen. Und ich höre seitdem ich Podcasts kenne, jetzt nicht so unglaublich viel Podcasts. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die in ihrem Podcatcher 50, 60 Podcasts drin haben, sondern es sind dann nur irgendwie 10 oder 15 oder so. Aber die dann halt auch gerne. Da freue ich mich jedes Mal, wenn eine neue Folge draußen ist und ich weiß, juhu, ich habe was für die Bahnfahrt oder so. Aber das Problem ist, du bist halt jemand, der guckt nach Podcasts zu dem Thema. Wir oder die meisten Leute machen es halt anders. Die gucken vielleicht in der Bahnhofsbuchhandlung nach einer Zeitschrift dazu oder nach einem Buch, was ja alles völlig okay ist. Oder, und das haben wir ja auch schon heute schon angesprochen, die gucken bei YouTube, ob es dazu Videos gibt. Ja. Finde ich auch völlig okay. Aber auf die Idee zu kommen, dass es einen Podcast gibt, das machen die wenigsten. Ja. Und das allein ist schade. Und solange das Podcast ist. Solange das nicht passiert, müssen wir noch weitermachen und müsst ihr noch weiter Hoaxilla TV machen. Ja, und und andere Dinge. Und natürlich und andere Dinge. Ja, und ich mache ja auch eigentlich nur Sendungen, in denen es nicht um das Thema Podcasting geht. Also jetzt gerade ist ja eine Riesenausnahme, dass wir hier gerade über Podcasting reden. Ja. Das machen wir ja grundsätzlich nicht, sondern ich liebe ja dieses Medium auch, um über Themen zu sprechen, die Menschen wirklich alle interessieren. Also ich bin ja so arrogant zu sagen, dass eigentlich Huxilla die Themen, die wir da behandeln, eigentlich jeden interessieren. Also jeder findet also das Bermuda-Dreieck spannend. Nicht alle jeden, sondern genau. Für jeden ist da was dabei. Also das Bermuda-Dreieck finden die Leute spannend oder Nessie finden die Leute spannend und all das gibt's bei uns. Und das sind halt Themen aus der Mitte der Gesellschaft. Und ja, das glaube ich auch. Dieser kleinste gemeinsame Nenner, der ist bei euch vertreten. Ja, also wenn ich Podcast-Empfehlungen mache, dann ich habe sehr viel komisches Zeug in meinem Podcatcher, aber euch kann man eigentlich immer empfehlen, weil das da wird klar, wie das Konzept Podcast gemeint ist oder wie schön thematisch abgeschlossene Sendungen, die Woche für Woche kommen und die man mal, da findet man eine Folge mal mehr spannend, mal weniger. Man muss ja auch nicht jede hören. Ja, genau. Also, und genau das so ist es, ja. Auch bei Hörertreffen, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht alle Folgen. Ja, was? Ja, dann raus. Dann sehr schön fand ich, habe bei einem Science-Man mal jemanden getroffen, den ich vorher bei einem Hörertreffen bei einem Hörertreffen in Essen, wo der Herr Pritlaff zu einem Hörertreffen geladen hatte, relativ spontan, war relativ klein, auch ein paar Leute. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ja, ich mache auch einen Podcast zusammen mit einem Arbeitskollegen, heißt Methodisch Inkorrekt und so weiter und so weiter. Und ein paar Wochen später habe ich dann jemanden bei einem Science-Slam getroffen, der auch bei diesem Hörertreffen war, der meinte, ich habe in den Podcast mal reingehört. Und ich so, ah, okay, cool, danke. Welche Folge denn? Ja, alle! Wie alle? Ja, alle. Und da hatten wir irgendwie so 20 Folgen draußen. Die ja nicht kurz sind bei euch. Da habe ich mir so, mein Gott, oh mein Gott, der hat sich alle Folgen angehört. Ja, wir haben auch immer so die Tendenz zu sagen, irgendwie herzliches Beileid, wenn einer sagt, ich habe innerhalb von 3 Wochen irgendwie alle Folgen nachgehört oder so. Das ist
ja. Also zum Beispiel, als wir so 100 Folgen hatten, hat uns mal eine junge Dame berichtet, dass sie in ihrem Urlaub, in ihrem Zelturlaub, alle Folgen zu dem da habe ich gesagt, cool. Du hast doch Urlaub. Warum tust du das? Aber gut, das ist erstmal schön sowas. Unterhaltsam, ja. Ihr hört eure eigenen Folgen wahrscheinlich auch nicht, ne? Also ihr nehmt auf. Du hörst schon mal, also gut, nicht ein bisschen mehr. Also ich muss das ein bisschen durch die Nachproduktion natürlich hören, aber eigentlich wir schneiden ja fast gar nicht. Ja, wir auch. Insofern weniger. Wo ich das mache, sind neue Formate. Also ich habe ja dieses Jahr wieder zwei neue Formate geschaltet. Glaubenssache, genau. Religion, großes Thema für mich. Also nicht Religion für mich als Atheisten und da jetzt mit jemandem zu reden, der tief religiös ist, im Glaubenssache-Podcast, finde ich total spannend. Und da erreichen wir übrigens ganz viele Leute aus dem Umkreis meines Pendants in der Sendung von Eduard Habsburg, die überhaupt keine Ahnung hatten, was ein Podcast ist und sich das jetzt anhören und darüber jetzt das Medium wieder kennenlernen. Also die natürlich mich beschimpfen dafür, dass ich gottlos bin. Aber gut, das ist natürlich das Risiko, was ich da eingehe. Heide. aber das ist spannend. Und den Firefly Cast, das ist so eine zweite Sendung, so ein absolutes Nerd-Ding. Da rede ich über eine Fernsehsendung, das muss man sich nicht anhören. Aber da höre ich auch die Folgen nochmal. Ich habe schon reingehört. Ja, dafür habe ich im Glaubenssache reingehört. Firefly ist nämlich tatsächlich eine meiner Lieblings- ist die Gelegenheit für mich, aufs Klo zu gehen. Eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Serien. Ich finde es unglaublich tragisch, dass also die Geschichte dazu, wie diese Sendung gescheitert ist, sie wurde ja irgendwie in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt so. Und dabei ist sie echt gut, also wirklich gut. Ich mag die ist ja so eine Mischung aus Science-Fiction, Western und sonst noch was. Ich bin nicht so ein großer Western-Fan. Ich wurde von meinen Eltern beziehungsweise hauptsächlich von meinem Vater früher immer dazu genötigt, mir sämtliche Winnie-Two-Teile anzugucken. Eher so mittel. Aber ich finde diese Serie großartig. Und ich finde es auch schön, dass es noch so einen abschließenden Film dann später noch dazu gab, um halt die Serie, die ja mittendrin aufgehört hat und abgesetzt wurde nach der ersten Staffel, um der dann noch so ein Ende zu geben zumindest. Also um mal die Fragen zu klären. Finde ich sehr schön. Es gibt noch drei etwas dickere Comics, die auch von Joss Whedon geschrieben sind, die auch nochmal drei Geschichten weiterspinnen. Okay, Amazon Wishlist. Ich habe die gerade, wo du das sagst, Amazon Wishlist, ich habe die nämlich selber gerade geschenkt bekommen. Oh. Ich kann hier die sogar, weil ich die gerade lese natürlich für den Podcast, weil wir neben den Fernsehsendungen auch noch die Comics. Ist ja cool. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja. Wann spielen die? Spielen die davor? Nach der Serie. Nach der Serie, also auch nach dem Film? Zwischen Serie und Film würde ich die einordnen. Ah, ja. Cool. Wir sind jetzt schon bei Comics angekommen. Bei Comics, da bin ich auch noch draußen. Ja, genau. Ja. Aber das sind halt auch so schöne Dinge und das finde ich ganz spannend, da jetzt bei so einem Podcast mitzumachen. Ich habe das schon mal erzählt, so früher im Sportunterricht war ich immer der als letzter auf der Bank noch gesessen hat und dann, Alexander, dann geh ins Tor. So, und jetzt bei... Ich habe auch immer im Tor gestanden. Und ich hatte eine 2 in Sport, muss ich dazu sagen. Mein Bruder, der deutlich sportlicher aussah zu der Zeit noch als ich, hatte immer nur eine 3 oder eine 4, worauf ich ein bisschen stolz bin. Das hat er meinem Sport, also unserem gemeinsamen Sportlehrer, auch beim Abitur dann vorgeworfen. Dazu sagte der Sportlehrer zu meinem Bruder, der Reinhard hat wenigstens geschwitzt beim Sport. Ja, ich habe mich angestrengt. So. Mein Gott. Ja, und beim Podcasting habe ich jetzt den Luxus, mich, also wenn ich dann sage, darf ich mitspielen, dass die dann sagen, ja, spiel mit. Und das ist halt auch total super Luxus, da mitmachen zu können, weil das auch zwei ganz nette Typen sind, mit denen ich den Firefly-Cast mache. Insofern Luxus pur eigentlich, unser Leben. Aha. Ja gut, aber das gelingt ja wahrscheinlich auch nur, also das muss man auch sehen wollen quasi. Ne? Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, man muss zurückgucken können und muss halt sehen, da war viel Arbeit, aber da sind halt auch diese Erfolgssteine, die man erreicht hat. Ich also gerade bei euren Buchprojekten, das ist halt so Hoaxilla TV, am Ende des Jahres guckst du zurück und sagst, okay, das ist viel Arbeit, aber da sind halt auch 10 Episoden entstanden oder so. Und da ist, so ein Buch ist halt erstmal unglaublich viel Arbeit vorher und währenddessen. Ich habe ja auch ein bisschen mitverfolgen können, wie stressig ihr dann am Ende für euch noch war oder zumindest wirkte es so. Und am Ende ist dann in Anführungsstrichen nur ein Buch draußen. Ne? Mhm. Wer sich mit sowas noch nie beschäftigt hat, der guckt sich halt so ein Buch an und sagt, setze ich mich mal 2 Wochen hin und schreibt da so runter. Ja.
Ich glaube, da ist es psychologisch extrem wichtig, dass man zurückblickt auf das Jahr und sagt, da ist uns was gelungen. Also da haben wir was Bleibendes geschaffen. Daran arbeiten wir noch. Ja, ja, das ist noch zu frisch irgendwie. Ja, Alexa hat ja also zwei Veröffentlichungen dieses Jahr sogar rausgehauen. Und das alles in kurzer Reihenfolge. Und das Schlimme ist ja, dass die Arbeiten ja ständig weitergehen. Also wir haben ja nächstes Jahr kommt ja dieses neue Schwabenland-Buch, an dem wir schon wieder arbeiten. Wir haben jetzt konzeptionell die nächsten Hoax-Files-Teile, eigentlich haben wir die nächsten beiden Hoax-Files-Teile konzeptionell schon durchgeplant. Das hört ja nicht auf. Und mich freut das total, wenn Leute auf Twitter das Foto von dem Buch irgendwie twittern und sagen, jetzt habe ich das, hurra, und ich lese mir das jetzt unter dem Weihnachtsbaum durch. Aber in dem Moment, wie du schon sagst, ist das eigentlich so weit weg schon wieder, weil du einfach so viele andere Sachen vor der Brust hast und da muss man wirklich Stopp machen und muss sagen, nee, genießen nochmal gerade ganz kurz. Ich kenne das so sehr, weil der akademische Betrieb ist so ein bisschen so, ne? Du schreibst eine Doktorarbeit und solltest dann nach eigentlich innehalten und sagen, geil, da habe ich was geschafft. Ne? Das interessiert dann aber schon keinen mehr. Also mit denen du zu tun hast, die haben eh alle einen Doktortitel. Das heißt, der Titel an sich hat keine Bedeutung. Für mich persönlich auch nicht besonders. Das sagt halt, ich habe irgendeine Arbeit geschrieben, die mich qualifiziert. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich den Titel vor mir hertragen würde. Du steckst dann aber auch schon wieder in den nächsten Arbeiten oder Problemen, denn wo kommt dann das Geld her? Das heißt, du musst Anträge schreiben. Das heißt, diese Arbeit, die du geschrieben hast, die zählt plötzlich überhaupt nichts mehr. Du wirst gefragt, wo sind ihre Publikationen? Wie viel Gelder haben sie der Uni gebracht mit Anträgen? Und selbst wenn du dann den Antrag erfolgreich hattest, dann wird nach dem nächsten gefragt. Dann hat es zwei erfolgreiche Anträge, die Geld gebracht haben. Dann wird gefragt, warum haben sie in der Zeit, in dem halben Jahr nicht publiziert? Und es ist immer dieses Rat Race, dass du hinterher hechelst hinter Leuten, die besser sind. Weil du wirst auch in jeder Kategorie immer jemanden haben, der mehr publiziert hat. Du wirst immer jemanden finden, der mehr Geld angeworben hat. Und das ist ein unheimlich schwieriger Prozess für mich, muss ich sagen, da diese Insel zu finden, wo ich stehen bleibe und sag, das ist jetzt völlig egal, dass noch mehr gegangen wäre vielleicht. Du musst jetzt einfach auch mal stolz sein und sagen, das hast du gut gemacht. Das ist ja gerade beim Schreiben und beim Publizieren von Büchern so, du kriegst ja, das geht Schriftstellern wahrscheinlich noch viel mehr so als uns, du kriegst in den seltensten Fällen irgendwie Feedback direkt von deinen Lesern, die dann sagen irgendwie, wow, finde ich fantastisch und so. Ich meine, wenn du einen großen Namen hast, dann passiert dir das wahrscheinlich noch eher, dass du Fanmail bekommst oder so. Aber normalerweise trittst du mit den Leuten nie so in Kontakt, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, ich krieg jetzt hier Lob von allen Seiten. Und da ist es eigentlich ganz schön, dass wir ein paar Lesungen gemacht haben, weil du dann wirklich den Leuten quasi am Gesicht ablesen kannst, ob das Ganze ankommt oder nicht. Da haben wir auch schon Lesungen erlebt, wo das nicht so der Fall war. Aber wenn du dann wieder danach eine hast, wo die Leute sich wirklich köstlich amüsieren und dann wieder Spaß dran haben, dann macht das so ein bisschen wieder diese ganze Arbeit wett, die man da hatte. Wobei das schon auch echt, also es ist so eine Lesung, die so richtig in die Winken geht, ja, wo du den Abend auch nicht gewuppt kriegst, das geht hier schon wirklich auf. Da hat man echt ein paar Tage dran zu knopfen. Also das ist wirklich, wir haben das jetzt schon auch gehabt, dass wir was vorgelesen haben und es gab null Reaktionen und dann gab es eine Reaktion und die Leute haben gesagt, ja, das ist scheiße. Ja. Genau. Und dann denkst du so, dann denkst warum du so, kommen so Leute zu einer Lesung? Aber ernsthaft. Weil die mehr erwarten, so great expectations. Oder weil da jemand gesagt hat, komm mal mit, das wird bestimmt total gut irgendwie. Und dann, Das finde ich sehr interessant, muss ich sagen, weil ich hatte heute ja schon mal darüber gesprochen, dass ich früher mal Musik gemacht habe. Wir haben auch mal so mehr schlecht als recht eine CD aufgenommen. Und der Plan war dann so, wir verkaufen die CD. Also wir produzieren die und dann so bei unseren Konzerten verkaufen wir die oder jeder nimmt so ein Kartönchen mit und verkauft die an die Freunde. Das konnte ich nie, aus verschiedenen Gründen. Also diese Musik war extrem etwas, was aus meinem Herzen kam. Also wir haben die Musik selber komponiert. Und ich konnte die nicht verkaufen. Mir war es sogar, ich wollte auch kein Urteil zu dieser Musik hören. Also ich wollte weder hören, dass die Leuten gefällt, noch dass sie denen nicht gefällt, weil ich wusste, warum ich sie so aufgenommen habe und warum ich sie so geschrieben habe. Und überhaupt mich, gut, ich habe mich auch auf Bühnen gestellt und diese Musik gespielt, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie schwer das für euch sein kann, eine Lesung zu geben, weil ihr habt euch so viel dabei gedacht, und dann will man auch das Buch irgendwo abstellen und sagen, kauft es, wenn euch das gefällt und mögt es, wenn ihr mögt. Aber
dass ihr das noch so verkaufen müsst und das stelle ich und dieser direkten Kritik ausgesetzt halt, finde ich wahnsinnig und schwierig, ich muss war, ich sagen. Wann war denn das? Im Oktober war das, glaube ich. Da war ich auf einer Krimi-Konferenz in Frankfurt, also wo wirklich Verleger, Lektoren, natürlich auch Autoren von Krimis zugegen waren und darüber philosophiert haben, wo die Szene herkommt und wo sie hingeht, so richtig schön. Und da gab es verschiedene Workshops, unter anderem auch zu Veranstaltungen und Lesungen. Und da kam durch, dass viele, viele, viele auch anerkannte und bekannte Krimi-Autoren wahnsinnig Angst haben vor Lesungen. Mhm. Also die müssen regelmäßig von ihrem Lektor und von ihrem Agenten irgendwie gecoacht werden. So nach dem Motto, trau dich, setz dich da mal ruhig hin und lies mal was. Irgendwie, das wird den Leuten schon gefallen, weil die sich einfach nicht trauen. Ich kann das gut nachvollziehen eigentlich. Also ich meine, wir sind ja auch alle, oder die wenigsten von uns sind ja auch wirklich geschult, vor Menschen zu reden. Mhm. Also ich hatte mal irgendwie, ich weiß nicht, kannst du als Psychologe bestätigen, einer der schlimmsten Ängste von Menschen ist doch irgendwie, vor anderen Leuten zu reden, oder? Also ich meine, das wäre sogar die Nummer eins Angst der Deutschen, irgendwo eine Rede zu halten. Ja, wobei da muss ich ja sagen, da können wir ja auch mal ein bisschen in die Historie zurückgehen. Ich habe da ja wenig Probleme tatsächlich mit. Also eins meiner Urtalente ist ja einfach zu labern. Wir haben das Glück, dass ich Lesungen, habe ich auch nochmal von dem Sebastian Bartoschek gelernt. Also du warst ja, Nikolas, auf einer Lesung auch im Ruhrgebiet von uns. In Herne. Und da muss ich ja sagen, dass Sebastian ist da einfach noch geiler, weil Sebastian ist der absolute Showmensch. Und der schafft es, weil du hast einen unglaublichen Bruch bei so einer Lesung. Egal wie klein der Raum ist, da gibt's irgendwie den Tisch, an dem du als Autor sitzt und die Leute sind so ein bisschen wie die Rehe im Scheinwerferlicht und eigentlich würdest du eigentlich mit jedem ein Bierchen trinken, ganz entspannt sein, die sitzen da und sagen, das sind die Künstler, ja. Und das bricht Sebastian sehr gut, aber also ich habe glücklicherweise wenig Angst vor Leuten zu sprechen, weil ich aber auch mit 16 Jahren angefangen habe als Alleinunterhalter über Hochzeiten und Kurhäuser zu tingeln und da bist du einfach auch so mit allein Keyboard und so. Ja, klar. Ich habe mich schon früh prostituiert, ja. Also deswegen bin ich auch so Schlagertextsicher. Oh Gott. Aber ist mir noch nicht aufgefallen. Ich kann sie alle. Gut, ich kann sie alle. Doch schon wieder spät geworden. Ja, genau. Ja. Aber wobei, ich bin da hart im Nehmen. Ich wurde von meinem Vater. Bei uns lief immer beim Frühstück morgens WDR 4 und stand unter Höchststrafe, den Radiosender zu verstellen. Insofern, dann kennst du sie auch alle. Ja, ich kenne die alle. Aber typischerweise ist das eine große Angst und es ist was ganz was anderes, wenn du wirklich etwas ablieferst, wo du wirklich unglaublich viel Gedanken und Energie reingesteckt hast und dann liegt das einfach so auf dem Tisch oder hängt in der Luft und alle können da jetzt draufhauen, wie sie wollen. Und da habe ich, zumindest was das Produzieren vor Leuten angeht, nicht so große Probleme mit. Aber die Reaktion, da habe ich schon auch Furcht vor. Und ich wirke ja immer sehr abgewichst und so sehr Kritik gleitet an mir ab. Aber das ist natürlich auch nicht so, sondern man nimmt da schon auch viel mit. Und Alexa leidet immer sehr unter öffentlichen Auftritten, was man ihr... Nee, das geht. Also Lesungen komischerweise nicht so. Vorträge schon ein bisschen mehr. Aber das Lampenfieber wird echt weniger, so mit der Routine. Ja gut, Routine macht natürlich ein bisschen. Ja. Wobei bei mir das Level auch immer noch relativ hoch bleibt, während der Reinhard auch immer sagt, das läuft schon. Ja. Bier beruhigt ja auch, ne? Ich möchte mal hier mit einem Vorteil aufräumen. Ich habe nicht immer ein Bier in der Hand, wenn ich einen Vortrag halte. Wenn wir vor Kindern reden, kann ich ihn davon abhalten. Das ist übrigens jetzt, um das aber auch nochmal zu sagen, du hast noch nie einen Science Slam ohne Bier gehalten, doch, oder? Habe ich. Bei uns in der Uni einmal. Nein, ernsthaft. Ein ganz normaler, der abends stattgefunden hat. Gab's da keins mehr? Oder? Richtig. Oh. Nee, habe ich tatsächlich auch schon ohne Bier gemacht. Nee, das geht auch. Ich mache das halt gerne. Also ich kann diese Angst vor Menschen zu sprechen in gewisser Weise verstehen, aber nicht nachvollziehen. Ich mache das unglaublich gerne. Ich stelle mich, je mehr Leute, desto lustiger. Schlimm ist es, wenn ich das Einzige, was ich schlimm finde, ist, wenn ich auf einer Bühne stehe oder einen Vortrag halten muss über was, wo ich mir selber unsicher bin, beziehungsweise wo ich weiß, das ist scheiße, was ich erzählen muss oder so. Das ist halt doof. Aber ansonsten, das war eins der schönsten Komplimente, die Nikolas mir je gemacht hat, war, er sagte, Reinhard,
Was gut an dir ist, du kannst ohne jegliche Vorbereitung einen relativ akzeptablen Vortrag aus dem Nichts halten. Ja, das so klingt's, wenn ich von Komplimente mache. Ja, das Schlimme an der Geschichte ist nur, wenn ich die üben würde, würden die nicht besser werden. Das heißt, es geht immer so aus dem Stegreif halbwegs okay, aber es wird auch nicht besser. Aber ich habe wirklich Spaß dran, Leuten irgendwas zu erklären. Ja, es kommt immer auf die Situation an. Es ist aber auch von der Tagesform abhängig. Also ich glaube, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Man kann da irgendwie den Abend total genießen und da mächtig Spaß haben. Man kann es aber auch irgendwie, weiß ich auch nicht, es hängt natürlich, so als Pflicht. Es hängt natürlich immer drauf, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, sehr stark davon ab, wie gut man mit dem Publikum zurechtkommt. Ja. Also wenn man wirklich ein Publikum erwischt, das entweder einschläft oder einem nicht gewogen ist, schlicht und einfach, aus irgendeinem Grund ein schlechter Abend oder so, dann kann das sehr anstrengend werden. Ja, ja. Ich habe mal einen Science Slam moderiert in einer Stadt, die ich nicht nennen möchte. Das war sehr anstrengend, also wirklich sehr anstrengend. Aber naja, ich habe es danach dann noch 2-3 Mal gemacht, da war es besser. Und das Wichtige ist halt, dass man nicht aufhört und das einfach weitermacht. Ja, wir haben ja das Glück, dass bei unserer Veranstaltung die Leute in der Regel uns ja gewogen sind. Also wir zwingen ja niemanden dahin zu kommen, sondern die kommen in der Regel freiwillig dahin. Und das ist auch mal das, was ich mir immer sage. Also die sitzen ja da, weil sie mich sehen wollen. Und das nimmt mir schon ganz viel Druck erstmal weg. Ja, ja. Und nach der zweiten oder dritten oder vierten Lesung, gerade auch bei neuen Büchern, bist du auch deutlich entspannter, weil du auch... Also wir haben tatsächlich dann, nachdem diese eine Lesung so furchtbar in die Hose gegangen ist, lange darüber diskutiert, auch mit unserem Verleger zusammen, wie wir diese Lesung besser machen können. Also wie wir dafür sorgen können, dass das irgendwie alles besser funktioniert, und haben dann ja hier in Hamburg dann jetzt auch die Premiere der Hoax Files nochmal gefeiert. Und das war so ein magischer Abend. Also da war der erste Gag, da lagen Leute auf dem Boden. Naja, gut, und dann läuft das einfach durch. Und wir haben dann aber auch die Lesung so angepasst, wie wir das besprochen haben. Und mein Verleger hatte mir dann gesagt, Mensch, red ein bisschen langsamer, lies nicht so schnell. Weil wenn Scheiße läuft, dann tendierst du dazu, ganz schnell zu lesen, damit schnell vorbei ist. Ja. Und das nervt dann die Leute natürlich nochmal wieder mehr. Und dann kriegst du echt eine schlechte Dynamik rein. Also das ist schon unmittelbar, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen. Das ist unglaublich bereichernd, weil du viel, viel, viel persönliches Feedback bekommst. Deswegen machen wir ja auch Hörertreffen so gerne. Aber du kannst natürlich auch mächtig auf den Arsch kriegen oder sowas. Das ist schon, geht beides. Ja, das Unplanbare an so einem Abend ist vermutlich auch das, was den Reiz dann ausmacht. Du kannst es halt nicht planen. Du kannst hier halt deinen Podcast aufnehmen und dann machst du den so rund, wie du ihn haben willst. Aber spannend ist ja natürlich auch mal so ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich kann nicht planen, bis ins Letzte wird am Ende läuft. Also von daher, ja. Und die Abende entwickeln ja auch eine gewisse Dynamik. Also die Lesung in Herne, da hast du ja auch die Dynamik zum Ende hin. Ja, auch mal mitzukommen. Wobei ich da die Lesung selber auch wieder ein bisschen schwierig fand, aber einfach vor dem Hintergrund, dass die Bücher noch nicht fertig waren zu dem Zeitpunkt. Ja, das war ja irgendwie so. Das war, also, ja. Da waren 30 Leute und haben irgendwie sich Sachen angehört, die man nicht kaufen kann, die wirklich mit Teilen fertig waren, und fand es trotzdem nett. Und ich fand es ganz interessant, weil ich viel über die Projekte gehört hatte, und dann da mal ein Kapitel rauszuhören jeweils, fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, für Alexa ist es nochmal schwieriger, aus einer misslungenen Lesung rauszukommen, weil, also ich nehme dich zumindest als Schriftstellerin wahr. Ich weiß nicht, wie ist deine aktuelle Berufsbezeichnung, freischaffende Künstlerin? Ich würde sagen, ja, Autorin, okay. Ja, Journalistin wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber Autorin. Ich meine, Alexander kann halt so dann wieder ins Büro gehen montags und sagen, ist ja eh nur mein Hobby, aber in gewisser Weise ist das ja dein Beruf. Ja, und vor allen Dingen, also ich will ja, also bei den Hoax-Files haben wir ja die Synthese, wenn sie dann funktioniert, schon ein bisschen geprobt. Ich mache ja tatsächlich auch beides, Belletristik und Sachbuch, und bin gerade dabei, auch halt vor allen Dingen im fiktionalen Bereich ein bisschen Fuß zu fassen. Und das hat ja dann doch noch einen ganz anderen Anspruch, als irgendwie ein unterhaltsames Sachbuch zu schreiben. Und da ist die Kritik natürlich insofern auch noch unmittelbarer, weil du da noch mehr von deiner Persönlichkeit reinsteckst. Das macht es manchmal noch ein bisschen schwerer, finde ich.
da wird wahrscheinlich auch irgendwie emotionaler geurteilt. Also bei so einem Sachbuch sagst du, okay, hier habt ihr schlecht recherchiert oder da hätte da vielleicht nochmal genauer. Und da kann man dann von seiner Person entkoppeln und kann sagen, ja, stimmt. Oder nee, haben wir nicht, weil da gibt's keine Quellen zu. Bei Belletristik ist es dann halt so, wenn einer sagt, ja, ist langweilig, halt Buch, dann kannst du halt halt nur sagen, okay, dann kann ich es vielleicht nicht. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Wobei das ja gerade bei so fiktionalen Geschichten und so weiter auch sehr, finde ich, im Auge des Betrachters liegt, ob das einem gefällt. Also man kann das natürlich technisch jetzt handwerklich gut machen, aber gerade so Inhalt und so ist sehr Geschmackssache. Also ich habe große Science-Fiction-Klassiker gelesen. Wie hieß es nochmal? Wurde auch verfilmt mit George Clooney. Solaris? Ja, ich habe es gelesen. Einmal ganz ernsthaft, ne? Also das ist so ein Langeweile-Destillat, finde ich. Also ich fand's unglaublich schlimm. Ich fand's wirklich richtig schlimm. Aber das Buch wird halt auch gefeiert. Ist halt ein Klassiker, ne? Andererseits so Trivialliteratur wie beispielsweise, weiß nicht, Harry Potter oder so, ist halt jetzt auch nicht hochtrabende Literatur oder so, aber ist verdammt unterhaltsam. Gemacht, ne? Und gibt aber auch Leute, die sagen, ja, nee, ist scheiße. Mhm. Und das ist halt immer so, Man muss halt das Glück haben, dass man eine Masse, also so eine Schnittmenge findet, der es gefällt. Ja. Und dass es sich eventuell dann auch ein bisschen verkauft, dass man davon leben kann. Ja. Wobei dieses mit Büchern oder da kann man nicht von leben. Mal gucken. Ein Verein habt ihr auch noch gegründet dieses Jahr, ne? Wenn wir schon bei Rückblicken sind. Das war, wann waren wir denn in Herne? Bei der Lesung. Bei der Lesung, ja. Ich war quasi dabei, ja, das weiß ich nicht. Die müssen es jetzt nachrecherchieren. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir den Verein Wissensdurst gegründet. Da sind so illustre Personen beteiligt wie Sebastian Bartoschek, der Sven Rutloff, der Viva Britannia macht. Zum Beispiel Mitglied ist auch Cornelius Kurz, der auch bei den Science Blogs recht umtriebig ist mit Blood and Acid. Und wir sehen eigentlich diesen Verein als ein Netzwerk für Menschen, die sagen, wir möchten mal irgendwo bei uns eine Vortragsreihe organisieren oder irgendwie sowas wie Skeptics in the Pub oder so ähnlich. Und wir haben aber gar keine Ahnung, wie wir zum Beispiel an sowas wie Referenten kommen. Habt ihr irgendwelche Leute in petto, die Wissenschaftskommunikation betreiben, die in der Lage sind, einen unterhaltsamen, informativen Vortrag zu halten, und könnt ihr uns da zum Beispiel ein paar Namen nennen? Das sind so die Aufgaben, die wir sehen, da vor allen Dingen auch Beziehungen zu den Universitäten aufzubauen und einfach mal zu gucken, wen gibt's denn wo, zu welchem Thema, der da was erzählen kann. Und dieser Verein ist jetzt gerade so in den Startlöchern, ist gerade dabei, auch auf dem Weg als eingetragener Verein tätig zu werden. Und das war eigentlich eine ganz spannende Sache, weil sich da eigentlich Leute zusammengefunden haben, die so ein bisschen, sagen wir mal so, die wissenschaftlich-kritische Szene so ein bisschen anders aufrollen wollten. So, also ich will jetzt nicht sagen wie die Rebellen, aber schon irgendwie nochmal einen ganz anderen Ansatz versuchen wollten. Kann ich mir dazu vorstellen, wie die Science Slam Szene, wo es ja auch so ist, dass es so eine Community gibt aus Leuten, die 10 Minuten zu ihrem Doktorthema sprechen können und so eben in gewisser Weise ihre wissenschaftlichen Themen in die Pubs, in die Kneipen. Genau, bringen. Also in die Richtung soll es sicherlich gehen. Also ich persönlich weiß nicht, wie die anderen das sehen, das müsste man sicherlich nochmal diskutieren. Kann mir auch vorstellen, dass wir selber mal Veranstaltungen organisieren. Was unser Anliegen ist, dass wir weniger akademisches Publikum ansprechen, sondern wirklich gezielt auch Nicht-Akademiker. Mhm. Also das, was die GWOP zum Beispiel bei den Publikumstagen macht, finde ich genial. Und ich finde, das würde auch durchaus laufen, wenn man das mal ein bisschen ausdehnen würde auf mehr als einen Tag. Und vielleicht auch mal das Ganze irgendwie thematisch ein bisschen ausweiten würde. Solche Sachen vielleicht wären auch grundsätzlich auch möglich. Das ist übrigens bei den Science Labs auch so, da ist das Zielpublikum auch nicht akademisch. Also das sind halt auch alle möglichen Leute. Aber wie mir scheint, seid ihr halt von den Formaten deutlich freier. Science Slam ist ja ein festes Format, 10 Minuten, 5 Referenten oder 6 oder wie viel auch immer pro Abend.
Und zu euch kann man offensichtlich auch mit Ideen kommen, wenn man sagt, genau, okay, wir genau, haben jetzt eine, ich habe keine Ahnung von nichts, ja, aber mich würde das interessieren, ich würde gerne mal so eine Veranstaltung aufziehen. Wie mache ich das denn? Auch so Geschichten wie einfach versicherungstechnische Gründe, die da vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Angst machen oder so, dass wir da einfach Hilfestellung leisten. Und Technik auch? Also da würde ja Also dass du ein Beamer oder Laptop kriegst, also das sind alles Dinge, wir sind ja noch in der Gründung, aber das sind alles Ideen, wo man dann hilfreich zur Seite stehen kann, und da haben wir natürlich dann untereinander das große soziale Netzwerk. Also in der Regel ist es dann jetzt inzwischen so, dass man, wenn man ins Netz hineinruft, hat noch einer gerade mal einen Beamer für eine Veranstaltung, dann findest du in der Regel schnell jemanden, da können wir mit unseren Netzwerken dann auch hilfreich zur Seite stehen, und es wächst ja gerade erst. Genau. Aber das sind alles Ideen, die wir noch selber intern besprechen und ausgestalten wollen. Damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, obwohl ich das so flapsig gesagt habe am Anfang, dass wir jetzt irgendwie gegen die anderen bestehenden Vereine irgendwie arbeiten würden. Nee, Das ist natürlich ganz gezielt das Ziel, die Zusammenarbeit mit diesen Vereinen. Also da wollen wir jetzt natürlich nicht irgendwelche Gräben schaffen oder so, sondern einfach vielleicht noch ein kleiner Baustein mehr in der Szene zu sein, der dann irgendwie den Leuten ein bisschen unterhaltsame Wissenschaft. Das ist das Ziel. Also ich hätte jetzt nochmal gefragt, warum muss es dieser Verein sein? Habt ihr irgendwie gesehen, dass da ein Defizit besteht? Oder gut. Also was wir halt festgestellt haben, ist, dass wir ganz viele Leute zusammengebracht haben, die super gut im Networking sind. Und das ist eigentlich auch so der Vorteil, den wir nutzen wollen, einfach noch mehr Leute anzusprechen, noch mehr Leute zusammenzubringen. Sowohl von zum Beispiel Referentenseite als auch eben dann vielleicht interessiertes Publikum. Und die Genese ist so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass Sven Rutloff 4 Jahre ja in Großbritannien gelebt hat, da ganz wesentlichen Skeptics in the Pub mit organisiert hat. Der hat also wirklich mit allen britischen Größen da zusammengearbeitet, hat ihn in die Pubs geholt und hat die zu Vorträgen geholt, kam zurück nach Deutschland, hat gesagt, prima, das mache ich jetzt in Deutschland, und ist da sofort vor Mauern gelaufen. So, weil dann sofort gesagt wurde, wenn du da jetzt Eintritt nimmst, dann ist das ja eigentlich alles umsatzsteuerpflichtig. Oder willst du das denn jetzt verbuchen dann? Und wenn da einer über das Beamer-Kabel stolpert, hast du eigentlich eine Haftpflichtversicherung. Wer haftet denn da? Wer ist eigentlich Veranstalter von so einem Abend? Und was denn hier mit Brandschutz? Ja. So. Und eine Internetseite, da muss man ja auch einen Server haben. Und das hat ihn sehr frustriert. Er hat einen sehr, also einen Job, der ihn aber auch sehr bindet. Mhm. Und daran ist das dann irgendwie gescheitert. Und das war immer Svens Wunsch zu sagen, eigentlich möchte ich einen Verein haben, der dann als Veranstalter sich hinstellt und sagt, komm, wir machen den ganzen Scheiß. Ja. Wenn du eine Idee hast, mach du die Idee, wir kümmern uns um den Rest. Und das war der ursprüngliche Gedanke. Und das gibt's in der Form nicht. Du kannst nicht an die GFA oder auch an die GWOP herantreten und kannst sagen, ich will bei mir in der Kneipe was machen, helft mir. Das dauert einfach unfassbar lange. Selbst wenn sie das wollen würden, es dauert einfach zu lange, die Prozesse. Und das haben wir gesehen und haben gesagt, das muss schneller gehen, weil in dem Moment, wo sowas versandet und versiebt, klappt das nicht. Und die Einzelaktivitäten gibt's ja. Es gibt im Ruhrgebiet eine ganz aktive Skeptikergruppe ja auch, die euch ja auch zum Beispiel beim Hörertreffen mit unterstützt haben. Das gibt's ja alles, aber wir haben gedacht, diese schlagkräftigen Leute, zu bündeln, die sollen sich nochmal eine eigene Gruppe, und die machen dann aber auch was anders als die anderen beiden Vereine. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und man kann sich ja immer untereinander auch unterstützen. Und der eine sagt vielleicht eher, boah, da will ich nicht eintreten oder so, aber mit dem kann ich persönlich dann gut. Dann engagiere ich mich da. Und darüber werden sich definitiv Synergien wieder ausbilden. Und letztendlich, ich habe schon mal gesagt, ist es das Thema Wissenschaft fördern, Wissenschaftskommunikation fördern. Und das ist auch nochmal, Skeptiker ist so ein Begriff, den ich nicht mehr so gerne höre. Ich bin ein Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens und ich möchte gerne Wissenschaft fördern, weil Skeptiker hat immer eine negative Konnotation, weil du gegen etwas bist oder so. Und Wissenschaftskommunikation fördern ist was Positives. Also ich muss gar nicht sagen, Esoterik ist doof oder Paramedizin ist doof, sondern ich muss beschreiben, wie geil Medizin ist. Dann musst du das andere gar nicht mehr tun. Dann kommen die Leute vielleicht irgendwann dazu zu sagen, stimmt. Und in dem Moment, wo du immer gegen etwas angehst, polarisierst du auch und stößt Leute vor den Kopf. Wenn ich dagegen sage, was cool ist, finden die Leute ja spannend. Und Weltraumfahrt ist ein Thema von mir, was mich unfassbar fasziniert. Und dann kommt ganz oft der Spruch, was das alles kostet, Mensch. Und wenn man's, dann muss man Leute einfach mal vorrechnen, dass das irgendwie verschissene 5 Euro im Jahr jeden Europäer kostet, für die geile Scheiße, die da im Weltall stattfindet. Und das ist ein Witz. Und das muss man einfach nur den Leuten vernünftig erklären, und dann kann man die auch wieder dafür gewinnen,
dass das spannend ist, auch wenn Teflon nicht aus der Raumfahrt stammt. Ja. Habt ihr schon irgendwelche konkreten Ziele für 2015, was den Verein betrifft? Also, dass ihr sagt, ihr wollt irgendwie Mitte des Jahres die erste Veranstaltung mit auf den Weg gebracht haben? Also, ich war mal irgendwie so verrückt zu sagen, es wäre schön, wenn 2015 eine Veranstaltung stattfinden würde, aber also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir diese Gründungsphase hinter uns bringen und uns dann wirklich organisieren. Auch erstmal gucken. Ihr macht ein paar Experimente. Ja, genau. Wo war ich gerade hier? Wenn ihr kurz hier und hier unterschreibt. Ja, aber ich denke mal, dass wir da uns relativ schnell jetzt nochmal zusammensetzen werden. Einfach mal gucken, was wir in welchem Zeitraum am besten angehen. Und dann werden wir das sicherlich auch nach außen tragen. Er muss ja auch noch eingetragen werden, der Verein. Ja, ist wirklich gerade noch in den Startlöchern. Wir sind noch so heiß in der Gründungsphase. Das ist noch einmal getrocknet, die Farbe auf der Gründungsurkunde, die Tinte insofern. Und da wird es aber ganz definitiv auch größere Ankündigungen geben, wenn das dann alles erfolgt ist. Und dann kann man da auch Mitglied werden. Und dann gibt es da auch eine Homepage und all solche Sachen. Das ist alles gar nicht wahr. Ich bin ja auch nur ein normales Mitglied. Ich habe da gar nichts zu sagen. Meine Frau ist im Vorstand. Ich dachte sogar Vorsitzende oder... Nee. Wer ist Vorsitzender? Nee, das ist Sven Rutloff. Ah, okay. Mhm. Ist der erste Vorsitzende, genau. Aha. Ja, wir müssen auch mal Verein gründen, damit wir uns zu Titel gehen können. Gut, hast du gesagt, was du bist? Alexa ist universitäre Legatin. Ja, das klingt super, das klingt total top. Ja, ich bin, das hatte eigentlich meine Amtskollegin vorgeschlagen, dieses Amt überhaupt einzuführen, als wir uns gegründet haben. Und sie sieht ihre Aufgabe eigentlich darin, wirklich in der Kommunikation mit den Universitäten und eben das Abklopfen auf Referenten zum Beispiel, einfach da Beziehungen aufzubauen. Und sie kann das sehr gut für den naturwissenschaftlichen Bereich. Und dann habe ich den Fehler gemacht, vorsichtig zu fragen, ob sie denn auch für den Rest irgendwie etwas hätte, ihre Kompetenzen. Und dann landete ich bei diesem Amt und habe nun den Rest übernommen und mache das nun auch. Ja. Wir werden das verfolgen mit großem Interesse und wir stehen zur Verfügung. Yay! Sehr gut. Jetzt kommen wir eigentlich dazu, was wir eigentlich schon vor 2 Stunden machen wollten. Ja, ich gucke auch so gerade. Wir wollten mal methodisch inkorrekt. Eine Arbeitsprobe wollt ihr haben. Ja, genau. Also wir würden jetzt schon auch nochmal gerne eine echte wissenschaftliche Studie hören. Ich habe euch eine mitgebracht. Nein! Die möchte ich aber, zunächst muss ich die ein bisschen motivieren, sagen wir mal. Reinhard geht, wenn ich über Wissenschaft spreche. Aber Reinhard, du musst gleich zuhören, ne? Die Hausbar ist hier links. Das ist ja nebenbei ein ungeheurer Luxus, ne? Wenn man zu zweit podcastet und auch so lange Podcasts macht wie wir, dann man kann natürlich unterbrechen, aber dann muss man halt immer die Stopptaste drücken. Und hier kann tatsächlich mal einer kurz aufstehen. Das ist schon, kenne ich gar nicht. Macht ihr dann unter euch oder wie macht ihr das? Oder? Was? Wie? Macht ihr dann einfach unter euch währenddessen? Wie macht ihr das? Ja, du bist ja Freund der Raumfahrt, du weißt ja, dass es da für Lösungen gibt. Windeln. Ja, das ist ja eine der Fragen für nachher. Das ja, genau. Wisst ihr beide, was das Fermi-Paradoxon ist? Das könnte sowas sein, was ihr schon mal behandelt habt. Ich meine, das hatten wir auch schon kam mal kam das drin. Nicht in dieser Folge überhaupt? Das war Folge 7? Ja, außerirdisches Leben. Gut, oder? Ja, warte mal. Ist das nicht Folge 7? Ihr könnt euch an Folge 7 erinnern. Ich bin ja völlig. Nee, das habe ich irgendwann mal nachgeguckt. Ja, aber das ist die Folge. Genau, da habe ich das mal ausgerechnet. Die Frage, die Anzahl von intelligenten Zivilisationen im Universum, kann man damit berechnen? War das nicht irgendwie so? Das ist tatsächlich eine Formel, die nachher entwickelt wurde, allerdings nicht von Fermi. Enrico Fermi war der sich überhaupt 1950 erstmal die Frage gestellt hat: Okay, das Universum ist unfassbar groß und das Universum ist unfassbar alt. Wo sind die ganzen Außerirdischen? Die müssen sich ja überall entwickelt haben. Ja. Sie sind aber nicht da oder wir haben sie noch nicht gesehen. Wie kann das sein? Und deswegen Paradoxon. Ich denke jetzt gerade drüber nach, weil ihr gesagt habt, man kann ausrechnen, wie viel diese Gleichung hat irgendeinen Namen. Heißt die Drake? Das ist die Drake-Gleichung. Genau. Die ja auch ist mehr so eine empirische Formel. Ne? Da kann man ja, da sind ja so ganz viele. Was passiert damit auf einem Planeten? Da sind ja ganz viele Faktoren drin.
Und die meisten davon können wissenschaftlich gar nicht erschlossen werden. Deswegen wird die war gleiche. Fermi das mit dem war der das mal gesagt hat mit diesem intergalaktischen Zoo, dass das irgendwie eine Möglichkeit war, dass wir in einem intergalaktischen. Ja, sehr schön. Da kommen wir genau ja, hin. Ja, da kommen wir gleich. Das ist aus dem. An der Stelle möchte ich nur anmerken: Hatten wir erwähnt, dass ich glaube dieses Jahr die Drake-Gleichung modifiziert wurde oder nochmal korrigiert wurde oder so aufgrund echt, der. Jetzt spoiler mir hier nicht mein Thema. Sei vorsichtig. Hat's mit Rosetta zu tun? Ich glaube nein, nee, eigentlich nicht. Gut, ich glaube aufgrund dieser Wassergeschichte von Rosetta oder so wurde ich habe das nur so im Nebenhinein irgendwo mal, glaube ich, müsste ich noch mal genauer nachgucken. wurde glaube ich irgendein Faktor korrigiert oder so. Ja. Ich meine, diese Drake-Gleichung ist ja sowieso so eine Geschichte, da sind halt Faktoren drin. Wie viele Planeten gibt es in der habitablen Zone beispielsweise von anderen Sternen? Habitable Zone ist die Zone, wo Wasser flüssig ist und nicht gefroren, aber auch noch nicht verdampft. Und Drake, ich weiß nicht, wann diese Gleichung aufgestellt wurde, wahrscheinlich in den 60ern oder 50ern, da gab es nicht mal Teleskope oder Messinstrumente, um auch nur einen anderen Planeten außerhalb der unseres Sonnensystems zu sehen. 61, gut geschätzt. Das heißt also, was setzt du da für einen Wert ein? Ne? Hat jetzt jedes Sonnensystem mindestens einen da drin oder nur jedes zehnte oder sind wir eine völlige Ausnahme? Das heißt, diese Drake-Gleichung war eigentlich mehr so ein Versuch, da mal eine Zahl zuzukriegen. Aber die wird halt ständig angepasst. Insbesondere jetzt gerade, wo wir technologisch die Möglichkeit haben, Planeten tatsächlich zu sehen und zu entdecken, wird halt ständig gesagt, oh, scheinbar hat wirklich fast jeder Stern Planeten. Und dann setzt du natürlich so Wahrscheinlichkeiten, dass du Planeten hast, die dann auch wirklich in der habitablen Zone sind, kannst du dann halt kontinuierlich hochsetzen. Also zurück zum Fermi-Paradoxon. Unsere Galaxie, unsere eigene, ist 100.000 Lichtjahre breit. Wenn es uns mal gelingen würde oder wenn es einer Zivilisation gelingen würde, einen ordentlichen Antrieb zu entwickeln, und da spreche ich nicht von Lichtgeschwindigkeit, sondern irgendwas unter Lichtgeschwindigkeit, 0,1, 0,01 der Lichtgeschwindigkeit, das ist natürlich immer noch viel und technologisch noch nicht zu erreichen für uns zum jetzigen Zeitpunkt, aber das ist so ein Wert, der physikalisch zumindest denkbar wäre. Dann erscheinen natürlich 100.000 Lichtjahre auch nicht mehr so groß, denn das bedeutet, dass eine Zivilisation vom einen Ende zum anderen fliegen kann innerhalb von 1 oder 10 Millionen Jahre. Das klingt natürlich jetzt auch erstmal, wenn man so auf die Geschichte der Menschheit guckt, relativ viel. Aber wenn ihr das in Relation setzt mit dem Alter unserer Galaxie, die liegt bei 10 Milliarden Jahren, dann ist tatsächlich die Frage, warum hätte es nicht längst irgendwann mal eine Zivilisation geben können, die solche Antriebe entwickelt und dann in einer relativ überschaubaren Zeit, 20, 40 Millionen Jahre, die gesamte Galaxie bevölkert. Warum ist das nicht passiert? Mhm. Warum ist es scheinbar nicht passiert? Ist es vielleicht passiert? Und wenn es passiert ist, warum sehen wir das nicht? Oder warum haben wir noch nie ein Zeichen von einer anderen Zivilisation gefunden? Und da gibt es natürlich ein paar Argumente, warum das so sein kann. Und ihr habt natürlich gerade einen, glaube ich, hast du schon angerissen. Ja, ne? Den intergalaktischen Zoo. Ne? Ja, genau. Ja, das ist natürlich sehr schön. Der besagt, es gibt überall diese Zivilisation. Es gibt mehrere oder zumindest eine große, aber sie ignorieren uns. Sie wollen mit uns überhaupt keinen Kontakt aufnehmen. So wie wir halt an so einem Ameisenhaufen im Wald vorbeilaufen und sagen, ja gut, da sind sie und kreuchen und fleuchen. Die Vulkanier sind ja auch erst gekommen als der Warp-Antrieb, ne? So, ne? Ganz nebenbei, Gene Roddenberry mit Star Trek, wie heißt das, die erste Direktive oder die oberste Direktive? Nicht einmischen, ne? Wenn das, genau, haben wir alle so gelernt. Wenn die Jungs noch nicht reif sind, auf gar keinen Fall da irgendwie einmischen, genau. Das ist das eine Argument könnte sowas sein, ne? Also galaktischer Zoo, die sind draußen und warten noch so ab, bis wir hier unsere eigenen Probleme auf Kette kriegen und dann werden sie uns vielleicht irgendwann mal kontaktieren, aber im Moment sehen sie ja halt keinen großen Nutzen drin. Zweites Argument, wir sind tatsächlich allein, das führt uns wieder zurück zur Drake-Gleichung. Vielleicht sind diese Faktoren in dieser Drake-Gleichung halt wirklich so, dass am Ende rauskommt, es ist verdammt unwahrscheinlich, dass sich vielzelliges Leben entwickelt. Also da muss einfach tatsächlich auch viel zusammenkommen. Also
die Position unserer Sonne in der Milchstraße ist wichtig. Du hast im Zentrum der Milchstraße hast eine unheimliche Strahlenbelastung und da ist prinzipiell schon mal unmöglich, dass sich komplexes Leben entwickelt, weil über die Strahlung halt ständig diese Zellen wieder zerstört werden. Die Position der Erde im Sonnensystem, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ist extrem wichtig aufgrund der Temperatur. Also wir brauchen scheinbar Wasser oder zumindest ist es förderlich, dass man Wasser hat, denn aus dem Wasser kann sich dieses Leben ganz gut entwickeln. So Dinge, über die man vermutlich gar nicht nachdenken würde. Die Existenz des Mondes ist verhältnismäßig wichtig, ja, weil der die Erdachse stabilisiert und wir also vernünftige Jahreszeiten haben, die eben nicht ständig irgendwelchen Temperaturextremen uns ausgesetzt sehen. Und einen relativ regelmäßigen Rhythmus, ne? Ohne den Mond würden wir uns deutlich schneller drehen. Genau, ja. Also das sind so viele Dinge, die will ich gar nicht alle aufzählen, die wichtig sind, damit sich überhaupt komplexes Leben entwickeln kann. Es gibt eine schöne, das ist ein anderes Argument, aber das gefällt mir auch, weil das ist mehr oder ist so ein bisschen so eine mathematische Überlegung. Ein Ansatz von Geoffrey Landis, der sagt, der hat das diese Kolonisierung der Galaxie mit einem Diffusionsprozess aus der Physik oder Chemie verglichen. Grundgedanken, also sind eigentlich zwei Grundgedanken. Zum einen, jede Zivilisation ist immer nur in der Lage, sein nächstes Nachbarsystem zu erreichen oder die nächsten Nachbarsysteme. Also so eine Sonne wird ja umringt von nächsten Nachbarsternen und eine Zivilisation kann immer dorthin fliegen. Dort entscheidet sich jetzt die Zivilisation, wollen wir weiter kolonisieren, also weiter fliegen, dafür gibt es eine Wahrscheinlichkeit, oder gefällt es uns hier gut und hier bleiben wir. Das ist ein relativ einfaches mathematisches Modell. Also nur diese Frage wird nach jeder neu erreichten Kolonie gestellt. Bleiben wir hier und stagnieren quasi auf diesem Planeten oder kolonisieren wir weiter? Wenn du das in Computer eingibst und ein Modell ausrechnest, dann passiert was Interessantes. Die gesamte Galaxie wird kolonisiert. Allerdings in Blasen, also das sind so Blasenstrukturen und du bildest dann so Blasen aus, die umringt werden von stagnierten Kolonien. Also von da wird nicht weiter in die Blase rein kolonisiert. Das heißt, du hast also so ein schaumartiges Gebilde. An vielen Stellen der Galaxie tobt das Leben, aber es gibt auch diese Blasen, wo praktisch nichts los ist. Wenn wir in dieser Blase entstanden worden oder wenn wir in einer dieser Blasen leben würden, dann würden wir halt aus unserer, zumindest erstmal aus unserer nächsten Nachbarschaft wenig von unseren Nachbarn mitkriegen. Und deswegen würde sich für uns das Universum erstmal oder die Galaxie so darstellen, dass es niemanden anders gibt. Das eine Argument muss ich natürlich noch bringen. Das ist für mich so das Hoaxilla-Argument. Es gibt sie natürlich. Die UFOs sind überall da. Aber unsere Regierung wollen. Also das klassische Verschwörungstheoretiker. Dann würden ja die Regierungen weltweit erfolgreich zusammenarbeiten in der Vertuschung dieser ganzen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das schaffen ja die einzelnen Fraktionen schon nicht. Ja, aber das ist tatsächlich eine der Fragen, die mich auch total beschäftigen. Also meine Meinung dazu ist ja die Frage, du hast gerade schon die Zeitspannen ja genannt und meine Antwort darauf ist immer, vor 200.000 Jahren ungefähr hat die Menschheit gerade mal angefangen hier zu existieren. Wenn also vor 500.000 Jahren die Aliens hier vorbeigekommen sind, haben wir gesagt, hier laufen so ein paar bepelzte Viecher rum und so, das ist nicht so spannend, sieht ganz nett aus, aber wir müssen auch mal weiter. Und zack, sind sie weg und haben uns leider um nur 100.000 Jahre verpasst. Ja. Wenn sie denn diese Antriebe hatten. Oder aber eine andere Zivilisation, die deutlich weiter ist als wir, entscheidet, kommt in einer Million Jahre hier vorbei. Wer weiß, was hier in einer Million Jahre ist. Vielleicht haben wir es geschafft, die Erde bis dahin völlig kaputt zu machen. Oder aber noch später, unsere Sonne ist ausgebrannt, dann ist ja auch Essig, weil das ist ja hier alles endlich. Mhm. Also das ist für mich so eins der Argumente. Also ich muss ja echt sagen, so diese ganze Präastronautik-Geschichte, ich fand das früher total spannend. Und ich das auch. Ist so verführerisch. Ja. Echt. Ich habe irgendwie Charles Berlitz gelesen irgendwie und dachte, wow, irgendwie, da muss ja irgendwie
irgendwie was dran sein, natürlich hier unser Freund Eveneniken, hier ist, natürlich. Ja, genau, ja. Ne, also du kommst, also ich bin zumindest irgendwann mal an einem Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, so, da war ich allerdings noch Teenager, glaube ich. Ich dachte, yo, das macht irgendwie Sinn. Natürlich. Ne? Also dann denkst du ja irgendwie schon über die Möglichkeit nach, dass das vielleicht genau so gewesen ist. Und hinterher, natürlich, wenn man sich dann damit näher beschäftigt, und ich finde auch dieses ist ein YouTube-Video, ne? Dieses Ancient Aliens Debunked, ja, ja. Finde ich einfach super geil, weil dann einfach mal aufgerollt wird, dass da auch nach Strich und Faden die Leute veräppelt werden und gelogen wird, was das Zeug hält. Es gibt eine amerikanische Serie. Was sind die Pyramiden? Es gibt eine amerikanische Serie, sehr erfolgreich, ich muss gerade mal husten, Moment. Die heißt Ancient Aliens, läuft genau. Auf dem, glaube ich, sogar History Channel. Und da hauen sie dir also Argumente für Präastronautik um die Ohren, und zwar in einer Geschwindigkeit, dass du am Ende da sitzt und sagst, ja, das muss alles stimmen. Ja, also das genau. Ist dann so ein Typ, der dann rumläuft und sagt, schauen Sie sich das an. Ein rechter Winkel. Perfekte rechte Winkel, die aus den Steinen gehauen sind, la la la. Und hält dann so ein Winkelmaster auch dran. Und wenn man sich dann dieses YouTube-Video anguckt, Ancient Aliens Debunked, dann hält er einfach mal den Film an der Stelle an und man sieht, er hält das Winkelmaß dran. Das Ding ist überhaupt nicht rechtwinklig, sondern es ist totale Lücken und total schief alles. Aber weil das Fernsehen dir suggeriert, dass es rechtwinklig ist, ist es für dich in dem Moment rechtwinklig. Und es ist völlig faszinierend, das Thema Präastronautik, aber die Distanzen sind einfach zu groß. Und unsere Physik, also ich meine, das wisst ihr ja besser als wir, also schneller als Licht ist irgendwie extrem schwierig, erstmal so konventionell. So, ich habe doch mal gelernt, dass die Masse einfach scheiße groß wird, je dichter du an die Lichtgeschwindigkeit rankommst. Deswegen kannst du natürlich nicht komplett zur Lichtgeschwindigkeit, aber du musst es ja vielleicht auch nicht. Nee. Also so wie ich gerade gesagt habe, wenn du nur 0,01-fache Lichtgeschwindigkeit erreichen würdest, dann dauert es natürlich schon lange, also für dich jetzt als Mensch betrachtet, die Galaxie zu bevölkern. Aber wenn du es schaffen würdest als Zivilisation, so lange zu existieren, was ja gar nicht klar ist, dass es dir gelingen würde. Genau, also wir mühen uns ja sehr, uns hier innerhalb von ein paar tausend Jahren auszurotten. Dann wäre es durchaus realistisch, dass die Galaxie auch unter Licht bevölkert wurde. Darf ich nochmal kurz fragen, hat dein Thema mit Kepler zu tun? Nein. Gut, dann muss ich mich von gerade korrigieren. Das war nämlich nicht Rosetta, es waren die Auswertungen von Kepler, der in unserem Podcast ja auch häufiger vorkommt. Und zwar ist da ein Paper erschienen von Amri Wandel von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Halt, doch, das ist das doch. Doch, das ist das. Ach, verdammt. Da müssen wir gleich, bleibt da nochmal mit dem Auge drauf. Aber vielleicht sind wir ja auch die Ersten, die das machen werden. Ja. Was jetzt? Besiedeln. Durchaus denkbar. Das wäre ja so das Argument, es gibt wirklich keinen anderen, der schon so weit ist und wir sind die Ersten. Ja, das wäre natürlich durchaus denkbar, ja. Das ist ein legitimes Argument, ja. Wobei das Argument, was du gerade gesagt hast, ist auch sehr legitim. Es gibt viele andere Völker, aber wir haben sie verpasst, und mit verpasst meine ich, genauso wie du gerade gesagt hast, zeitlich verpasst. Ja. Du sagtest gerade, vielleicht waren die vor 200.000 Jahren hier oder vor 2000 nicht, aber vor... Das Zeitfenster ist aber noch viel geringer. Ne? Wenn du dir anguckst, wonach horchen wir denn überhaupt im Universum? Wir horchen im Wesentlichen nach Radiosignalen. Ja. Wie lang ist die Zeitspanne, wo eine Zivilisation wirklich mit Radiowellen arbeitet? Also wenn man jetzt mal guckt, okay, wir haben Radiowellen noch, die wurden, weiß ich nicht, die sind jetzt 100 Jahre alt, so grob über den Daumen. Benutzen wir sie mal nochmal 100 Jahre. Ja. Aber dann ist wieder still hier, ne? Zumindest auf dem Frequenzband. Und vielleicht gibt's entweder Zivilisationen, die eben noch nicht so weit sind, dass sie Radiowellen benutzen. Gut, dann werden sie auch nicht zivilisieren oder kolonisieren. Aber vielleicht sind die darüber halt auch schon lange hinaus, ne? Ja. Denn Radiowellen haben einen riesen Nachteil. Die verlieren sich im All, du sendest die aus und die werden halt mit der Distanz immer schwächer. Und man könnte sich halt überlegen, ob man vielleicht mit fokussierten Teilchenstrahlen viel effektiver über lange Distanzen kommuniziert. Und danach suchen wir gar nicht. Ne? Ja, ja. Deswegen, vielleicht haben wir uns einfach nur zivilisatorisch verpasst. Ja, ja. Aber was ich euch eigentlich sage, also es gibt viele Argumente dafür, warum wir tatsächlich uns alleine fühlen. Aber es gibt jetzt ein neues Argument. Und das ist eben das, was Reinhard gerade praktisch schon angesprochen hat, von dem Herrn Piran von der Hebrew University in Jerusalem. Da bin ich dann nämlich misstrauisch geworden bei der Universität. und Raúl Jiménez von der Universität Barcelona. Beides Astrophysiker. Und die sagen,
dass vielleicht Gammastrahlausbrüche das eigentliche Problem sind. Mhm. Da haben sie einen Artikel geschrieben, wurde auf Archives, also das ist so eine Preprint-Plattform, veröffentlicht und kommt demnächst auch im Physical Review Letters, also das ist einer von diesen Journals, über die wir gerade am Anfang schon gesprochen haben. Und die haben halt berechnet, das sind theoretische Physiker, dass diese Gamma-Blitze, das sind elektromagnetische Strahlung, deutlich häufiger auftreten als bisher gedacht und dass die in der Lage sind, komplexe Organismen zu bedrohen oder im Grunde genommen umzubringen. Ich sage euch kurz, was Gamma-Blitze sind. Extrem energiereiche Phänomene, um genau zu sein, die energiereichsten, die bislang beobachtet worden sind, 1967 zum ersten Mal gesehen. Das waren Satelliten, die eigentlich auf der Erde nach illegalen Atomtests suchen sollten. Die hat man nicht gefunden, aber man hat eben aus dem All diese Gamma-Blitze entdeckt. Und war das die Geschichte mit dem Irak? Mit den Massenvernichtungswaffen? Oder wann war das? 67. Nein, okay. Wer war 67 der Böse? Ja, der Russe. Der Russe natürlich. Der wird ja jetzt auch wieder böse. Aber, das Besondere an diesen Gamma-Blitzen hat ein relativ weites Spektrum von elektromagnetischer Strahlung. Aber die energiereichste Form davon schickt in wenigen Sekunden bis wenigen Minuten so viel Strahlung ins All wie die Sonne während ihrer gesamten Existenz. Und da reden wir über mehrere Milliarden Jahre. Ja. Und da kann man sich vorstellen, wenn so viel Energie, also diese Energie, die ja über diese Milliarden Jahre hier überhaupt erstmal das Leben ermöglicht, wenn das in Sekunden freigesetzt wird, da dann relativ viel erstmal vaporisiert wird, so auf so einem Planeten, der in der Nähe ist. Und damit meine ich nicht in der Nähe in diesem Sonnensystem, sondern auch Nachbarsonnensystem oder relativ weit entfernte Sonnensysteme werden da massiven Schaden von nehmen. Und die breiten sich so sphärisch aus? Genau, oder sind die gerichtet? Nee, kugelförmig, ja. Okay. Ursprung sind übrigens Verschmelzung von massenreicher Objekte, beispielsweise Neutronensterne, die irgendwie ineinander fallen, dann wird so ein Puls ausgesendet. Oder die noch energiereicheren sind vermutlich verschmelzt oder sind so Zusammenstürze von Hypernova, das ist so was ähnliches wie Supernovas, nur noch massenreicher und dann werden eben diese Blitze ausgesendet. Jetzt gibt's den Swift-Satelliten, deswegen war ich gerade so irritiert, als du Kepler sagtest. Mhm. Der Swift-Satellit macht seit 2004 Messungen, um diese Gamma-Blitze zu messen. Und der misst relativ viele. Das hat die Leute überrascht, weil eigentlich diese Ereignisse, diese Neutronensterne, die zusammenbrechen. Ah, okay. Ich stutze gerade, weil wir den Ursprung eines Knackens in der Leitung des Störgeräuschs gerade gefunden haben. Das war unser Wow-Signal. Ja, genau. Wir haben unser eigenes Wow-Signal gefunden. Deswegen entschuldigt, das war jetzt etwas aus dem Kontext. Er hat relativ viele Blitze entdeckt. Genau, ja. Also diese Ereignisse, von denen ich gerade sprach, also diese Neutronensterne, die in sich zusammenstürzen, das passiert relativ selten im Weltall. Aber weil diese Gamma-Blitze so energiereich sind und nicht abgeschwächt werden, sieht man halt auch in weiter Distanz immer noch diese Gamma-Blitze. Und deswegen nimmt dieser Swift-Satellit tatsächlich pro Tag praktisch einen dieser Blitze wahr. Zum Glück sind diese Blitze eben weit weg. Jetzt haben diese Physiker haben sich mal vorgenommen und ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass in der letzten 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte, also das, worauf die Erde so zurückblicken kann, wie wahrscheinlich es ist, dass hier mal so ein Killer-Gamma-Blitz ankam. Und die Wahrscheinlichkeit liegt tatsächlich bei 90%. Ach. Also in der Zeit, die es unsere Erde gibt, hat uns mit hoher Wahrscheinlichkeit mal so ein Gamma-Blitz getroffen. Und wenn man sich anschaut, wir haben ja diese Massensterben auf der Erde beobachtet und auch archäologisch wahrscheinlich nicht, ne? Paläologisch. Richtig gut, dass ich hier Experten habe. Wenn man darauf oder wenn man sich die mal anguckt, dann sieht man in der Erdgeschichte die letzten 540 Millionen Jahre, dann sieht man fünf große Massensterben. Mhm. Die meisten sind erklärt, ein Massensterben nicht. Das hat vor 450 Millionen Jahren stattgefunden. Also so grob
500 Millionen Jahre ist das her. Und die Forscher haben sich jetzt mal angeguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen 500 Millionen Jahren so ein Gamma-Blitz hier mal eingeschlagen sein kann. Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Also durchaus realistisch, dass das vielleicht eine Erklärung wäre für dieses bisher unerklärte Massensterben auf der Erde. Jetzt könnte man natürlich so leicht in Panik verfallen und sagen, unsere Weltuntergangsexperten. Ja, ja, ja. Das Ende ist nah. Ja, genau. Das werden wir gleich beim Möhrer-Treffen den Leuten erzählen. Ja, genau. Kurz bevor alle gehen. Genau. Ja. Übrigens. Ich möchte dann noch mal kurz beruhigen. Also gut, ganz beruhigen kann ich natürlich nicht, weil so ein Gamma-Blitz könnte uns relativ unvermittelt treffen. Wir kriegen dann nicht so viel davon mit. Wir fallen hier vorbei. Um. Genau. Also es macht halt nicht perfekt. Viel. Es gibt schlimmere Arten von diesem Planeten zu scheiden. Tatsächlich liegen wir relativ günstig in unserer Galaxie. Also wenn man sich das anguckt, wir sind 24.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Und ich hatte gerade schon mal angedeutet, je näher man am Zentrum ist, desto häufiger passieren so Ereignisse. Da, wo die Sonne ist, da sind wir schon mal relativ sicher. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht an sich. Ist die Erdseite dann eigentlich auch egal? Ja, da geht das Ding durch, ja. Okay. Dann. So wie ein guter Röntgenstrahl. Ja, okay, stimmt. Schnell noch in den Flieger steigen, meinst du? Ich hatte noch ein Argument, warum wir eigentlich relativ sicher sind, aber ich finde ihn hier gerade nicht in meinen Aufzeichnungen. Achso, rein zeitlich liegen wir auch noch ganz gut. Vor 5 Milliarden Jahren wäre es problematischer gewesen, weil da gab es noch so viele Gamma-Blitze, sagen die Forscher zumindest, dass sich überhaupt kein komplexes Leben hätte bilden können. Aber jetzt beruhigt sich natürlich so langsam die Galaxie, die Objekte fliegen ja so ein bisschen auseinander, deswegen kommt es zu so Vereinigungen nicht mehr so ganz häufig und deswegen wird es zunehmend sicherer für uns. Also auch das könnte eben ein Argument sein, warum es noch nicht so viele noch nicht so viele Zivilisationen gibt, die so weit entwickelt sind, dass sie uns längst hätten besuchen können. Zeigt dann, wie fragil letztendlich Leben im Universum ist, ne? Und dass das eigentlich, wenn man denn von Gottes Plan spricht, dann ist ja halt der absolute Superzufall, der eigentlich nicht geplant ist, weil alles andere sind halt die häufigen Ereignisse. Gibt natürlich ein bisschen das Argument für deinen Kompagnon bei Glaubenssache, ne? Ja. Dass dann doch ein Gott da war, der gesagt hat, so die schützende Hand über uns hält und die Gamma-Blitze von uns fernhält. Ja, bis er dann mal wieder einschnippt. Genau. Übrigens, diese Gamma-Blitze sind vermutlich natürlich oder im Wesentlichen natürlich gefährlich für komplexes Leben, also sowas wie wir oder Säugetiere, sowas wie Bakterien oder Pilze, die würden vermutlich dann auch überleben, wenn so ein Gamma-Blitz hier mal über die Erde rollt, je nachdem von wo der kommt und wie weit der weg ist. Das heißt, man kann sagen, so ein Gamma-Blitz ist sowas wie so ein Reset-Knopf, hier wird alles wieder auf Null gesetzt, aber eben nicht ganz auf Null, so ein bisschen Leben wird es dann doch noch geben. Ja, das ist aber ganz schön deprimierend, oder? Eigentlich. Das wäre meine nächste, also das war mein Thema. Ich hätte jetzt euch gefragt, sind wir jetzt alle deprimiert oder sehen wir das gelassen? Ich find, machen kannst du eh nichts. Ja, richtig, ist ja eh, ne? Von wann war das Paper, das du jetzt zitiert hattest? September, glaube ich, diesen Jahres. Dann weiß ich, warum ich hier verwirrenderweise noch was anderes gefunden habe. Die haben nämlich noch eins rausgebracht, beziehungsweise noch eins vorveröffentlicht. Nee, also zumindest einer von beiden. Und das am 3. Dezember veröffentlicht, beziehungsweise da bei Archive online. Aber das könnte ja, Genau, bei Archive ist halt Open Access bei Archive. Das sind halt die Sachen, die vorveröffentlicht werden, also quasi so Skripte, bevor es dann wirklich veröffentlicht wird. Die sind frei zugänglich, kann also jeder lesen. Und ich glaube, das hier kann man sogar, wenn man sich ein bisschen bei Wikipedia einliest, noch ganz gut nachvollziehen. Einer der beiden Autoren hat die Drake-Gleichung ein bisschen erweitert mit den Daten, die Kepler noch eingesammelt hat, jetzt während seiner Mission, obwohl die eigentliche Mission von Kepler ja zu Ende ist, und hat die Abschätzung der Drake-Gleichung ein bisschen erweitert und gesagt. Sag gerade noch für alle, die es nicht wissen, was Kepler ist. Achso, Kepler, ja, was ist Kepler? Ein Weltraumteleskop? Oder ja, im Grunde ja, ne? Auf der Suche, also mit der Mission halt Planeten zu finden, wo rein theoretisch außerirdisches Leben möglich wäre. Und das ist, glaube ich, ein Radioteleskop, Kepler, ne?
Also kein optisches, sondern du hast uns jetzt hier in diese missliche Situation gebracht. Ich konnte doch nicht ahnen, dass jemand anfängt, Fragen zu stellen. Ich kann mal hier gerade, also Kepler ist ein Weltraumteleskop der NASA, soweit waren wir schon, aber ich meine sogar, dass das ein Radioteleskop auch ist. Ja, wo ist wir haben da ja Alexa, glaubst du denn, dass wir alleine im Weltall sind? Oder man kann ja eh spekulieren, wie man will darüber. Würdest du es eher beruhigend finden, wenn wir nicht allein wären? Oder findest du es auch schön, also, wenn wir... Ganz ehrlich, ich find den Gedanken super spannend. Ich bin auch relativ überzeugt davon, dass es nicht intelligentes Leben auf anderen Planeten gibt. Aber die Frage ist halt wirklich nach intelligentem Leben oder einer Zivilisation. Also da bin ich durchaus skeptisch. Auf der anderen Seite, wenn schon jemand wie Carl Sagan der Meinung ist, dass es da Hoffnung gibt und dass es ein spannendes Thema ist, mit dem man sich beschäftigen sollte, dann kann ich mich ihm eigentlich nur anschließen. Ich mag sowas einfach, solche Gedankenspiele grundsätzlich gern. Ich bin ein riesen Science-Fiction-Fan und ich find's einfach genial, mir das vorzustellen. Wobei ich natürlich in letzter Konsequenz dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Was ich viel spannender finde, sogar fast noch, ist, wie die Menschen damit umgegangen sind. Und wenn ich mir überlege, dass so die ersten Geschichten, die so in diese Richtung gingen, weiß ich nicht, aus dem 19. Jahrhundert stammen und dass dann, wenn man sich zum Beispiel Jules Verne anschaut oder hier diesen Richard Rice Burroughs heißt er, ne? Der hat auch Tarzan und hier Conan und so geschrieben. Edgar Rice Burroughs. Okay. Ich meine ja, genau. Gefährliches Halbwissen. Genau, dass der schon solche Geschichten über irgendwelche Marsianer und so geschrieben hat, das finde ich einfach so diese kulturelle Rezeption. Ist klar, irgendwie, das steht mir natürlich besonders nah. Das überrascht mich jetzt gerade, dass du sagst, also die ersten Geschichten so in die Richtung, was hast du gesagt, 19. Jahrhundert oder da hätte ich, also wenn er mich gefragt hätte, hätte ich glaube ich sogar geglaubt, das hätte auch schon durchaus früher passieren können, weil im Grunde genommen ab dem Moment, wo den Menschen klar war, wie, sagen wir mal, das Sonnensystem funktioniert. Also mit Geschichten meine ich jetzt wirklich so in Romanform. Also da muss ich natürlich erstmal das Romangenre in der Form und die so ganze Popkultur dann langsam entwickeln. Ich finde es auch genial, dass die Außerirdischen sich quasi unserer Kultur immer anpassen. Also jede Zeit hat so seine Außerirdischen oder ihre Außerirdischen. Das also auf dem Mars hat man ja per Teleskop ja schon die Kanäle. Genau, vermutet, die Marskanäle. Das war ja deutlich früher. Vielleicht ganz kurz Kepler, damit wir das aus den Füßen raus haben. Sonst gibt es wieder Kommentare und die Leute beschweren sich, dass wir es nicht aufgelöst haben. Ist ein optisches Teleskop, das die Helligkeit von Sternen misst und immer wenn ein Planet vor einem Stern herwandert, kann man einen Planeten nachweisen. Also genau, tatsächlich optisch in dem Fall. Genau, das hatten wir auch, also Kepler hat uns in unserem Podcast ja lange begleitet, also es ist immer wieder vorgekommen, wir nannten es liebevoll den ollen Jupp. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, weil Kepler halt interessanterweise mal für eine Mission, also genau für diese Mission gestartet wurde, um halt Exoplaneten zu entdecken und dann diverse Stadien durchlaufen hat, wo man gesagt hat, ja komm, ist kaputt, kann man nicht mehr benutzen und dann, nee, ist doch nicht kaputt, beziehungsweise haben Leute Vorschläge gemacht, wie man es denn trotzdem noch weiter nutzen könnte und am Schluss hat es weit über 1000 Exoplaneten halt entdeckt und es ist erstaunlich, was da noch rausgeholt wurde, obwohl es also so totgesagte Leben länger, kann man dazu schon sagen. Und um dann auch das noch einmal ganz kurz abzuschließen mit diesem Paper, das sie hier am 3. Dezember nochmal veröffentlicht haben, die haben dann darin grob abgeschätzt, dass so die erste Zivilisation, die man so von, also was man so Leben nennen könnte, schon im Umkreis von bei optimistischen Schätzungen 10 Lichtjahren Entfernung zu finden ist, was natürlich immer noch unglaublich weit weg ist und bei nicht ganz so optimistischen 100 Lichtjahre weit weg. Ich muss auch eine ganz kleine Korrektur machen, weil ich glaube ich die Frage nicht ordentlich beantwortet habe. Du hast gerade gefragt, wie die Gamma-Blitze sich ausbreiten, ob die sich so kugelförmig, die breiten sich nicht kugelförmig aus. Das sind schon im Grunde genommen Strahlen, die sich aber so öffnen. Also die so trichterförmig sozusagen. Genau, ja. Also von daher war ich da etwas ungenau. Aber bevor wir... das macht es natürlich nochmal wieder besonderer,
die Tatsache, dass wir einmal pro Tag so ein Ereignis sehen, dadurch, dass es in gewisser Weise gerichtet ist und wir trotzdem so häufig diese Blitze wahrnehmen. Das Weltall ist einfach scheiße lebensfeindlich eigentlich, ne? Also das ist deswegen ist es schon ein unglaublicher Zufall oder ja gut, ja. Ein Zufall kann man es durchaus nennen. Ne? Ja. Also da mussten einfach viele Dinge zusammenkommen. Ich muss ja sagen, also diese Frage, ne, Leben woanders, das ist so eine, wenn ich so sagen müsste, welche wissenschaftliche Entdeckung würdest du noch gerne miterleben? Dann ist eine Sonde, die in unserem Sonnensystem beispielsweise auf so einem Mond wie Europa eine Wasserprobe nimmt und dann feststellt, da sind primitivste Einzeller. Das würde für mich meinen, also das wäre so eine Entdeckung, die mich so emotional berühren würde. Auch, das ist übrigens eine Frage, die könntest du den Eduard mal stellen in deinem Podcast. Hätte das eine Auswirkung auf seinen, also bezieht sich dieses Schöpfer-Ding, also wie er sieht, wie die Menschheit erschaffen worden ist, bezieht sich halt nur auf die Erde, wird das ihn irgendwie beeindruckend, wenn Leben noch auf anderen Planeten wäre oder auf anderen... Er ist ja kein Kreationist in dem Fall, also er glaubt ja einfach nur an die leibliche Auferstehung Christi. Das sagt ja nichts darüber aus, ob Gott irgendwo anders, also er ist ja keiner, der sagt, die Erde ist 6000 Jahre alt. Okay, dann waren wir noch nicht so. Okay. Du kannst ja auch so an verschiedene Sachen, an die Dinge rangehen. Ich meine, mein Bruder ist auch extrem gläubig und so weiter, aber der sagt auch nicht, die Erde wurde vor 6000 Jahren erschaffen und ob Jesus mal gelebt hat, ja, mal gucken, weiß man nicht oder so, sondern eher so dieser Grundgedanke, so, wo kommen wir her, womit hat das alles mal angefangen? Also so, ja, hier, Gott. Also so in die Richtung eher. Ja. Also ich fühle mich ehrlich gesagt so, also nicht wohl, aber ich find's okay. Also wenn das Ganze jetzt irgendwie ein so riesen Zufall ist und wir jetzt hier sitzen, weil da ne wir fangen eine das gewisse Beste Kette mit unserer von Zeit an. Ja, wirklich. Also darum geht's eigentlich auch gar nicht, finde ich. Ja. Es ist eigentlich das, was du ja wirklich mit deiner Zeit anfängst und nicht das der Grund irgendwie oder die Frage, wer dich erschaffen hat oder auch nicht und warum und wieso. Aber die Suche nach Sinn ist natürlich immer die größte Frage, die man sich immer wieder herauskramt natürlich und beantwortet möchte. Und wenn man dann hört, dass diese Gamma-Blitze ganz häufig sind und das ist eigentlich eher nur eine Frage der Zeit ist, bis wir mal ausgeblitzt werden. Also bisher sagt man, ja, wenn die Sonne dann mal sich aufbläht und so, dann wird's auch, da müssten wir dann auch mal irgendwann ein Raumschiff gebaut haben irgendwie. Und weißt du, während du so ein Raumschiff planst, macht's dann so Schnipp und alle fallen tot um und keiner weiß es noch nicht mal. Also wer weiß, wie vielte Zivilisation wir sind. Ja. Vielleicht haben wir schon mal hier gesessen. Sie hatten doch recht. Ja, ich meine, aber sowas ist natürlich auch wirklich förderlich, ne? Wenn du dir anguckst, also so Massensterben muss ja nichts Schlechtes sein, wenn du dir anguckst, dass diese ganzen Dinosaurier hier rumgerannt sind. Wir hätten uns ja als Spezies gar nicht durchsetzen können, wenn die nicht irgendwann mal alle tot umgefallen wären und wir quasi nochmal bei Null anfangen hätten können. Wobei, lass uns ganz kurz richtig stellen, dass die Dinosaurier über einen langen Zeitraum ausgestorben sind. Es ist ja immer, ich finde das immer so dramatisch, wenn die Leute sagen, zack, und dann waren alle Dinosaurier weg. Nein, das ist ein evolutionärer Prozess. Okay, natürlich, ja. Du hast noch nicht mit Leuten diskutiert, die dann sagen, das kann alles gar nicht sein. Wieso können denn da Milliarden von Tieren auf einmal sterben? Mehr sind sie ja nicht. Die Lebensumstände haben sich geändert. Ich weiß gar nicht, was mir lieber wäre, ob ich lieber wirklich so ein Einzelfall wäre, so ein kosmischer oder wir in guter Nachbarschaft wären. Aber ich würde mich zumindest freuen, wenn ich das nochmal erfahren könnte. Also ich finde es einfach super geil, wenn irgendwo ein Raumschiff tatsächlich mal landet. Also ich finde das super. Ich weiß gar nicht, was mit mir dann passieren würde. Also da wäre ich, glaube ich, wie ich da emotional drauf reagieren oder psychologisch drauf reagieren würde, keine Ahnung. Also, das ist ja schon spannend, wenn du so Reisen machst irgendwo nach China, ne, und du bist in einer völlig anderen Kulturkreis. Ja. Aber wenn du die Gelegenheit hättest, mit jemandem zu sprechen, dessen Ursprung auch ein völlig anderer ist, ne, völlig andere DNA, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt's ja diese Sporentheorie, dass irgendwie überall der gleiche Ursprung ist. Das wäre schon extrem spannend. Wie würden wir uns mit denen unterhalten? Sind wir überhaupt, selbst wenn wir irgendwie entwicklungstechnisch auf einem ähnlichen Stand sind, haben wir die gleichen Ansichten, haben wir die gleiche Sprache? Es ist schon extrem spannend. Wollen wir hoffen, dass der Blitz nicht schneller kommt als die Außerirdischen. Zumindest nicht vor unserem Hörertreffen heute Abend, weil ich würde eigentlich ganz gerne noch ein schönes Blitz noch ein Bier trinken. Ja.
Ja, spannendes Thema, spannende Studie. Und das sind also auch wissenschaftliche Paper, die man lesen kann. Also das nochmal. Ja, richtig. Ja, so was genau. Spannendes kriegt man dann halt bei euch in der Sendung geboten. Und ihr in der Regel, wenn die Sachen Open Access sind, also frei verfügbar sind, dann verlinkt ihr die ja auch. Und dann kann man, wenn man Spaß hat, diese Paper auch lesen. Muss meistens leider dem Englischen mächtig sein, das muss man einfach sagen. Aber immerhin kann man mal selber durch diese Paper durchwühlen. Und das ist eigentlich super interessant. Und das ist eine Sache, die ich an eurem Podcast halt auch sehr schätze, dass ihr das macht. Vielen Dank. So, jetzt hatte der Nikolas ja noch eine großartige Idee für diese Sendung, nämlich die 10 Fragen. Stimmt, Hosen runter. Ja, wir stellen euch 10 Fragen und ihr stellt uns quasi 10 Fragen. Genau. Darf ich anfangen? Ich habe eine nämlich bekommen. Wir hatten ja auch über Twitter aufgerufen und wir haben eine Frage bekommen, die lautete, das sollte ich euch fragen, warum macht ihr so einen fantastischen Podcast? Wobei ich die etwas umformulieren möchte, weil die Antwort könnte, ihr würdet vermutlich sagen, weil ihr es könnt. Ich würde das sagen. Ich weiß nicht, was Alexa sagt. Ich würde sagen, weil ich es kann. Ich stelle euch. Alexa weiß, sie muss. Genau. Okay, eigentlich ist damit die Frage ausreichend beantwortet. Also ich möchte noch so eine Frage hinterher schieben. Was glaubt ihr, was macht Hoaxilla erfolgreich? Also was sind so die Hauptfaktoren, warum Hoaxilla so erfolgreich ist? Ich glaube, ein bisschen was haben wir schon angesprochen im Laufe dieser Sendung, aber trotzdem nochmal. Ein Skript und ein durchgearbeitetes Konzept kann es nicht sein. Na gut, aber Konzept habt ihr ja schon gesagt. Ein Konzept ist ja schon da. Ja, ne? Also es ist eine grobe Richtlinie da. Ich weiß nicht, vielleicht waren wir einfach hartnäckig genug. Ich meine, wir machen das seit fast jede Woche seit 4,5 Jahren. Das muss irgendwann einfach jeder gehört haben. Und alle. Wir haben da ja selber viel drüber philosophiert und ich habe es ja schon gesagt, die Möglichkeiten, die sich durch diesen Podcast geboten haben, sind natürlich unglaublich für uns. Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, weil wir uns immer bemüht haben, etwas zu tun, was eigentlich jeden interessieren könnte. Ich habe das heute in der Sendung ja schon mal gesagt. Also wir haben so eine breite Themenvielfalt und für mich ein ganz großer Garant für den Erfolg ist Alexas kulturwissenschaftliche Sicht und jemand, der kulturwissenschaftlich wirklich vorgebildet ist und das aber verständlich ausdrückt und zeigt, was ist eigentlich Kulturwissenschaft? Was bedeutet Quellenkritik, wenn man sich Dinge anschaut? Das macht für viele Leute interessant. Und dann haben wir offensichtlich das Glück, dass wir vielleicht ein Stück weit sympathisch genug sind, dass Leute Lust haben, sich das jede Woche anzuhören. Selbst wenn die Themen mal nicht die Leute so sehr interessieren. Ich glaube, das ist sicherlich das Erfolgskonzept. Und tatsächlich, du hast gesagt, weil wir so hartnäckig sind, weil einfach wir inzwischen so viel im Angebot haben, dass man halt auch was findet. Und wir haben Spaß dran. Also wir würden das nicht so oft machen und so lange schon machen, wenn wir da nicht Spaß dran hätten. Und das ist auch der Grund, warum wir die Themen auch, selbst wenn wir von den Hörern ganz viel zugeschickt kriegen und auch tolle Sachen dabei sind, immer noch letzten Endes dann wirklich selber aussuchen, weil wir auch einfach Sachen machen, die uns selber interessieren. Weil sonst hältst du das so lange nicht durch. Es ist halt nicht purer Kommerz. Ja. Also das wird uns vollständig vorgeworfen, aber das ist es ja eben nicht. Ja, ausreichend beantwortet. Ja, ich bin sehr zufrieden. Warum hörst du denn dann Hoaxilla? Also ich meine, wenn du so doofe Fragen stellst. Also ich hab tatsächlich, ich sag dir jetzt nicht, warum ich Hoaxilla höre. Also könnte ich auch. Ist nicht so, dass ich das nicht möchte. Aber was ich mir bei euch abgeguckt habe oder was wir uns sicherlich abgeguckt haben, ist ein Konzept quasi, also das mein ich nämlich schon bei euch klar zu sehen. Also genau, diese Struktur, dieses Heimelige, ich weiß, wie eure Sendung abläuft. Ich weiß, ich kriege erstmal von dir, Alexa, eine Geschichte präsentiert und dann kommen so die der eigentliche Block so und nachher wird das noch aufgelöst. Das ist einfach, ich weiß so ein bisschen, was mich erwartet. Das ist so ein bisschen meins. Also ich weiß, was mich erwartet. Und ich glaube, was halt wichtig ist, gut, das zeichnet euch jetzt nicht aus, aber ich glaube, das ist wichtig für jeden Podcast, ist eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Verlässlichkeit für den Hörer. Das war uns von Anfang an auch wichtig. Wir haben gesagt, wenn wir anfangen damit, dann müssen wir alle zwei Wochen produzieren. Sonst, das haben wir halt gesehen bei den Podcasts, die uns wichtig waren,
da gehört Hoaxilla halt dazu. Man will sich halt drauf verlassen, irgendwie, auch wenn man kein Anrecht darauf hat, dass einmal die Woche für die Zugfahrt oder für die Autofahrt eure Folge zur Verfügung steht. Es gibt kaum was Schlimmeres, als auf einen seiner Lieblingspodcasts einen Monat zu warten oder so. Oder noch schlimmer, einen ganz tollen Podcast zu entdecken und dann zu sehen, dass da seit 2 Jahren keine neue Folge erschienen ist. Oh ja, das ist auch schlimm. Ich schäme mich gerade so ein bisschen, weil die Black Sweet Stories total zu kurz kommen im Moment. Ja, das ich fühle mich total angesprochen. Oh, das wollte ich nicht, aber das könntest ja, du, ja. Nächstes Jahr wird alles besser. Übrigens für mich ein Grund, überhaupt nicht in den Podcast reinzuhören. Wenn ich sehe, der hat erst regelmäßig produziert und dann länger nicht mehr. Fange ich gar nicht an zu hören. Weil ich Angst habe, dazu nah an mein Herz zu lassen und dann ist es vorbei. Dann zu okay, dann stellen wir euch mal eine Frage. Mhm. Soll ich mal? Ja. Und zwar möchten wir gerne wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich weiß das, glaube ich, nicht mehr. ich bin dazugekommen, muss man sagen. Ich habe in Essen bzw. Duisburg ja Physik studiert und irgendwann muss man sich dann auch für zumindest damals noch beim Diplom, für ein Vertiefungsfach entscheiden. Und da habe ich eine Vorlesung mit dem klangvollen Namen Dünnschicht- und Vakuumtechnologie gehört bei unserem Professor, der mittlerweile emeritiert ist. Die Vorlesung war nicht so gut besucht. Also ich habe da auch mal alleine gesessen in dieser Vorlesung, was den Professor aber nicht davon abgehalten hat, diese Vorlesung trotzdem zu halten und so zu reden, als ob 20 Leute im Raum wären. Und irgendwann ging es dann noch darum, ein Projekt da zu machen in dieser Gruppe. Und da ging es halt um Diamanten und so, das fand ich auch alles toll und bin dann in dieser Gruppe gelandet und habe dann auch meine Diplomarbeit da geschrieben und neben dem Labor gab es immer einen Raum, wo viele Leute drin saßen, unter anderem der Herr Wörl, die fleißig an irgendwas gearbeitet haben. Und zumindest versuche ich den Eindruck zu machen, ja. Ja, und dadurch, dass ich dann häufiger in dieser Arbeitsgruppe im Labor war und so weiter, haben wir uns da kennengelernt. Wir haben uns dann eine gewisse Zeit auch noch ein Büro geteilt. Das schweißt natürlich auch zusammen. Und dann sind wir noch irgendwann nach Indien gemeinsam geflogen. Ja, das hat sehr zusammengeschweißt. Das war sehr lustig. Wow. Mehrmals. Dazu kommt, ich habe mit einem Teil deiner Familie habe ich ja vorher schon kennengelernt. Ich habe mit einem, was ist das, Cousin? Gut, das führt jetzt schon etwas weit. zusammen Abi gemacht tatsächlich. Ja. Deshalb kam mir der Name Wörl so bekannt vor. Das kann nicht so negativ gewesen sein. Nee, das wird dann aber als Podcaster zusammen ganz gut funktionieren. Das haben wir nicht abgesehen, bevor wir angefangen haben. Also das. Ach, geht. Also bei die Vorlesung, die wir vorher so für Kinder und so gemacht haben, das hast du ja auch schon länger gemacht und da bin ich dann irgendwann dazugekommen. Das hat auch immer gut funktioniert und hat auch immer unglaublich viel Spaß gemacht. Das machen wir ja jetzt noch gelegentlich nicht mehr so viel wie früher, weil die Zeit die Zeit halt schlicht und einfach dafür fehlt und weiß ich nicht, irgendwann ist halt auch mal gut so, ne? Also nein, nicht irgendwann ist auch mal gut, dass man keine Lust mehr hat, sondern wenn man dann von der Uni oder vom Fachbereich irgendwie zum 8. Mal gefragt wird, ob man nicht bei der und der Veranstaltung für die Kinder auch noch eine Vorlesung machen möchte, muss man halt irgendwann sagen so, ja, prinzipiell machen wir das gerne, aber ist halt eigentlich nicht unser Hauptjob und fragt mal jemand anders. Also wir machen das immer noch sehr, sehr gerne und so weiter, aber irgendwann ist halt gut. Ne? Das ist auch in gewisser Weise natürlich ein flüchtiger, wir entfernen uns von der Frage, aber das ist ein flüchtiger, eine flüchtige Leistung. Man hält einen Vortrag für Kinder, das ist toll, aber das ist dann halt auch wieder weg. Mhm. So ein Podcast, so ein Buch, was ihr schreibt, ist halt irgendwo ein bleibender Wert. Ne? Gut, nächste Frage. Oder gibt's noch Fragen zu unserer Beziehung? Alles gut. Den Rest überlassen wir der später. Fantasie. Ja, genau. Ich fürchte, das seid ihr schon oft gefragt worden, aber ich habe zumindest die Antwort noch nie gehört, deswegen würde ich gerne die Frage hier nochmal stellen. Gibt's eine Lieblings-Hoaxilla-Folge für euch? Würdet ihr eine andere machen? Sind mehrere Fragen, ihr merkt schon, ich würdet ihr eine andere machen? Oder gibt's ein Thema, an das ihr euch noch nie rangetraut habt? Also als erstes, gibt's eine Lieblingsfolge für euch? Also generell mag ich die Folgen, die so in Richtung Untote und Vampire gehen, sehr gern. Also es ist einmal diese Dracula-Geschichte, die wir mal gemacht haben.
Und dann haben wir auch nochmal, wir haben eine eigene Folge zu den gefährlichen Toten gemacht, ne? Mhm. Genau, ja, das ist, das war schon an der Uni so mein Steckenpferd, da habe ich auch mehrere Seminararbeiten drüber geschrieben. Das finde ich super spannend, sowas mag ich. Also gibt's, darf ich eine kurze Zwischenfrage? Gibt es da eine Limitierung? Also beim Omega Tau Podcast ist es so, der Markus würde am liebsten immer Folgen übers Fliegen machen. ich glaube übers Fliegen und Militärflugzeuge, will ich mich so, das ist die größte Faszination für ihn. Und Nora sagt halt, also es gibt wohl so eine Quote. Also jede x-te Folge darf irgendwas mit Militärflugzeugen oder Flugzeugen, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, sein. Habt ihr auch sowas? Also dass ihr sagt, ja gut, wir können jetzt nicht schon wieder über irgendwelche, also wir können jetzt nicht wieder so eine schwarze Folge machen oder. Aber bisher hat sich das sowieso immer ganz gut gemischt, ja, eigentlich. Also, ne? Also wir versuchen das schon, dass sich das nicht so knubbelt, aber wir haben da nicht eine Quote oder etwas, auf das wir achten. Da sind wir einfach lustgetrieben und die Redaktionskonferenz ist aber, wir schmeißen vier Themen uns gegenseitig in den Kopf und dann gibt's immer eins, auf das wir dann beide gerade Bock haben, ja, und dann passiert das einfach und dann, dann machen wir das. Lieblingsfolge, da könnte ich jetzt so die mediengeschulte Antwort geben, die ich sage, immer die aktuelle, an der ich gerade arbeite. Oh, sehr gut. Ja, das lassen wir mal ruhig. Aber ich hab tatsächlich, also eine meiner Lieblingsfolgen sind immer die Folgen, wo wir die Gelegenheit haben, mit Menschen zu sprechen, mit denen wir niemals hätten sprechen können, wenn wir das Projekt nicht gestartet haben. Dazu gehört zum Beispiel der Professor für Raumfahrtmedizin, den wir mal treffen durften, oder aber jetzt, als wir hier Sophia in Hamburg besucht haben, mit dem NASA-Projektleiter von Sophia reden zu können. Ah ja, das sind so Begegnungen, so wo du das bleibt einfach hängen, weil jetzt komme ich mir ganz trivial vor. Ja, das ist was? Warum trivial? Naja, ich hier so mit meinen Vampiren und er hier mit Sophia. Ja, aber du warst so dabei, oder? Ja. Ach so. Stimmt, zum Glück, ja. Da warst du ja auch bei, ja. Genau. Ja, aber das ist so das, wo ich sag, das sind die Dinge, die mich doch immer sehr bewegen. Aber da sind es dann auch die Themen, das eine, das andere, sondern eben solche Menschen auch mal zu treffen und dann da einfach auch mal sich selber ein Bild davon zu machen, weil irgendwie so NASA-Projektchef, da hat so jeder so seine Vorstellung, von mal einen getroffen zu haben. Die stimmen alle. Und die stimmen alle, die sind so unglaublich glatt, das ist einfach unfassbar, das sind solche Amis, das ist der Oberkracher. Das sind sicherlich die besonderen Folgen. Es gibt eine Religionsgemeinschaft in Anführungsstrichen, an die haben wir uns noch nicht herangewagt, aus gewissen Gründen, weil wir da doch auch befürchten, schnell abgemahnt zu werden oder vielleicht irgendwelche schwarzen Autos dann bei uns wochenlang vor der Tür stehen und da scheuen wir im Moment noch zurück. Wobei bei den Büchern, also wenn ich an das Stollbuch denke oder hier die neue Schwabenland-Geschichte, an der ihr gerade arbeitet, ein bisschen Risiko ist da doch auch bei den Leuten auf den Schlips zu treten. Tatsächlich, das tun wir und auch den Chemtrail-Leuten natürlich gewalttätig. Ja, aber ich finde, das ist für mich eine Geschichte. Gegen rechts muss ich aufstehen. Ja. Also gegen rechts Gedankengut muss ich mich wehren und da muss ich einfach auch Flagge zeigen und da mache ich mehr als vielleicht mit anderen Dingen, weil das. Also diese Pegida-Geschichte gerade wieder, wenn Faschismus wieder anfängt in unserem Land, das hat übrigens nichts mit Religionskritik zu tun, was da passiert, sondern es ist einfach Rassismus und Faschismus, was da stattfindet. Das kann ich nicht gut heißen. Ja. Okay. Soll ich mal? Ja, mach hier? Du, genau, so. Stimmt. Warum trinkt ihr eigentlich immer so viel Bier? Gegenfrage, warum trinkt ihr so wenig? Wir machen es ja nicht öffentlich. Also da fällt mir übrigens gerade ein, der Hoaxmaster hat mir heute Morgen noch geschrieben, also er wollte Bier kaufen für dich und für uns. Und ich habe gesagt, ist doch nicht nötig, wir kommen vom Bahnhof. Ich frage dich, ob du Bier haben willst. Das habe ich verschwitzt. Sorry. Ja. Sehr gut versorgt. Oh je. Kaffee. Ja, Rainer, das ist aber eine Frage an dich. Das ist eine gute Frage. Ja, du trinkst aber auch mal mit. Ja, mir. Ich aber gezwungen. Sozusagen. Ja, ey, stell mich nicht so hin, als ich trinke nicht so gerne. Ich glaube,
Wie ist das gekommen, dass wir damit angefangen haben? Naja, also der Punkt ist halt, wir nehmen halt immer abends auf irgendwie. Ja, ne? So um 18 Uhr nach der Arbeit, wir bleiben im Büro und nehmen dann die Folgen auf. Und irgendwie ist das dann schon so, wir machen jetzt mal Feierabend. Ja, ein Bierchen aufmachen. Und dann machen wir uns ein Bierchen auf. Also ja, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Also das steht jetzt kein... Das pöttische Feierabendbier. Ja, genau, ja. Genau, und da kann man so einen schönen Querschnitt durch die Biere dieser Welt geben. Es hat sich in gewisser Weise dann halt verselbstständigt, weil Leute uns angefangen haben, Bier zu schicken, ja, weil sie das Gefühl hatten, damit können sie uns am meisten motivieren, weiter zu podcasten. Jetzt trinken wir natürlich das Bier, was die Leute uns geschickt haben. Und das ist ja auch lustig, dann mal diese Biermarken anzusprechen, die aus den verschiedenen Winkeln dieses schönen Landes kommen. Deswegen trinken wir Bier, aber das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Wir hatten auch schon mal Wein. Aber aus Experimental. Ja, richtig. Experimentell. Da gab es ein Experiment, was wir durchgeführt haben. Ja. Okay. Ich habe eine Frage, die muss ich zurückstellen. Dann fange ich mit der hier an. Alexander, was ist Alexas größte Stärke beim Podcasten oder zumindest hier? Vielleicht nicht beim Podcasten allein, aber bei diesem Komplex eurer Projekte. Alexa, also ich habe ja, was ja hinlänglich bekannt ist, ein Fulltime-Daily-Job, ein 40-Stunden-Bürojob, manchmal auch mehr Stunden in der Woche. Und Alexa hat das unglaubliche Talent, im Hintergrund mir den Rücken frei zu halten. Also Mails beantworten, Recherchen aufzubereiten. Sehr häufig ist es so, dass bei Themen, die jetzt nicht so aus meinem eigenen Saft kommen, also wenn wir demnächst mal wieder vielleicht irgendwas zur Raumfahrt machen oder so, das sind so die Themen, wo ich dann sowieso ganz viel lese und ganz viel weiß. Bei allen anderen Themen ist es ganz häufig so, dass Alexa mir eine Liste irgendwann schickt mit Links oder Artikel mir ausdruckt und hinlegt und sagt, lies. Und dann ist das so gut vorbereitet, dass ich da also wie in so einen Handschuh reinschlüpfen kann und kann die Folge machen. Seit Alexa jetzt selbstständig ist, ist es auch so, dass sie ganz viele Interviewanfragen oder so, da schreibt sie ganz viel vorab schon von den Texten, ist in der Lage natürlich, wir sind im Januar sind wir 17 Jahre ein Paar, ganz viel von dem, was ich antworten würde, schon so zu formulieren, dass ich das gar nicht mehr schreiben muss, sondern ich lese es dann nur noch mal schnell durch und gebe so ein, zwei Mal meine persönliche Note zu gewissen Punkten ab. Und das ist sicherlich eine große Stärke, dass sie so auf der kommunikativen Ebene und auch auf der Rechercheebene mir sehr viel in den Rücken frei hält. Würde ich so sagen, als Antwort. Das klingt gut, ja. Reinhard, warum hältst du mir nicht den Rücken frei? Hallo? Also bist du die Alexa in eurer Beziehung? Ja. Ich bin immer nur so der Notanker. Wenn man irgendwie so keine Lösung mehr hat, schmeiß mal hin, mal gucken, ob der das noch irgendwie gelöst kriegt. Ja. Okay, dann stelle ich mal die nächste Frage. Die ist jetzt sehr persönlich, aber so, wenn es kein Bier gibt, machen wir es einfach ohne Alkohol. Dann müsst ihr jetzt durch. Seid ihr Singles? Ja. Ja. Das Leben eines einsamen Physikers. Ja, du lebst das, du lebst den Traum quasi. Nein. Ja, genau. Ja, also Interessensbekundung wäre also an Reinhard Remfort. Wieder. Bitte. Und ich kann. Er hat gewisse Stärken, die verbirgt er. Ja, sehr gekonnt. Nein, ich. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich wiederum bin dann völlig untypisch offensichtlich für einen Physiker verheiratet und habe einen klasse Sohn, 6 Jahre. Und eine ganz reizende Ehefrau. Ja, die ihr ja schon kennengelernt habt. Genau, ja, eine tolle Frau, die mir wiederum den Rücken frei hält für die ganzen Spinnereien, die ich hier immer mache und bei denen ich mich gerne ausprobiere und mir da den Rücken stärkt und vor allem auch positives Feedback geben, was ja auch dann immer wichtig ist. Ja. Alexa, ich habe gerade Alexander schon gefragt nach seinen größten Stärken. Du warst kurz aus dem Raum. Was ist Alexanders größte Stärke beim Podcasten oder bei all diesen Projekten, die ihr so macht? Er hat einen Plan. Er ist immer derjenige mit dem Überblick über das große Ganze. Und was ich wirklich, also von A bis Z, jetzt vom Anfang des Projekts bis jetzt einfach faszinierend fand, war,
dass er da so eine Vision hatte von Hoaxilla als Marke, die also wirklich in so ja einem Gespräch von, was war das damals, weiß ich nicht, einer Viertelstunde oder so oder einer halben Stunde entstanden ist und sich bis jetzt stringent irgendwie durchzieht durch alles. Da wirklich, da kann ich nur sagen, Hut ab. Du hast ein tolles Gespür für Trends. Ja, also muss ich wirklich sagen, das kann er. Also er hat irgendwie immer das Gefühl dafür, was geht und was man am besten lassen sollte. Das sind so alles Sachen, die mir irgendwie fehlen, weil ich da so manchmal ein bisschen versponnen irgendwie so an den Themen sitze und dann irgendwie denke, ach, das würde ich gerne mal machen. Das vielleicht nicht so gerne. Und er ist dann immer derjenige, der sagt, na, da sollten wir lieber mal ein bisschen was anderes machen oder was anders aufziehen oder so, so und so. Und dann, wenn ich auf dich höre, läuft das meistens. Ich habe ein Gesicht für Podcasting. Genau. Das ist, glaube ich, ja. Ja, das, ja, okay. Ja, die nächste Frage geht an Reinhard, oh. Weil man es bei ihm mehr sieht. Ich weiß ja nicht, was bei Nikolas ist, kann er vielleicht ja auch nochmal sagen. Warum hast du so viele Tattoos? Das ist eine lange Geschichte. Nein, das hat tatsächlich mal mit einem relativ kleinen Tattoo auf meinem linken Oberarm, nee, auf der Schulter eigentlich angefangen, das geschichtlich mit meinen Eltern zu tun hat, was ich jetzt aber nicht weiter erwähnen möchte, also nicht weiter erklären möchte. Und dann hat sich's begeben, dass in meinem Freundeskreis eine Tätowiererin ist, die ihr Tattoo-Studio zwei Häuser weiter hat. Sehr praktisch, okay. Ja, das ist äußerst praktisch. Und in meinem Freundeskreis generell auch relativ viele tätowierte Leute waren. Und das gipfelte vor 2 Jahren irgendwann im Tattoo-Wichteln zu Weihnachten. Also wo jeder ein Motiv vorschlägt und wir dann Lose ziehen, wer was bekommt. Und das war sehr lustig. Und wenn ich möchte hinzufügen, der Reinhard hat eine der Nieten gezogen. Ja, das ist Ansichtssache. Manche Leute finden das echt gut. Also, ich habe schon gesehen, es ist nicht so schlimm. Ja, ich kann damit mittlerweile sehr gut leben. Das, ja, und irgendwann, das wird dir wahrscheinlich jeder sagen, der irgendwann mal mit Tattoos angefangen hat, so wenn du da, weiß ich nicht, also wenn du einmal mit angefangen hast und dann auch so, wie gesagt, noch eine Tätowiererin im Freundeskreis, mit der ich immer noch gut befreundet bin und du dafür auch quasi nichts mehr zahlst, sondern nur so dieses Verbrauchsmaterial im Grunde, ja, dann macht halt Spaß irgendwann, ne? Und es ist auch gar nicht so schlimm schmerzhaft, wie sich das immer alle vorstellen. Tut ein bisschen weh, je nachdem wo, aber ist ganz lustig. Ich mag das. Also ist halt, ne, ob man das mag oder nicht, ist Geschmackssache. Nikolas. Abgesehen von den 3 Ringen durch mein primäres Geschlecht. Deswegen klickert das hier immer so. Nein, ich glaube, ich bin für derlei Körperschmuck zu verkopft, weil ich habe da eine große Faszination für und habe mich lange damit oder gerungen, nach den entsprechenden Motiven zu suchen. Und am Ende habe ich es halt... es musste halt immer sinnbehaftet sein und es musste tragen für mein gesamtes Leben. Und wenn man so verkopft an sowas das rangeht, ist bei mir, bei allem. Besser ist es so wie der Reinhard, der tätowiert sich einfach jeden Mist drauf. Das stimmt nicht. Da habe ich mal, also bitte, hab ich mal so einen Diamant hingeschmiert für eine meiner Vorlesungen, den hat er sich auch tätowieren lassen. Hallo? Das finde ich aber nebenbei. Aber das sieht schweinegeil aus. Ja, danke. Das also cool. Bitte, wenn, also... Nein, aber jetzt bin ich zutiefst enttäuscht. Ich nehme das zurück, das war jetzt nur für den Gag. Ja. Ich fand, als ich ihn kennengelernt habe, hat er ja tatsächlich nur dieses eine Tattoo, dieses familiäre, ja. Und das fand ich extrem toll. Darf ich sagen, das sind Bilder, die deinen Eltern was bedeuten würden sozusagen? Ja. Und das finde ich extrem toll, seine Herkunft so auf seinem Körper zu. Und meine zu Hausnummer. War da auch noch bei. Da sind wir beim Thema. Ich dahin. Wenn ihm die Ideen ausgehen, ja, dann sind das halt auch schon mal Hausnummer. Nein, jedes meiner Tattoos, die ich habe, es sind mittlerweile relativ viele, ist in irgendeiner Form sinnbehaftet, beziehungsweise spiegelt einen Abschnitt meines Lebens wider. Der DeLorean auf deiner Brust beispielsweise. Welchen glorreichen Abschnitt deines Lebens? Der wird 2015 auch wieder witzig. Ja, richtig. Wichtig. Kommt alles wieder. Okay. Ja. Ich glaube, haben wir umfassend beantwortet. Ich glaube auch. Da steht doch noch ein Mark Twain-Zitat neben. Neben dem DeLorean? Ja. Habe ich dich so lange nicht mehr nackt gesehen? Ja. Das habe ich auch nicht gesehen, als er sich ausgezogen hat. Zeige ich euch nachher mal.
Ja, gut. Ja, ausreichend beantwortet. An dieser Stelle, ein großartiges Tattoo-Studio in Essen ist Black and Gold Tattoo in Essen-Frohnhausen. Werbung im Podcast, ganz schlimm. So weit ist gekommen. Ja, genau. Die Hoaxillas verkaufen sich. Ich habe eine gewisse Faszination dafür, dass ihr schon sehr unterschiedliche Podcasts ausprobiert habt, unterschiedliche Formate. Ich wollte mal fragen, wie ihr so die unterschiedliche Dynamik bei Gesprächen mit einem Gesprächspartner beziehungsweise drei weiteren hast du schon mal gemacht, ne, glaube ich. Also mit vier Leuten insgesamt. Mit vier Leuten haben wir schon ein, zweimal gemacht, ja. Aber regelhaft sind es eigentlich mal drei Personen, das ist so. Aber ihr habt ja auch ein Format, was nur eine Person beinhaltet. Also ich weiß noch nicht genau, wo diese Frage hinführen soll, aber versucht einfach mal darüber zu. Für mich könnte ich es mir unheimlich schwer nur vorstellen, alleine vor einem Mikrofon zu sitzen. Sweet Stories, ja, sag mal was. Also ich hatte eine Zeit lang mal die Ambition, das ist auch ziemlich bescheuert, ich habe weder eine Sprecherausbildung noch sonst irgendwas in der Richtung gemacht, habe mir aber irgendwann mal eingebildet, ich könnte ganz toll Hörbücher einsprechen. Und vor diesem Hintergrund habe ich angefangen, irgendwann mal Hörproben anzufertigen und dann meinte Alexander auch vor dem Hintergrund meiner drohenden Selbstständigkeit, die auch enthält, dass ich diese biografischen Interviews mache, diese Lebenslinien-Hörbiografien, dass ich doch mal Audioproduktion üben sollte, weil Huxilla macht er. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach doch da irgendwie aus deinem Vorlesedingsbums da einen Podcast. Und dann habe ich mich vors Mikro gesetzt und angefangen zu lesen. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, weil das Projekt halt steht und fällt mit dem Krempel, den du da machst, ja. Und es ist eine Schweinearbeit. Ich schneide sehr viel, also es gibt sicher Leute, die sowas machen und die lesen den Krempel, bevor sie ihn vorlesen und aufnehmen. Das mache ich nicht. Dafür sitze ich dann hinterher irgendwie für eine halbe Stunde Podcast, anderthalb Stunden und schneide das Ding. Das ist einfach furchtbar viel Arbeit, aber du hast natürlich den Vorteil, du bist nur alleine verantwortlich. Ich stelle mir vor, also das ist bei Huxilla manchmal so und bei mehr Leuten natürlich entsprechend eventuell öfter. Wenn dann einer mal schlecht drauf ist von den Leuten, die da mitmachen, dann musst du das als Gruppe irgendwie mittragen und dich dann irgendwie drauf einstellen und versuchen, das abzufangen. Das ist natürlich nicht so, wenn du wirklich dann alles nur alleine machst. Das Pech hatte ich bisher zum Glück noch nicht. Das ist gar nicht das Schlimmste. Was ich furchtbar anstrengend finde, ist, wenn ich Podcasts mit mehreren Leuten aufnehme, machen wir das in der Regel ja über Skype. Das heißt, wir sind ja nicht zusammen. Und das erfordert eine unfassbar hohe Disziplin, zu merken, wann kann ich was sagen, den anderen Gesprächspartner nicht zu unterbrechen. Das ist bei, bei drei Leuten schon extrem schwierig. Wir skypen in der Regel auch ohne Bild oder so, weil das natürlich auch die Audioqualität verbessert, wenn man das ohne Bild macht. Und das empfinde ich als sehr anstrengend. Es ist aber, also gerade beim Psychotalk zum Beispiel so, dass es uns, glaube ich, viel Spaß macht, weil wir drei uns sehr schätzen und wir haben nicht so oft die Gelegenheit, ausführlich miteinander zu reden. Und das hat so zwei Ebenen, dieser Podcast. Wir reden auch viel miteinander, reden über die Themen, die spannend sind. Aber das ist anders als jetzt hier mit vier Personen sitzen, weil wir können uns anschauen, man kann sich ein bisschen ein Zeichen geben, wer will was sagen. Das hast du halt alles nicht, wenn du es per Skype machst. Und ich bin nach einer Sendung Psychotalk zum Beispiel immer extrem geschafft. Also das ist unfassbar anstrengend und das unterschätzen, glaube ich, Leute, das Podcasting, ihr kennt das auch, echt auch anstrengend ist. Also so eine Sendung zu produzieren, die halbwegs unterhaltsam sein soll, ist auch wirklich eine anstrengende Angelegenheit. Und wenn das vorbei ist, ist man froh, wenn es vorbei ist. Und das ist, wenn du viele Formate hast, viele unterschiedliche Formate, ist halt einfach viel zu tun. Also wir sind ja nicht jeden Abend zusammen vorm Fernseher, sondern sehr häufig sitze ich dann wieder vorm Rechner und skype mit Ewald Habsburg oder mache den Firefly-Cast oder mache mit dem Christian Bednarek Schall und Rauch oder wir machen den Psychotalk. Also irgendwas ist immer. Und alles per Skype ist halt anstrengend. Also direkter Kontakt ist immer einfacher. Beantwortet das die Frage, die du nicht formulieren konntest? Ja, ist perfekt, ja. Beantwortet das die Frage, die nie gestellt wurde? Also bei uns ist es, also ich bin halt selten in dieser Situation mit vier Mann zu podcasten, so wie heute jetzt, aber finde ich extrem angenehm, muss ich sagen, weil kannst dich zwischendurch ein bisschen mehr zurücknehmen. Genau, du kannst dich auch mal zurücknehmen. Bei uns zu zweit geht's halt überhaupt nicht. Da bist du halt drei Stunden lang am Limit. Also du musst halt ständig in diesem Gespräch sein. Und das ist genau, wie er gerade gesagt hat, wenn sich dann einer zurücknimmt und du musst halt mit auffangen, dann ist halt extrem schwierig. Ja. Reinhard ist ja auch so ein Phlegmat.
Der Blick ist schön. Schade, dass man den Blick nicht überwachen kann. Nein, Quatsch. Das macht es natürlich, mit Reinhard ist es halt überhaupt kein, man muss sich halt nicht auf den Partner einstellen, weil man sich einfach schon super gut kennt und man spielt sich einfach die Idee. Stellt sich gar nicht auf dich ein, ne? Ich erwarte einfach, dass er hinterher trabt. Nein, wir funktionieren einfach ganz gut, ohne dass es Arbeit ist. Aber am Ende von so einem 3-Stunden-Sendung, 3 Stunden, dann den Puls hochhalten und die Stimmung irgendwie oder du versuchst ja auch irgendwie Wissenschaft mit Enthusiasmus zu übermitteln, da bist du natürlich alle. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn du 3 Stunden lang Energie gibst, dann bist du am Ende platt, keine Frage. Ja. Ihr redet ja auch keinen Blödsinn. Also ist ja schon mit Verstand. Nach Möglichkeit nicht, ne? Ja. Wir kommen in Zeitnot, ne? Ja, aber wir müssen. Oh Gott, Gott. Hier, frag die Bart mal. Oh, da müssen wir. Ja, die nächste Frage ist auch eine sehr, sehr schöne Frage. Habt ihr viele Groupies? Groupies? Nee. Noch nicht. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, weiß ich nicht. Ich war schon unglaublich fasziniert, dass überhaupt irgendjemand gekommen ist, als wir gesagt haben, wir machen mal hier so ein Hörertreffen. Wenn mal einer kommen möchte, mit uns ein Bier trinken, komm vorbei. Und da waren über 20 Leute da. Das war Hammer. Also da war ich extrem fasziniert. Ich meine, ich war ja schon überrascht, als wir, wie gesagt, das erste Mal festgestellt haben, dass es Leute hören, die uns nicht kennen. Das fand ich schon faszinierend. Also, ich weiß nicht, Groupies haben wir, glaube ich, nicht. Hallo, wir sind Physiker. Weißt du? Da ist keine Chance. Also. Ja. Wir machen ein bisschen Dampf, ne? Ja, ja. Wir müssen ja hier irgendwie durchkommen. Deine Frau hört zu, ich verstehe. Das will ich schwer hoffen, dass sie zuhört. Welche Beziehung habt ihr zu Duisburg? Geht wahrscheinlich schnell. Ich habe eure Pressefotos nämlich gesehen und die habt ihr im Landschaftspark aufgenommen. Und das Lustige ist, ich kletter gelegentlich im Landschaftspark. Und ihr posiert halt auch einmal vor einer Kletterroute. Steht hinter euch irgendwie so eine Bezeichnung von der Kletterroute. Ja. Habt ihr irgendeine Beziehung zu Duisburg oder bot sich das an? Das bot sich an, weil wir einen Fotografen kennen, der freundlicherweise die Bilder gemacht hat und der das als Location vorgeschlagen hat. Ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte das sonst nicht so auf dem Schirm gehabt, war aber total dankbar für diese Anregung, weil das echt großartig war. Also da gab es so viel zu entdecken, da hätten wir, glaube ich, auch noch, wir hätten zu wenig Zeit, aber wir hätten da echt noch Stunden so rumrennen können, uns das alles angucken können. Ja. Wenn ihr das nächste Mal im Ruhrgebiet seid, möchte ich euch dann nochmal abends durchführen. Oder gibt es so Fackelzüge durch diese Industrie? Wart ihr schon mal oben auf diesem Turm? Da gibt es auch noch Fotos. Es gibt deutlich mehr Fotos, als veröffentlicht worden sind. Es gibt auch welche da oben. Es gibt in Duisburg Fackelzüge. Oh Gott. Das ist eine andere Geschichte, das soll ein andermal erzählen. Oh Gott. Ja, eine Frage, die ähnlich in die Richtung geht. Lass mich noch weil wir in Duisburg sind. Da schließt sich nämlich der Kreis. Ich hatte ja am Anfang der Sendung von Monsterspinnen im Ruhrgebiet gesprochen. Genau. Die Bild-Zeitung oder dieser Artikel bezog sich auf diese alten Industrieanlagen, in denen sich wohl irgendeine Monsterspinne, die aber dann tatsächlich nicht so groß ist, wie es suggeriert wurde, ansiedelt. Und ich kenne diese Monsterspinnen auch aus diesen Kletterrouten, also in diesen Felsspalten, da sitzen halt so Weberknechtartige. Das ist schade, dann kann ich da jetzt leider nicht mehr hin. Oh. Ich bin übrigens auch arachnophob. Geht gar nicht. Da gibt's tolle, könnte ich tolle Geschichten erzählen, wenn du so Risskletter machst und da sitzen die Spinnen drin, dass du dann so reingreifen musst, ohne zu wissen, was da für Spinnen sind. Mhm. Und wenn da diese wallenden Nester aus diesen Weberknechtartigen Spinnen sitzt, die laufen dann in ihrer nackten Panik natürlich über deinen Arm und über deinen Oberkörper und du hast dann die Wahl, lässt du los und fällst oder erträgst eben diese Angst. Das ist eine Grenzerfahrung, total. Die ich nicht brauche. Okay. Total super. Okay, so viel zu dir. Gott. Die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung der Fragen, die du uns schon so gestellt hast. Wie ist bei euch so die Aufgabenverteilung beim Podcasten? Ja, er macht die Struktur, ich nicht. Fertig. Ich glaube, Reinhard möchte da nicht länger drüber reden. Der Nikolas macht halt diese ganze Struktur, das ganze Vorbereiten und so weiter. Ich bereite meist nur meine 2 Themen vor und gelegentlich mal ein Experiment. Wenn die Musik gut ist, habe ich sie rausgesucht. Und ich mache den Technik-Scheiß dahinter. Also das Blog, den Feed, das Hochladen und den ganzen anderen Müll. Ja. Macht aber doch mehr als... Nach außen hin den Eindruck. Ja, auch so kommuniziert. Du hattest noch... Ja,
Die, ich bin so geboren also, worden. Es sind zwei Fragen, die ich unbedingt noch loswerden möchte. Die könnt ihr auch ruhig sehr kurz beantworten. Nummer eins ist, wo zur Hölle findet ihr eure Themen? Jetzt sag nicht im Internet. doch. Okay, also googeln. Oder das Leben. So von Klick zu Klick, wenn man sich mit Leuten unterhält. Das auch, aber ja, so. Aber wir haben am Anfang, also die ursprüngliche Liste waren 30 Themen. Da haben wir gesagt, ja. 30 Sendungen, kommen noch ein paar dazu, dann haben wir ein Jahr voll. Und dann von allen Seiten. Ja, also es gibt gewisse Foren, wo wir uns rumtreiben, also durchaus auch mal so, wo esoterische Themen besprochen werden, einfach mal um zu gucken, was gerade so angesagt ist an Themen in der Richtung. Dann gibt's wahnsinnig viele Einsendungen von Hörern. Ah, okay, ja. Und da sind dann echt auch Sachen dabei, da würden wir nie drauf kommen. Ja. Also diese Geschichte mit dem Somerton Man damals, ja. Mit diesem Typen, der dann in Australien gefunden wurde und von dem keiner weiß, wer der war, da hätte ich im Leben nicht. Bei die Schiff gedacht. Urang Medan, jetzt ja. Einer von den neueren Folgen, ja. Das war mir auch nie begegnet. Ja. Und inzwischen, jetzt wissen die Leute ja, wer wir sind, was wir machen, also auch in unserem Bekanntenkreis. Und ja. Es vergeht eigentlich kein Abend, okay, wo du irgendwie mal essen gehst oder so. Und er sagt, hier, ich habe übrigens mal eine Geschichte für euch. Das ist natürlich cool, ja. Und das beschleunigt dann einfach das. Und die Liste ist halt nie kürzer, sondern immer nur länger geworden an Themen. Okay. Dann direkt noch die zweite Frage hinterher. Und zwar die Frage, die man jeder guten Rockband stellt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Er war's. Hoax war mir ein Begriff und ich wollte, aber irgendwie, ich wollte was haben, was nicht gab, was immer eingängig ist. Und ich bin ganz, ganz schlecht in sowas. Ich habe sogar schon Probleme, Titel für irgendwelche Romane zu finden, die ich gerne schreiben würde. Das ist ganz grauenvoll. Das kann aber auch manchmal sehr schwer sein. Also ein Titel ist ja auch immer was so relativ Wichtiges, aha, ne? So was, eben, den, genau. Was den Leuten so als erstes begegnet und da was zu finden, wo man sagt so, ja, ist gut. Das war einfach eingängig und es war so eine Zeit, wo in der Firma, in der wir waren, man sich entschlossen hatte, von Internet Explorer auf Mozilla umzusteigen. Und Godzilla kannte jeder und das war irgendwie, und dann habe ich immer gesagt Hoaxilla und das klang irgendwie gut. Und dann habe ich halt das Netz aufgemacht und habe das eingegeben und es gab eigentlich nichts, was so hieß. Und habe gedacht, okay, das gibt's nicht, das machen wir jetzt in unserem eigenen. Aber das war so eine Entscheidung von vielleicht 10 Minuten. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Das ist so dieser eine Moment, wo dir was Gutes einfällt. Ja. Ich habe beim Skeptoskop damals, habe ich unfassbar gelitten. Da habe ich, glaube ich, 4, 5, 6 Wochen lang überlegt, wie das Ding heißen soll. Hatte dann Skeptalk und habe gedacht, Skeptalk, das ist geil. Und dann habe ich geguckt und dann gab's das. Ja. Also das war einfach ein Glücksgriff an der Stelle. Sheer dumb luck. Ja. Und heute ist der Rest ist Geschichte. Okay, dann haben wir hier noch eine Frage, die man Physikern immer stellen muss. Also ihr schießt da mit irgendwelchen Lasern auf Diamanten rum und züchtet die da irgendwie. Das mag ganz spannend sein, aber finanziell lohnt sich das ja auch nicht. Physik, ey, warum zur Hölle nicht Astronomie oder Quantenphysik? Das sind auch so Entscheidungen, das hängt dann häufig auch an Menschen. Ne? Du fängst an, Physik zu studieren. Ja. Also ich wurde irgendwann mal in der 9. Klasse gefragt, was willst du aus deinem Leben machen von einem Lehrer? Da habe ich gesagt, ich werde Astrophysiker. Das fand er sehr beeindruckend, dass ich schon weiß, wo ich hin will. Hat aber ein bisschen angezweifelt, dass ich dazu in der Lage sein werde. Also ich habe tatsächlich schon angefangen so mit dem Gedanken, ich werde Astronaut oder Astrophysiker, um Physik zu studieren. Dann hängt es aber häufig an Personen. Du lernst Professoren kennen, die Themen machen, die dich interessieren und die dich aber als Person insbesondere faszinieren. Und ich bin halt in Kontakt geraten mit einem Professor, der sich eben mit dieser gesamten dieser Oberflächenphysik, die wir jetzt machen, beschäftigt. Und der hat mich als Person einfach, den wollte ich als Mentor haben. Oder der hat mich als Person so fasziniert, dass ich mit ihm arbeiten wollte. Und so kommt's dann. Dann stehen so ein bisschen, ja, das ist die Mischung dann halt aus Themen und den Personen, die dahinter stehen. Glaube ich, oft der Fall. Genauso wie du gerade schon gesagt hast, wie es bei euch im Podcast auch ist. Ne? Das sind die Themen, aber auch die Personen, die es verkaufen können. Ja, bei mir, ich habe ja vorher mal was anderes studiert. Ich habe tatsächlich 2 Semester Maschinenbau studiert, direkt nach dem Abi, weil ich großer Fan der Sendung mit der Maus war und immer gedacht habe, Maschinenbau wäre so das, wie entsteht
eine, weiß nicht, Heftzwecke oder Büroklammer oder so. Die Was passiert dann Maschine? Ja, ja, genau. Hab dann gemerkt, so, nee, ist viel Mathe und so, ist doof und. Hast du dann Physik gemacht? Das ja, ist deutlich, deutlich, deutlich besser. Moment. Nee, vor allem, was ich überhaupt nicht konnte, war so Konstruktion. Da war ich richtig mies drin. Was ich aber gut konnte und was mir auch richtig Spaß gemacht hat, war Werkstofftechnik. Ich fand Werkstofftechnik unglaublich spannend und habe dann festgestellt, also in Chemie fand ich auch toll, habe ich auch beim Maschinenbau noch nebenbei gehabt. Die beiden Sachen fand ich toll und habe dann gemerkt, ja, eigentlich ist das alles Physik. Das ist eigentlich nur eine Wissenschaft. Und hab dann gesagt, ja komm, machst du Physik. Da war natürlich noch mehr Mathe und so, aber hat halt irgendwie funktioniert und ich bin dann ja auch irgendwie jetzt doch wieder bei Werkstoffen gelandet, halt bei so einer Mischung, also bei technischer Physik, bei so einer Mischung aus Werkstofftechnik, Oberflächenphysik, Quantenmechanik, das ist so alles ineinander übergreifend und wie Niklas gerade auch schon sagte, es hängt irgendwann an den Menschen. Ne? Ich meine, ein Thema kann noch so interessant sein, wenn du da einen scheiß Prof hast, dann ist halt doof. Dann kommst du da auch nicht weit. Und ein Thema kann weiß nicht, im ersten Anschein erwecken, dass es unglaublich langweilig ist, aber wenn du es ordentlich erklärt bekommst und da interessante Menschen hast, mit denen du das machst, kann es halt unglaublich gut sein. Ich meine, wie hört sich das an? Dünnschicht und Vakuumtechnologie. Naja, so, aber wenn Dünnschicht den Leuten, klingt für mich immer was. Ja, das höre ich auch häufig. aber wenn du den Leuten dann erzählst, so, ja, wir machen da synthetische Diamanten mit und in einem Plasma und dann wird es plötzlich viel interessanter und dann ist es doch wieder toll. Und so bin ich da halt dann hängen geblieben. Wir haben nur noch eine Frage, weil der Reinhard gerade zwei gestellt hat. Soll ich unsere letzte abfeuern? Ja, hau raus. Für euch oder für uns, warum podcastet ihr? Soll ich? Ich habe eine ganz kurze Antwort. Ja, okay. Weil ich den Scheiß selber hören will, aber es macht ihn keiner. Sehr schön, ja. Das passt eigentlich sehr gut. Gut. Dann dürfen wir auch nur noch eine, ne? Du kannst auch beide noch stellen. Wir machen es schnell und kurz. Und der Reinhard hat gerade unverschämterweise zwei gestellt, hintereinander weg. Ja. Also ihr sagt ja, dass das nur eine Randentscheidung Erscheinung eures Podcasts ist, aber... Sie lösen ja wirklich Begeisterung aus, eure Intros. Wo kriegt ihr die Ideen her? Als wir damit, also die gibt's ja seit Folge 3 oder 4 oder so gibt's diese Intros. Und wir haben am Anfang kurz überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen oder nicht, weil wir Angst hatten, dass uns die Ideen ausgehen. Und das ist ja doof, wenn man so 3, 4 gemacht hat und dann gehen einem plötzlich Ideen aus. Viele der Intros oder eigentlich fast alle hat Nikolas bis jetzt gemacht, wobei ich gelegentlich auch mal Ideengeber war dabei. Und wir haben Ideen auf Halde liegen im Grunde. Also die gehen einem tatsächlich nicht aus. Man kann zu jedem Scheiß ein Intro machen und das sind halt so popkulturelle Referenzen, die kannst du einfach, das ist halt immer eine Gratwanderung, da musst du musst halt ein bisschen gucken, was können die Leute noch alle kennen. Ja. Oder auch so einfach Alltagserfahrung. Wir haben zum Beispiel dieses eine Intro, wo vorne irgendein Physiker auf Englisch was erzählt und irgendein Physiker ist tatsächlich ein sehr berühmter Nobelpreisträger und wir uns dann unterhalten, wie es also tatsächlich auf Konferenzen vorkommt. Verstehst du das noch? Nee, keine, ja komm, lass mal Kaffee trinken gehen oder so. Und das ist halt teilweise Popkultur, also sehr, sehr viel Popkultur und viel auch einfach so aus dem Leben. Das also das macht Spaß. Meine Lieblingsstelle ist ja tatsächlich, ich muss das ja sagen, es ist einfach, ich bin dein Doktor. Ja, das war schon, der war gut. Das war auch eines der aufwendigsten. Das war auch schon wirklich gut. Richtig gut. Ja. Ja, dann haben wir jetzt doch uns gegenseitig auf den Zahn gefühlt und also das ursprüngliche Konzept wäre jetzt ja, dass wir von 10 runterzählen und Silvester feiern. Ja, ach so, und dann erst die Auflösung. Wir müssen noch gucken, ob die, ach so. Ach, das machen wir nächstes Jahr. Okay. Genau, das machen wir 2 Wochen. Okay. Wobei wir natürlich jetzt irgendwie schon so völlig das Konzept verraten. Das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr. Also können wir ja sagen, wer das am Silvesterabend hört, hoffen wir, dass wir euch unterhalten haben. Dabei. Das ist zumindest der Tag, an dem es publiziert wird, vermutlich. Genau. Und wer das mit dem Kater am 1. dem können wir eh nicht helfen. Eigentlich müssten wir noch so alle halbe Stunde oder noch besser unregelmäßig irgend so ein lautes oder ein Glockenton. Bang. Genau. Was gibt's von euch nächstes Jahr Neues? Wann kommt das erste Buch? Wann kommt Methodisch Inkorrekt TV? Oh. Was steht so bei euch an? Also wir haben eigentlich ein Projekt,
Ja, vielleicht teasern wir mal so an. Also wir haben so die gespinnerte Idee, dass wir diese Experimente-Show, die wir jetzt auch mal ausprobieren, also methodisch unkorrekt, ja, so ein bisschen so, genau, mal versuchen, auf eine Bühne zu bringen. Also versuchsweise, um zu schauen, ob das funktioniert, ob wir das können. Also wir haben es ja schon mal mit Kindern gemacht, aber mehr so unter der Marke methodisch inkorrekt mal versuchen, so Experimente-Shows mit Publikumsbeteiligung zu machen. Cool. Das ist noch nicht, ist halt wirklich noch sehr unreif. Das Konzept steht noch nicht so richtig. Aber das ist so ein bisschen, wir sehen halt, dass Experimente immer sehr helfen, solche Phänomene greifbar zu machen, und das würden wir gerne noch weiter ausprobieren. Also, und wir stehen unglaublich gern auf Bühnen. Das kommt dann noch zu. Spannend. Super, Und bei euch, gut, man weiß ja schon vieles, ne? Also die nächsten Bücher weiß man schon. Ich weiß gar nicht, wo da noch Luft sein sollte für wir auch nicht. Für weitere. Gut, das heißt, also es wird von Alexabits nächstes Jahr im E-Book-Bereich, kann man sagen. Das wird wahrscheinlich im Herbst rauskommen. Das ist schon ein Projekt, was es sehr, sehr lange in der Schublade gibt und was jetzt wohl realisiert wird als E-Book bei Dotbooks. Ein Roman, Arbeitstitel ist Alte Wurzeln, und da geht es um den Slenderman. Es ist ein Fantasy-Roman, den ich mit Diana Menschig zusammenschreibe. Veröffentlichen werden wir den unter einem Pseudonym, aber das wird dann alles noch durchschaubar gemacht und angekündigt. Und mal gucken. Ein Roman mit zwei Mann schreiben, ist das nicht schwierig? Würde ich so empfinden, aber mit ihr klappt das super gut. Wir haben auch schon einen großen Teil davon stehen, eine sehr umfangreiche Leseprobe von dem Ding. Und die Kapitel stehen soweit, also in der Übersicht. Unsere Agentin hat gesagt bei der Lektüre, man würde überhaupt nicht merken, wer welches Kapitel geschrieben hat. Also insofern scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich arbeite auch super gerne mit ihr zusammen. Und bin mal gespannt, was dabei rauskommt jetzt. Warum E-Book? Wir haben keine Zeit, aber warum E-Book? Also wir haben tatsächlich, da sind wir Dotbooks auch sehr dankbar, einfach die Chance bekommen, bei denen zu veröffentlichen. Vorher ist das Ding bei Verlagen gewesen, die auch erst Interesse bekundet haben und dann aber doch gesagt haben, nee, ist zu speziell und so weiter. Horror geht wieder nicht. Horror und so. Warum Schwarzwald? Kann ich auch schon mal sagen. Also spoilern, ihr habt größere Freiheit da. Ja, also die waren einfach interessiert an dem Ding und haben auch einen sehr, sehr guten Ruf, und ich denke mal, mit denen lässt sich ganz gut zusammenarbeiten. Ja, genau. Und ansonsten gucken wir, was passieren wird 2015. Mein Größenwahn hat kein Ende. Mal gucken, was kommt. Genau. Weltherrschaft. Ja, 2015 schon. Gut. Ende des Jahres. Mal gucken. Wenn keine Gamma-Blitze kommen. Genau, so, jetzt will ich aber noch hören, die Auflösung. Ja, der General in West Point tatsächlich vor den Kadetten gesprochen und gesagt, es der nächste Krieg, der ansteht und in den die Welt verwickelt würde, sei ein interplanetarer, oder ist das vielleicht doch eher erstunken und erlogen? Eigentlich muss man so ehrlich sein und diese Frage mit einem klaren Jein beantworten. Also sie ist im Prinzip nicht wahr, die Geschichte, aber sie hat tatsächlich Wurzeln in der Realität. Dieser General Douglas MacArthur hat in New York 1955 Besuch gehabt, einen privaten, von dem Bürgermeister von Neapel, und hat mit dem also ein bisschen gesprochen irgendwie, und der hat hinterher die Rede von diesem MacArthur so interpretiert, als hätte er gesagt, dass irgendwie in absehbarer Zeit, irgendwie in der Zukunft mal die Erde mit so einer Bedrohung von Außerirdischen konfrontiert sein könnte, aber wenn, dann nur in ganz, ganz ferner Zukunft. Und das ist irgendwie an die Presse gedrungen, und die haben dann daraus gemacht eben, dass dieser interplanetare Krieg als nächstes anstehen würde. Also er hat tatsächlich so ein bisschen was in die Richtung gesagt, aber er hat das als absolute, weit, 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 weit entfernte Zukunftsmusik und ein Was-wäre-wenn gemalt und nicht als eine konkrete Bedrohung. Für den nächsten. Genau. Ja. Wunderbar. Dann würden wir uns, glaube ich, bei allen unseren Hörern für das Interesse 2014 bedanken. Ich glaube, da sprechen wir alle auch. Wir wünschen euch alle einen guten Jahreswechsel und hoffen, dass wir 2015 euch weiterhin gut unterhalten und dass ihr weiter Wissenschaft spannend findet, dass ihr die Herren von Methodisch Inkorrekt vielleicht jetzt noch intensiver verfolgt. Das kann ich auch nur. Ich drängel da ja sowieso schon mal. Ja, da sind wir sehr dankbar. Ja. Du hast übrigens, wenn du den Werbungseffekt
macht der Hoaxmaster übrigens, die Einheit ein Hoaxmaster ist gleich der Einheit eine Republika. Also wir haben ungefähr genauso viel, so viel Zuwachs bei der Republika bekommen wie dein Bewerben unseres Podcasts. Also von daher, vielen Dank. Jetzt ist er wieder eine Woche lang groß. Ja, könntest du das nachher mal twittern? Hoaxmaster gleich. Also euch allen alles Gute. Macht's 2015. Seht zu, dass ihr das tut, was ihr tun möchtet. Tut keinem weh. Bleibt gesund. Genau. Schützt euch vor den Gamma-Blitz. Ja. Und immer schön skeptisch bleiben. Genau. Tschüss. Tschüss. Doch stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme rief... Der Akku ist alle. Das Ende steht bevor. Komm, okay, Schnappert.